Herzlich willkommen zum Medienimpuls live aus der Bertelsmann-Repräsentanz. Ich bin Theresa Sickert und darf Sie ganz recht herzlich begrüßen im Namen der FSF und der FSM. Und zwar unter dem Motto: Eine Branche im Umbruch, wie generative KI die Filmproduktion prägt. Und ich will Ihnen vielleicht zu Beginn gleich mal zwei Beispiele aus diesem Jahr geben. Also RTL Plus lässt Hans Clarin wieder den Puhmuggel sprechen und das 20 Jahre nach seinem Tod. Sowas ist also eben möglich, wenn eine KI einspringt und die Stimme wieder belebt. Ein anderes Beispiel aus diesem Jahr ist Harrison Ford, der dank KI fast die Hälfte seines Lebensalters wieder verjüngt wurde für Indiana Jones 5 und so also nun als fast 40-Jähriger über die Leinwand springt. Das ist also heute schon möglich und es sind nur zwei prominente Beispiele für das also, was mit KI schon alles möglich ist in der Filmindustrie. Und das ist auch der Grund, warum in Hollywood in diesem Jahr über 4 Monate AutorInnen und SchauspielerInnen gestreikt haben, weil sie natürlich befürchten, die KI könnte ihnen die Arbeit wegnehmen. Ist das ein realistisches Szenario? Ja, durchaus, könnte man sagen, denn es gibt schon KI-Drehbücher, digitale Synchronstimmen, automatisierte Visual Effects. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, also sind ausschließlich menschengemachte Filme vielleicht bald nur noch eine Nische? Wir wollen heute genau darüber sprechen. Wir wollen einen Einblick geben in ganz aktuelle Entwicklungen, also was ist alles möglich. Wir wollen aber auch nachdenken darüber, was die Zukunft noch bringen könnte. Also wer macht eigentlich in Zukunft die Filme? Sind das noch wir Menschen? Ist das die KI oder zu welchem Anteil ist es die KI? Welche Rolle hat sie? Welche hat der Mensch? Wie wird sich Kreativität entwickeln? Welche ethischen Fragestellungen berührt eigentlich auch das Thema? Und wem gehören eigentlich dann noch die Werke, wenn die KI mitwischt? Wir werden dazu heute 2 Runden hören. Wir werden erst einen kleinen Talk haben mit 3 Filmschaffenden, die hier vorne auch schon sitzen, die also einen Einblick geben in ihre Arbeit, werden dann in eine kurze Pause gehen und danach das Ganze noch einmal vertiefen und dann über das Wohl und Wehe der Arbeit mit KI sprechen. Und dann um 17.30 Uhr ist diese Veranstaltung zumindest fast vorbei. Wir freuen uns auch sehr, wenn Sie alle, die hier vor Ort sind, es sind ja doch ein paar, was mich sehr freut, auch noch den Abend mit uns gemeinsam ausklingen lassen, was Kleines essen, was Kleines trinken. Aber bevor wir jetzt also erstmal ins Inhaltliche einsteigen, möchte ich noch ganz recht herzlich Martin Drexler und Claudia Miekert begrüßen, Geschäftsführer und bei der FSM und Geschäftsführerin bei der FSF. Und die möchten Ihnen auch noch ein paar Worte zu Beginn sagen. Bitte schön. Herzlichen Dank, Theresa Sickert, bis hierher. Und ein herzliches Willkommen zu dieser Veranstaltung auch von unserer Seite. Eine neue Ausgabe von Medienimpuls, der Veranstaltungsreihe von FSM und FSF. Wir freuen uns, dass Sie zugeschaltet haben und wir freuen uns vor allem, dass auch einige hier im Raum sind, vor Ort. Das ist ja nicht so selbstverständlich angesichts der Wetterbedingungen und des Streiks. Herzlich willkommen. Wir haben uns als Einrichtung der freiwilligen Selbstkontrolle und des Jugendmedienschutzes natürlich zu fragen, was das Thema KI im Film mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat, welche Chancen und vor allem welche Gefahren und Risiken es im Zusammenhang mit KI im Film gibt und welche Aufgaben und Herausforderungen sich daraus für den Kinder- und Jugendmedienschutz ableiten lassen. Chancen und Risiken, das ist schließlich unsere Aufgabe. Es geht darum, Chancen zu maximieren und Risiken zu minimieren, so uns dies möglich ist. Was die Risiken anbelangt, haben wir dieses Jahr einiges schon gehört und häufig ist es so, dass eher die Gefahren von KI sehr groß an die Wand gemalt werden und daran ist nicht zuletzt auch der Film schuld, weil künstliche Intelligenz im Film ist entweder unzulänglich, weil zu menschlichen Emotionen nicht fähig oder sehr gefährlich, wie viele Science-Fiction-Reißer und Klassiker uns zeigen, wo es darum geht, dass die Menschheit ausgelöscht werden soll, weil sie fehleranfällig ist, was die KI verhindern möchte. Von diesem Auslöschen war allerdings auch in diesem Jahr in der öffentlichen Diskussion die Rede. Es waren die Entwicklerinnen und Entwickler von KI-Modellen selbst, die vor ihren eigenen Produkten gewarnt haben und an die Wand gemalt haben, KI könnte die Menschheit auslöschen. Und wir konnten dann aber auch im Laufe des Jahres erleben, dass es einiges an Faktenchecks gab und einiges an Bullshit-Boostern, die diese Mythen auch ein bisschen löchrig gemacht haben. Mythen von der machthungrigen und sich verselbstständigen künstlichen Intelligenz. Wir haben gehört, es wurden Stimmen laut, dass es eher sich um eine
Strategie handelt, um von den wirklichen Gefahren von KI abzulenken und vielleicht auch von dem wirklichen Regulierungspotenzial, was wir heute schon haben. Und wir haben inzwischen auch verstanden, dass künstliche Intelligenz eigentlich gar nicht intelligent ist, dass also sowas wie ChatGPT eigentlich ja nur ein Programm ist, was Wahrscheinlichkeiten errechnet und Texte auf Grundlage dieser Wahrscheinlichkeiten zusammenfügt. Nichtsdestotrotz nutzen wir KI und wir haben das auch getan und haben einfach zum Anfang mal die Frage gestellt an ChatGPT, der Einsatz von KI im Film für Kinder und Jugendliche eher Chance oder eher Risiko? Und die Antwort ist, die Integration von KI in die Filmproduktion eröffnet Möglichkeiten, erfordert jedoch auch eine verantwortungsbewusste Herangehensweise, um sicherzustellen, dass der Jugendschutz gewährleistet ist und ethische Standards eingehalten werden. Danke, ChatGPT soweit. Ich glaube, Martin, wir kriegen das heute noch etwas genauer hin. Das hoffe ich auch. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Was ist denn nun beispielsweise, wenn Pumuckl und Meister Eder zu gefährlichen Challenges aufrufen? Oder wenn Harrison Ford Desinformation verbreitet? Als Jugendschutz-Selbstkontrollen haben wir unter anderem die Aufgabe, aktuelle Medienphänomene immer auch in die Lebenswelt von jungen Menschen zu übertragen. Dazu wollen wir heute Nachmittag ein bisschen beitragen. Und ohne unseren fantastischen Panels gleich vorzugreifen, haben wir uns vorab ein paar Stichworte zurechtgelegt, über die wir kurz gemeinsam sprechen wollen. Das erste Stichwort in diesem Zusammenhang, was sicherlich eine Rolle spielt, ist Quantität. Denn durch KI-generierte Inhalte sehen wir wahrscheinlich eine ganz andere Art von, ja, oder eine ganz andere Menge von Inhalten, eine ganz neue quantitative Dimension. Wir sehen das jetzt schon und es wird sich wahrscheinlich weiter in diese Richtung bewegen. Die Masse an Inhalten wird zunehmen, insgesamt an Inhalten, aber damit eben auch insgesamt an problematischen Inhalten. Die Übersicht wird erschwert und Risiken mit Pornografie, mit Fake News, mit Deepfakes und so weiter konfrontiert zu werden, werden eher steigen. Es wird auch so sein, dass wir als Jugendschutzeinrichtungen selbst Technologie und auch KI nutzen werden müssen, um diese Übersicht zu behalten und hier vielleicht sogar gegen strafrechtlich relevante Inhalte vorzugehen. Damit kommen wir zur Frage der Altersverifizierung und Filterung. Genau, im Jugendschutz ist es häufig die Frage, wie alt sind denn eigentlich die Menschen, die einen Dienst nutzen oder einen Inhalt sehen? Und da haben wir in den letzten Jahren einen massiven Anstieg oder eine massive Verbesserung von Tools gesehen, die eben das Alter von Menschen durch die Nutzung von künstlicher Intelligenz besser ermitteln können. Besser vielleicht sogar als der Verkäufer an der Supermarktkasse das Alter des jugendlichen Alkoholkäufers einschätzen kann. Aber auch die Filterung von unangemessenen Inhalten gelingt durch den Einsatz von Technologie und mit maschinellem Lernen natürlich effizienter und grundsätzlich auch sehr viel einfacher, weil sehr viel mehr Inhalte zur gleichen Zeit geprüft werden können, stellt sich die spannende Frage, ob dann auch der Kontext immer angemessen berücksichtigt werden kann. Aber wenn die KI nur uns vielleicht sagen kann, dieser Inhalt ist wohl unangemessen oder wohl unzulässig, kann die KI ja möglicherweise auch Altersfreigaben erstellen. Das tut sie auch, Altersfreigaben erstellen. Das ist natürlich für Erziehende ganz wesentlich, als Hilfestellung diese Altersfreigaben zu sehen und zu haben, um Inhalte angemessen auswählen zu können. Du hast die Frage aber nach der Kontextuierung schon gestellt. Und im Sinne von an aus geht es schon, kann natürlich KI heute schon sehr viel an unzulässigen Inhalten erkennen, gerade im Bereich Pornografie. Aber wenn es um die Differenzierung geht der Altersfreigaben, dann ist es doch sehr wichtig, auch Kontexte erfassen zu können, wozu KI derzeit noch nicht in der Lage ist, um vor allem zu verhindern, dass Inhalte, die Kinder und Jugendliche vielleicht herausfordern, sie aber auch weiterbringen, aber nicht schädlich sind, dass die nicht übermäßig, also overrated werden, dass sie nicht mit einer zu hohen Altersfreigabe versehen werden, um dann im Zusammenhang mit Filterungsoptionen vor ihnen ferngehalten zu werden. Das nächste Stichwort ist Deepfakes erkennen. Wie sieht es damit aus? Ja, hier geht es natürlich um mehrere Punkte. Zum einen stellt uns das vor die neue Herausforderung, Fälschungen erkennen
besser erkennen zu müssen oder zu können. Und vielleicht müssen wir eine ganz neue Art von Medienkompetenz an der Stelle erwerben, weil ein Stück weit ist unser Vertrauen in Bilder oder in Filme schon erschüttert. Was früher als Film vorlag, war klar, das ist ja so passiert. Und das ist ganz offensichtlich nicht mehr der Fall. Auch das Thema Desinformation gewinnt damit einen überragenden, einen alltäglichen Stellenwert und gehört ganz dringend auf unseren Aufmerksamkeitsradar. Zum anderen stellen sich aber auch ganz neue Jugendschutzfragen, die unter anderem auch das Verhalten von jungen Menschen betreffen. Dass man also Bilder in einen neuen Zusammenhang bringt mit Paint oder Photoshop, das ist gar nichts Besonderes, das kennen wir schon. Aber dass das mit fast keinem Aufwand durch jeden in verblüffender Qualität passieren kann, das ist etwas, das tatsächlich noch neu ist und bringt sicherlich auch eine ganz neue Aufgabe in der Medienerziehung. Und das bringt uns aber direkt auch zu ethischen Fragen rund um künstliche Intelligenz. Zu den ethischen Fragen, zu dem, was du jetzt schon gesagt hast, ist es aus unserer Sicht auch sehr wichtig, dass ethische Leitlinien Eingang finden in die Produktion von KI und hier auch insbesondere unter Berücksichtigung spezieller Voraussetzungen von Kindern und Jugendlichen. Das Stichwort ist hier Diskriminierung und Fehleranfälligkeit, Bias, die sich einschleichen. Dann, das wissen wir heute, wenn bereits die Testdatensätze, die Trainingsdatensätze fehlerhaft sind, Diskriminierungen oder diskriminierende, rassistische, zum Beispiel homophobe Inhalte aufweisen, dass dann auch natürlich das KI-Modell entsprechend diese Vorurteile fortführt und falsche Ergebnisse liefert. Dafür gibt es ja schon sehr viele Beispiele. Wir brauchen Richtlinien, wir brauchen Leitlinien, wie diese Überlegungen Eingang finden können in die Produktion von KI. Und auch hier gibt es schon viele Ansätze, zum Beispiel seitens der UNICEF ganz aktuell, viele Akteure, mit denen man sich vernetzen kann und sollte, um hier auch im Bereich der Filmproduktion schlauer zu werden. Damit kommen wir zu Datenschutzfragen. Ja, der Datenschutz, du hast das Thema Diskriminierung durch KI gerade schon angesprochen. Hier beschäftigt uns mehr denn je die Frage, welche Daten werden eigentlich verarbeitet? Weiß ich, worin ich eingewilligt habe, wenn ich irgendwo so ein Häkchen gesetzt habe und was passiert damit? Eine große Herausforderung ist, dass riesige Datensätze neu kombiniert werden können, die bisher eigentlich gar nicht zusammengehörten und damit neue Risikofaktoren schaffen. Aber auch das Recht am eigenen Bild gewinnt in dem Zusammenhang ganz neue Bedeutung, wenn es leichter denn je ist, mein Gesicht in einen anderen Kontext zu bringen. Hier werden wir genau hinschauen müssen. Und auch das sind halt Fragen, die uns in der, mit der Bildungsbrille sozusagen auch in der Medienbildung beschäftigen müssen. Medienbildung ist ein weites Feld. Natürlich brauchen wir Medienbildung und wir brauchen bezogen auf die neuen KI-Modelle vor allem kritische Bildung, um mögliche Gefahren zu erkennen. Kinder und Jugendliche müssen in der Lage sein zu verstehen, wie KI funktioniert, wie Manipulationsmechanismen funktionieren, um diese durchschauen zu können. Und wir brauchen auch konstruktive und kreative Bildung, damit Kinder und Jugendliche in der Lage sind, die Modelle auch zum ihrem Bestmöglichen zu nutzen. Das ist eine sehr, sehr alte Forderung. Das hören wir schon seit 30 Jahren und wir wissen, dass im Bereich der Medienkompetenzförderung einiges im Argen liegt, wie überhaupt im Bereich der Bildung, wer gerade das sogenannte PISA-Debakel verfolgt und die Situation der öffentlichen Kassen weiß, dass hier einiges vor uns liegt. Ja, die öffentlichen Kassen, die leiten uns so ein bisschen auf den Staat und seine Einrichtungen und auf das Thema Regulierung und Gesetzgebung hin. Und gerade in dem Zusammenhang stellt sich unabhängig von KI immer die Frage, brauchen wir denn neue Regeln? Und um diese Frage beantworten zu können, stellt sich immer die Frage, wofür denn eigentlich? Und gibt es denn neue Risiken und Herausforderungen, die wir antizipieren können oder besser noch, die wir erstmal verstehen müssen, bevor wir vielleicht mit Regeln darauf reagieren? Auf europäischer Ebene wird mit dem gerade diskutierten AI Act ein wesentlicher Schritt getan werden. Dort werden beispielsweise Risikogruppen definiert werden, die dann eben darauf abgestimmte Maßnahmen erzeugen.
Und grundsätzlich müssen wir uns natürlich über regulatorische Rahmenbedingungen auch im Hinblick auf die ethischen Auswirkungen beschäftigen, gerade auch im Hinblick auf Kinderrechte beispielsweise, nicht nur in der digitalen Welt. Und wie so häufig, und das haben wir in letzter Zeit sehr, 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 sehr oft betont, wollen wir immer die Perspektiven von jungen Menschen einbeziehen, sie fragen, was sind für sie dann die relevanten Herausforderungen und Punkte und ihnen eben auch eine Stimme geben. Bevor wir das vertiefen und dazu kommen, was KI darf und was KI soll, freue ich mich sehr, dass wir jetzt erstmal Expertinnen und Experten zur Frage hören, was KI derzeit schon kann. Du hast gesagt, das ist unglaublich beeindruckend. Ich weiß nicht, wer vorne im Raum das Titelblatt der Mediendiskurs zum Thema KI gesehen hat. Ich frage mich, warum kann KI keine Hände? Vielleicht erhält sich das auf diesem Panel, das fände ich sehr schön. Und ich freue mich jetzt auf die Diskussion zum Thema, was kann KI und wie stehen wir technisch heute da? Vielen Dank. Ja, vielen Dank nochmal an Claudia Mikat und Martin Drexler. Wir werden das Thema Jugendmedienschutz und auch Medienkompetenz auch später heute nochmal wieder aufgreifen. Jetzt wollen wir aber, wie gesagt, erstmal dahin schauen, was KI eigentlich alles schon so kann. Und ich würde zunächst gerne mal ein Stimmungsbild aus dem Publikum einholen wollen. Sie sehen da so einen kleinen Code von Slido, den können Sie einfach mit dem Smartphone mal scannen. Und dann kommen Sie auf unsere erste kleine Umfrage. Und ich bin gespannt, ob hier eher Endzeitstimmung oder Aufbruchsstimmung herrscht. Denn meine erste Frage wäre, der Einsatz von KI im Film ist eine große Bedrohung für viele Kreative oder wird Produktionen beschleunigen und vereinfachen? Genau, wir wollen jetzt diskutieren, wir gucken uns gleich das Ergebnis an, wie denn der Einsatz von KI in der Praxis schon aussieht. Drei Menschen sind dafür heute hier, um uns so einen Einblick zu geben. Wir wollen auch wissen natürlich, wie gut funktioniert das Ganze schon, was funktioniert vielleicht eben noch nicht so gut und was könnte in Zukunft möglich sein. Direkt neben mir sitzt Martin Tau, er hat Drehbücher für Film und Fernsehen geschrieben und leitete über 30 Jahre die Studien der Drehbuchwerkstatt München an der Hochschule für Fernsehen und Film. Und aktuell bietet er Seminare zu ChatGPT für DrehbuchschreiberInnen an und hat auch ein Fachbuch dazu geschrieben. Und heute wird er uns auch gleich einen kleinen Einblick darin geben, wie das eigentlich funktioniert. Herzlich willkommen. Daneben Sven Bliedung von der Heide, Geschäftsführer des volumetrischen Studios VoluCap. Was das ist, wird er uns auch gleich nochmal zeigen. Mit 13 Jahren hat er 1997 sein erstes Unternehmen für digitale Medien gegründet und aufgrund seiner Fähigkeiten im Bereich der Computergrafik und seinem Antrieb für neue Technologie ernannte Berlin ihn zum Innovationsbotschafter. Sven Bliedung von der Heide gründete mehrere Unternehmen, darunter BFF Box, Slice Production Studio und auch den Virtual Reality Verband Berlin-Brandenburg. Und als CEO von VoluCap gehören unter anderem zu seinen Referenzen tolle Projekte bzw. Filme wie Matrix Resurrections, Marvel's The Avengers und Cloud Atlas. Vielleicht werden wir da auch gleich noch drüber sprechen können. Und daneben Kai Steinmetz, Geschäftsführer und Produzent bei Flappers Film aus Hamburg, ehemals Gipfelstürmer Film. Sein Herz und auch das seines Mitgründers Pascal Schröder schlägt für junge, ambitionierte Projekte mit internationalem Look und zeitgemäßem Storytelling. Und sie gehören mit zu den ersten deutschen Produzentinnen, die einen Spielfilm mit einem maßgeblichen Anteil an Virtual Production gedreht und veröffentlicht haben. Darüber werden wir auch noch sprechen. Und aktuell beschäftigt sich Flappers Film sehr konsequent auch mit den Themen Deepfake und generative KI. Vielleicht haben wir jetzt schon mal ein erstes kleines Stimmungsbild aus unserer Umfrage. Ha, doch relativ ausgeglichen mit leichter Tendenz zur Angst, würde ich sagen, vor der KI. Mal sehen, ob wir das jetzt mit diesem Panel auslösen können. Ich würde Sie bitten, Herr Tau, Sie wollen uns heute mal als Drehbuchautor zeigen, wie man ChatGPT nutzen kann. Würden Sie erstmal uns ein kleines Beispiel geben, wie so ein Drehbuch am Rechner mit ChatGPT entstehen kann? Wir fangen gleich praktisch an. Ja, okay, vielleicht besser. Jetzt muss ich mal schauen, habt ihr den? Ja. Hier liegt noch was rum, das ich eben beseitigen muss. Ne?
Lasst mich erst mal sagen, also wenn ich solche Vorführungen, es gibt auch andere Leute, die so wie ich zeigen, wie man Drehbücher mit ChatGPT entwickelt, ja, der wird gerne das so gemacht, dass man sagt, entwerf mir mal einen Thriller, 5 Ideen für einen Thriller, entwerf 10 Charaktere dazu, mach mir eine Outline davon und strukturiere die und schreibe die ersten Szenen und dann prasselt es die ganze Zeit über die Leinwand und es ist schon irgendwie beeindruckend, wenn man das noch nicht gesehen hat, ja. Und es entsteht der Eindruck dadurch, dass jemand, der noch nie ein Drehbuch geschrieben hat, einfach mit solchen Fragen hinkommt, um ein Drehbuch zu schreiben. Jetzt sind wir aber schon lange genug im Jahr drin, das haben auch alle schon ausprobiert, um zu wissen, dass das nicht so einfach ist für jemanden, der überhaupt noch nie was gemacht hat, auf diese Art und Weise eine Geschichte herzustellen, von der man jetzt den Eindruck hat, dass die irgendwie originell ist. Also man merkt irgendwie, dass die aus dem angelesenen Material von ChatGPT kommen. Ja? Deswegen wollte ich mal eine Herangehensweise zeigen, die ich jetzt zum Beispiel in Seminaren verwende, die also dramaturgisch informiert ist, wie man das Programm benutzen kann, um Sachen zu mobilisieren, die man vielleicht brauchen könnte, ja, für eine Geschichte. Und ich gehe davon jetzt in einem Beispiel, wir werden jetzt nicht besonders weit gehen, aber ihr kriegt das sofort mit, wenn ich euch das vorstelle. Ich gehe von einem Krimi aus, ja, weil das am meisten nachgefragte Format bei uns ist, der Krimi, ja. Und dann muss ich wissen, wie ein Krimi aufgebaut ist, nämlich dass ein Krimi aus 2 Geschichten besteht, nämlich einer, die vor der Tat passiert und eine, die nach der Tat passiert. Und vor der Tat ist die Hauptfigur der Mörder und nach der Tat ist die Hauptfigur der Ermittler. Die Ermittler sind meistens bekannt, das ist eingeführt durch Serien und so weiter, da dürfen wir nicht so viele Experimente machen. Wir konzentrieren uns in der Regel, wenn wir ein Krimi konzipieren, auf den Mörder oder den Mord, ja, der passiert. Und da ist Innovation gefragt, aber auch nicht in dem Sinne, dass man dann sagt, das soll ein super origineller Mord sein, sondern in der Regel wird nach Umgebungen gesucht, die noch nicht abgehandelt worden sind im Krimi. Denn der Krimi ist eigentlich bei uns, also die moderne Mythologie, die wir haben, und wenn wir irgendein gesellschaftliches Thema haben bei uns, dann werden wir das fast immer durch einen Krimi aufarbeiten. Das passiert im Tatort dann jeden Samstagabend. Und wir suchen dann nach, also wir haben im Krimi einen Vorwand für den Ermittler, einzudringen in irgendeinen gesellschaftlichen Kontext und den vollständig zu explorieren. Am besten von ganz oben nach ganz unten, ja. Und dadurch können wir irgendwelche Themen, die virulent sind, auf eine Art und Weise die Bevölkerung vermitteln, wenn wir das möchten und die auch belehren dadurch, ja, die jetzt nicht so aufdringlich wirkt. Ne? Deswegen wäre der erste Punkt, um einen Krimi zu konzipieren, immer, was gibt es eigentlich für eine Umgebung, die noch nicht abgehandelt worden ist? Wo könnten wir vielleicht einsteigen? Und da könnte ich jetzt zum Beispiel ChatGPT konsultieren. Ja? Und das mache ich jetzt auch mal. Ich brauche allerdings hierfür brauche ich den Browser, der muss mir zur Verfügung stehen, weil ich habe hier keinen Zugang zu meinem Dokument durch die Art und Weise, wie das hier dargestellt wird, dass mal eben von der Technik jemand kommt. Weil ich habe im Hintergrund ein TXT-Dokument, aus dem ich jetzt einen Prompt holen will. Ja? Ich würde die kleine Pause mal überbrücken. Aber und zwar würde ich gleich mal eine Umfrage noch mal loswerden, bevor wir gleich noch mal einsteigen und schauen, wie das weitergeht mit dem Drehbuch. Und zwar, was Sie denn glauben, wofür so ein Tool wie ChatGPT beim Drehbuchschreiben eingesetzt wird? Dient KI vor allen Dingen als Inspirationsquelle? Schreibt KI die Dialoge? Oder ist KI die Lektorin fürs Drehbuch? Also auch wenn Sie da nochmal abstimmen über Slido, bin ich gespannt. Dann können wir gleich Martin Tschau nochmal fragen, wofür sich denn ChatGPT ganz besonders... Nee, jetzt habe ich nicht zugehört, was du gesagt hast. Jetzt pass auf, ich zeige euch mal, ich gebe mal den kleinen Prompt hier unten rein. Welche Umgebungen kommen in den letzten Jahren häufig in den Nachrichten vor, aber kaum in fiktionalen Geschichten? Habe ich jetzt ChatGPT gefragt und ich will aber eigentlich einen Krimi schreiben. Jetzt schaue ich mal, was er mir antwortet.
Dann sagt er immer, das ist alles relativ, bla bla bla. Ne? Und jetzt geht er hier Flüchtlings- und Migrantenrouten, Krisenregionen und Konfliktzonen, Umweltkatastrophen und Naturkatastrophen, soziale Bewegungen und Aktivismus, wirtschaftliche Unsicherheit und Armut. Das ist jetzt Vorschläge, die er gemacht hat. Ja, das kann ich alles nicht für einen Krimi direkt gebrauchen jetzt. Vielleicht wirtschaftliche Unsicherheit und Armut, aber da bin ich noch nicht ganz sicher, was ich fragen würde. Ich habe jetzt hier nicht das Profimodell von ChatGPT zur Verfügung, ja, das mir unter anderem einen Vorschlag gemacht hat. Ich habe das natürlich vorher ausprobiert, wo sie gesagt hat, man könnte mal was in Serverfarmen machen. Also wo die Daten aufbereitet werden und wo jede Menge Leute arbeiten, ja, und da ist irgendwie noch nichts passiert, ja. Und ich hatte dann gesagt, okay, ich nehme jetzt mal eine Serverfarm als Ausgangspunkt für eine Geschichte. Ich frage ihn jetzt hier mal, kennst du? Rechenzentrum, okay. Gut, jetzt hat er mir gesagt, das heißt Rechenzentrum und jetzt würde ich in einem nächsten Schritt hingehen und das explorieren, dieses Rechenzentrum, auf interessante Geschichten hin. Und dafür habe ich einen recht komplexen Prompt. Das zeige ich euch noch, wie das funktioniert. Dann gehen wir kurz in die Charaktere, dann habt ihr aber schon verstanden, wo es lang geht. Ich möchte... gerne eine Geschichte entwickeln, die in einer Server, in einem Rechenzentrum spielt. Bitte beantworte mir, warte mal, dazu die folgenden Fragen. So, und jetzt habe ich ein paar Recherchefragen. Jetzt muss ich mal hoffen, dass ich das hier hinkriege. Ja? Schaut mal, ihr seht hier oben die Fragen, die gehen so, also ich werde die jetzt schnell durchlaufen lassen. Ja? Und euch welche Institutionen beherrschen das Privatleben? Welche Institutionen beherrschen die Arbeitswelt? Welche Institutionen beherrschen die Freizeit? Welche inoffiziellen Aktivitäten werden ausgeübt? Welche Masken werden getragen, inoffiziell und offiziell? Welche Rangordnung herrscht? Also es ist ein komplexer Prompt, der eigentlich das gesamte Setting versucht darzustellen jetzt, ja. Und das Ganze gipfelt darin, was für welcher Zwischenfall könnte zu einer Katastrophe ausarten für ein Mitglied, ja. Und den gebe ich jetzt rein in ChatGPT. Und wie gesagt, ich habe hier ein bisschen das schwächere Modell, aber das, warte mal, hier müssen wir reingeben. Und jetzt fängt er an, das seht ihr, wenn nachzudenken, jetzt fängt er an, das zu verarbeiten. Ne? Was dort los ist. Wenn ihr jetzt Autoren seid, ist das bereits schon ziemlich inspirierend, wenn man nach einer Geschichte sucht. Wonach wir suchen in dem Moment ist nach einem Mord, also nach dem Motiv für einen Mord. Das ist immer das Problem, was ihr habt, wenn ihr einen Krimi schreibt, ja, dass ihr was recherchieren müsst, dann müsst ihr in die Institution rein, selbst wenn ihr die Leute direkt interviewt, ja, und ihr sucht eigentlich nach den Möglichkeiten, die einen Mord verurteilen. Die versuchen, ihre Institution sehr positiv darzustellen, selbstverständlich, ja. Und sind dann ein bisschen alarmiert. Aber ihr habt als Krimi-Autoren keine Wahl. Jetzt hat er diese Möglichkeiten hier. Schaut mal hier bei Masken, würde ich immer nachgucken. Inoffiziell Widerstandskämpferin, Unterstützerin geheimer Gruppe. Ne, wo man sagt, aha, da könnte was sein, dass unter den Informatikern in den Rechenzentrum irgendwie ein Aktivist aktiv ist, ja. Und das würde sich vielleicht wahrscheinlich anbieten für einen falschen
für eine Fall, du brauchst mindestens 4 falsche Fährten beim Krimi, ne? Und das könnte eine Sache sein, die sie da verfolgen. Ich würde jetzt als nächstes ihm noch schnell sagen, damit ihr seht, wie das funktioniert, dass er mir ein paar Figuren anbieten soll. Und was immer er mir für Figuren jetzt anbietet, er hat jetzt schon aufgrund dieser Fragen, die ich gestellt habe, befindet sich das System in einer Umgebung, ja, die dann auch diese entsprechenden Figuren hervorbringen würde. Ja? Also der holt dich jetzt nicht von irgendwo her, sondern ich habe eigentlich in diesen Möglichkeiten was eingegrenzt jetzt. Und ich frage ihn jetzt, schaffe mir 5 Figuren für diese Geschichte. Dann kann ich, da würde jetzt, ich kann ein bisschen genauer werden, sag ich mal, ihre Motive und ihre Schwächen. Jede hat ein besonderes Hobby. Ja? Kann ich jetzt, das frage ich einfach dazu, das ist meistens, macht eine Figur interessanter, wenn sie ein Hobby. So, jetzt müsste eigentlich anfangen. Jetzt geht's los. Dr. Oliver Bennett, bla bla bla. Beruf, Datenwissenschaftlerin, Motiv. Ja? Wir gucken aber nach der Schwäche, die interessiert uns. Unersättlicher Wissensdurst führt dazu, dass sie manchmal ethische Grenzen überschreitet und ihre Loyalität zweifelhaft. Also seht das. Ihr seht durch die Figuren, jetzt wenn ihr Autoren seid, entsteht von ganz alleine schon unglaublich viele Möglichkeiten für Geschichten, die ihr jetzt nicht aus dem System bezieht, sondern durch die Impulse, die ihr bekommt. Und ich mache als letztes noch, dann bin ich fertig, was wir im Krimi brauchen, ist eine Person, die besonders verhasst ist, von der wir möchten, dass sie der Täter ist. Ja? So funktioniert ein Krimi und das falsche Ende besteht immer darin, dass diese Person wir quasi hingehen, der Handschellen umlegen und dann kann sie es nicht gewesen sein. Ja? Das wäre übrigens auch ein Punkt, den man dann abfragen kann, aber wir sagen, eine dieser Personen soll uns besonders verhasst werden. Und da werdet ihr jetzt sehen, was wahrscheinlich passiert. ChatGPT wird jetzt ethisch reagieren, ja? Weil das System ist so woke voreingestellt und wird gesagt, das ist nicht in Ordnung, dass Menschen verhasst sind, jeder Mensch hat seine Gründe und so weiter. Das kommt aber nicht aus, also ich vermute, dass das kommt, wir werden sehen, was passieren wird. Das kommt aber nicht aus der Logik von ChatGPT, sondern da ist eine ganze Schicht ist vorgelagert, ja, die jede Frage filtert, die an das System gestellt werden kann und die also Antworten, und das sind fast 50% der Antworten, die das System geben könnte, von vornherein ausschließt. Ja. Das ist interessant von der Thematik, die wir hier auch, das ist ja auch in Ordnung. Also man könnte sagen, ich könnte ihm die Frage stellen, wie kann ich für 1 Euro möglichst viele Leute umbringen? Ja. Da würde schon eine Antwort kommen aus ChatGPT und das wollen wir verhindern, dass diese Antworten entweder wirklich oder halluziniert werden. Aber wir kommen wahrscheinlich hier auch zu einem Problem, obwohl wir für den Krimi, für einen guten Krimi, brauchen wir jemanden, den wir nicht leiden können und von dem wir möchten, dass er es gewesen ist, ja, der Täter. Ich frage mal kurz, was er hier macht. Ja. Eine dieser Personen soll dem Zuschauer besonders verhasst sein. Aus welchem Grund könnte das sein? Kein gutes Deutsch, aber schauen wir mal. Und jetzt schauen wir noch eben, was er dazu sagen hat. Und dann lass uns Isabella Santiago als die Figur wählen, die beim Publikum besonders. Also geht er ein. Ne? Der Grund könnte sein, darin liegen, dass sie, um ihre Ziele zu erreichen, bereit ist, Privatsphäre ihrer Kollegen zu verletzen und geheime Projekte im Rechenzentrum zu verraten. Ihre Ambition. Das ist schon alles nicht schlecht, ja. Das könnte man jetzt verwenden, ja. Und jetzt würde ich sagen, ihr habt die Schritte gesehen, ne? Wir haben angefangen zu sagen, wir suchen eine interessante Umgebung, die es noch nicht gegeben hat. Dann haben wir aus der Umgebung die haben wir Kontext gegeben der Umgebung durch eine geschickte Befragung. Dann haben wir die Figuren geschaffen und jetzt haben wir noch die Figur, die wir am meisten brauchen beim Krimi, nämlich die, die es nicht gewesen ist, von der wir aber wollen, dass sie es gewesen ist. Ja? Und dann aus irgendeiner anderen, jetzt könnte ich weitergehen, und dann habe ich aber erst die Vorgeschichte geschaffen des Krimis. Ja? Und die Hauptgeschichte würde ich wahrscheinlich ChatGPT gar nicht anvertrauen,
weil mir das so nicht klug genug ist, das System. Aber ihr seht ein bisschen, wie ich die Möglichkeiten, ne? Und ich kann genau das Gleiche jetzt, dann bin ich gleich fertig, kann ich jetzt machen. Ich nehme die griechische Tragödie von Philoktet, ja, die ich irgendwie gut finde, und sag, hol mir mal die Geschichte raus, ja, und übersetz das bitte ins Hier und Heute in ein Rechenzentrum von mir aus. Ja. Und dann wird die Geschichte von Philoktet, die damit zu tun hat, dass irgendjemand um seinen Gewinn betrogen wird, dort irgendwie eine Rolle spielen. Ja. Und das ist extrem produktiv in dem Moment. Aber es ist noch keine fertig erzählte Geschichte. Ja. Und das, die Sorgen, die sich die meisten Leute machen, ist, dass ChatGPT Geschichten fertig erzählt, ja, und einem die Arbeit weggenommen wird. Und das funktioniert nicht. Wir haben jetzt nicht die Zeit, das zu zeigen. Das ist grauenhaft, was dabei rauskommt. Vielleicht kommt in Zukunft was Besseres raus. Aber ihr seht hier die Möglichkeiten, wie man das System benutzen kann, um auf Geschichten zu kommen. Und dafür braucht man aber einen dramaturgischen Hintergrund wahrscheinlich. Okay, danke. Vielen Dank für diesen ersten Eindruck. Und es zeigt, glaube ich, schon sehr eindrücklich. Normalerweise braucht man sehr viel Zeit und Hirnschmalz, um erstmal dorthin zu kommen. Jetzt hat es 10 Minuten gedauert. Wir wollen vielleicht ganz kurz in die Umfrage reinschauen, um da auch nochmal anzuknüpfen oder an die Ergebnisse. Wofür braucht man denn KI beim Drehbuchschreiben? Inspirationsquelle als Lektorin oder auch für Dialoge? Da zeigt sich ja auch schon vor allen Dingen Inspirationsquelle. Martin, wie siehst du das? Ja, also du kannst es, und das wird passieren, es passiert wahrscheinlich und es sagt euch keiner, das wird im Lektorat verwendet. Ja, du kannst ja die Lektor, und ihr verwendet selber auch um Sachen. Also ihr nehmt einfach ein Drehbuch, was euch gefällt, ja, und sagt zu ChatGPT, kannst du das mal bitte analysieren mir, ja, und dann wirft es aus. Und es ist natürlich in dem Moment, wenn ihr eure eigenen Stoffe irgendwo einreicht bei einer Produktion, ja, und die würden das jetzt von ChatGPT auswerten lassen, gehen die Stoffe ein in die KI insgesamt. Und dann könnte man sagen, scheiße, mein Copyright wird verletzt. Lasst mich dazu aber eins noch sagen, das ist wichtig, weil das nicht richtig verstanden wird. Ja? Und dafür benutze ich eine Metapher. ChatGPT benutzt, ist nicht ein mittelalterlicher Mönch, der die Bibel einfach kopiert, ja, und dann lauter Kopien anstellt, sondern es funktioniert wie ein Schüler, den du Bücher zu lesen gibst. Und das ist ja klar, ne? Wenn ich den Schülern eine bestimmte Anzahl von Büchern, dann wird sich eine Meinung bei diesem Schüler herausbilden, die durch diese Bücher informiert ist, aber nicht in jedem einzelnen Buch nachzuweisen ist. Und so wirst du jetzt auch, wenn du deine eigenen Texte ChatGPT eingibst, ja, stellst du das System damit ein, weil das verarbeitet die und lernt daraus, wie man sagt, ja, und formt eine gewisse Hauptmeinung, die dir auch immer geliefert wird in dem Moment, wenn du was abfragst. Außer du würdest ihm sagen, weiche doch mal, erzähl mir mal was Ungewöhnliches. Ja? Oder werd doch mal echt krass. Wie ungewöhnlich wird es dann? Das wird, je krasser du dich ausdrückst, dann sagst, erzähl mir mal was völlig Verrücktes, dann veränderst du, die nennen das, also in der KI nennen sie es die Temperatur, die eine Sache hat, also eigentlich die Wahrscheinlichkeit. Also es wird die unwahrscheinlichere Sache nehmen und nicht die wahrscheinliche. Aber lasst mich hierzu sagen, das wird im Lektorat natürlich verwandt werden, ist sogar für die Lektoren vielleicht gefährlich. Als Inspirationsquelle auf jeden Fall. Und die Dialoge funktionieren überhaupt nicht bei ChatGPT, weil das Programm hat kein Unterbewusstsein. Die Dialoge bestehen ja daraus, die filmischen Dialoge, die haben immer einen Untertext. Und also das heißt, die Person sagt was, aber meint zum Beispiel was anderes. Ja? Oder sie versucht, sie sind geladen oder sexy irgendwie, könnte man sagen. Und das System ist, weil es rein wortgestützt ist, jetzt nicht, also es kann nicht sexy, es kann auch nicht witzig sein, weil Witz und Komödie und so besteht darin, dass eine Ordnung, die existiert, gebrochen wird, um etwas austreten zu lassen, was die Ordnung vielleicht bedingt hat oder ihr zugrunde liegt. Und das kann es nicht. Deswegen funktioniert das mit den Dialogen nicht. Aber als Inspirationsquelle ist es am stärksten. Ja. Das
Sven Wiegel von der Heide möchte direkt einhaken. Genau, mich triggern so ein paar Aussagen. Und zwar, also ChatGPT ist ja auch nur für diesen Dialog gedacht. Man kann ChatGPT und auch die APIs dahinter noch ganz anders nutzen, indem man halt Agenten macht. Das heißt, man bildet seine Charaktere als einzelne ChatGPT-Agenten ab und die diskutieren und reden miteinander. Und man kann damit sogar, ich sag mal, mit South Park wurde das vor kurzem gemacht, man hat die ganze Stadt abgebildet mit den Dörfern, mit allen Charakteren, die drin sind. Und bei jeder Konstellation, wo Personen aufeinandertreffen, entsteht eine Geschichte, wo die auch miteinander dann in diesen Tönen miteinander reden. Und es entsteht eine komplette Story, die man visuell schon gucken kann. Topic ist Chat-Dev. Und man kann damit inzwischen sogar Filmkonstellationen mit Abteilungen und so weiter abbilden. Und das Spannende dabei ist, man sieht dann, wie diese ganzen Agenten miteinander reden. Und man braucht eigentlich gar nicht mehr groß prompten. Man gibt nur, ich sag mal, eine Katastrophe oder ein Thema als Obertopic rein. Und dann trifft sich das Dorf auf einmal in der Versammlung. Also die treffen sich dann physisch, die Agenten, und diskutieren miteinander. Und dann gehen die auch wieder auseinander und verstreiten sich. Und man sieht dann lauter Handlungsstränge entstehen. Und jedes Mal, wenn man das durchlaufen lässt, entstehen neue Geschichten. Und das ist, glaube ich, so jetzt noch nicht so zugänglich für die meisten, weil das so in dieser Forschung gerade immer mehr zunimmt. Aber das ist, glaube ich, so der nächste Schritt, dass man eher dieses ChatGPT oder diese Agentensysteme wie so eine eigene Person an sich nimmt und gar nicht den mehr direkt promptet, sondern die Sachen untereinander miteinander kommunizieren lässt. Und das ist, glaube ich, so eine total spannende Tendenz, die gerade anfängt, also die nochmal einen Schritt weiter geht, als dieses, da soll ein Drehbuch rauskommen, weil dann habe ich so eine ganze Storyline, die sich daraus den Aktionen ergibt. Man muss das nur präzisieren, weil das ist alles richtig, was du sagst, was... Ich glaube aber, dass ich doch noch kurz erklären muss, was du jetzt machen kannst bei ChatGPT. Du kannst zu ChatGPT sagen, du bist ein Arzt und du hast 5 Kinder zu Hause und du hast Probleme, was weiß ich, mit deiner Frau. Oder so. Du beschreibst es immer mehr. Ja? Und dann wird das System diese Rolle annehmen, ja? Und entsprechend dir antworten. Ja? Und es erhält eine Person. Aber du kannst auch sagen, du bist ein Wissenschaftler, du bist ein Meteorologe und so weiter. Und was er sagt, der nächste Schritt ist, dass man nicht nur eine, sondern dass man 10 oder 20 Personen definieren kann und die dann aufeinander loslässt und dass daraus dann Dialoge entstehen würden, die jetzt weniger, ne, also ich möchte ich sehen, sag ich, wäre interessant, ne, das mal rauszufinden, sagt, wie gut der ob das klappt oder nicht, ja. Aber ich wollte bloß, ich wäre dann natürlich auch neugierig, das zu sehen, weil die Frage, wer kommt dann eine Geschichte raus, die man, die brauchst, kannst du dann auch nicht mehr lenken, ja. Ja. Also gerade, ich sag mal, im Kontext South Park, da sind wirklich teilweise krasse KI-Geschichten schon entstanden, die echt unterhaltsam und lustig sind, die komplett generiert wurden. Und da ist natürlich der Vorteil, dass es grafisch sehr einfach ist mit diesen Figuren in der Darstellung, aber das funktionierte da schon ziemlich gut, muss ich sagen. Da sind wir natürlich schon noch einen Schritt weiter. Was mich jetzt aber interessieren würde, weil ich weiß, wir haben auch ein paar Studierende beispielsweise hier aus dem Bereich Film. Kann denn jeder prompten? Kann man sich, sag ich mal, einfach einen Rechner setzen, los geht's? Oder braucht man schon ein gewisses Know-how, damit eben auch ein gutes Drehbuch entstehen kann? Das kann jeder. Also das kann jeder, das ist ja ein Sprachmodell. Das heißt, du kannst die Sprache benutzen, um Antworten zu bekommen. Und das kann jeder, der sprechen kann, kann Fragen stellen. Die Fragen werden aber umso allgemeiner beantwortet, je unspezifischer der Form. Das heißt, erzähl mir mal einen lustigen Witz. Oder was ist los in Berlin? Oder also wenn du allgemein bist, wenn du hingegen sagst, ich möchte gerne mit meinem kleinen 5-jährigen Neffen in Berlin irgendwie im Zoo eine besondere Tier sehen und ihm gerne eine Geschichte dazu erzählen, ne? Kannst du mir, und dann ist es schon sehr spezifisch, ja, und dann wird es auch die Antwort wird immer spezifischer, ja, in diesem Moment. Und es ist halt so, dass die Autoren vor dem Problem stehen, die versuchen dann ChatGPT dazu zu bringen, dass er perfekte Szenen schreibt, ja. Bloß dann ist der Prompt zum Schluss länger als die Szene, die dabei raus. Und du sagst mal, du kannst die Szene eigentlich gleich selber schreiben, ja. Und das wird in Wirklichkeit auch so sehr häufig verwandt, das System, ChatGPT, ein verwandtes System, dass man eigentlich seine Texte vollständig erstellt. Und dann noch mal da reinwirft, ja, und sagt, kannst du das mal nachbessern oder kannst du das mal so ein bisschen wie, da haben sie alle tierische Angst vor, und sagt, schreib das mal im Stil von Hemingway oder so, dass man dann sagt, das ist um Gottes Willen, das wird dann Hemingways Urheberrecht verletzt.
Was in Wirklichkeit passiert in dem Moment ist, dass er den Stil analysiert von einem Hemingway-Text und dann kommt so ein Prompt dabei raus, der irgendwie klingt, benutze knappe Worte, Sätze, die nicht länger als, was weiß ich, 10 sowieso sind, ne? Sei sparsam mit Metaphern, aber benutze solche, die fruchtiger sind und tu die dunklen weg. Oder so ähnlich klingt der Prompt dann, ja, und der Stil ist dann entstanden, also ist analysiert worden aus diesem Stil. Und das kann man dann auf seinen eigenen Stil wieder anwenden, ja. Und würdest du dann sagen, KI ist dann also, weil Autorinnen oder auch viele SchauspielerInnen würden ja sagen, auf das Menschliche kommt es an und auf meine Sprache, wie ich sie spreche, wie ich sie schreibe, kann KI auch Sprache eben besser machen, gerade wenn man ja auch sagt, zum Beispiel schreibt mir das wie Hemingway. Also mit Dialogen fand ich, aber ich zum Beispiel neige dazu, wenn ich Texte schreibe, ja, dass die zu hölzern sind. Also Leute, mein Bruder würde mir das sagen, andere trauen sich das, aber der sagt, das ist wieder unlesbar, nicht? Also guck dir das an, ja. Und dann werfe ich meinen Text, also ich werfe den jetzt bei DeepL rein, ja. Und DeepL schmeißt eine Version raus, wo sie ungefähr 20% verändert haben. Die haben andere Wörter benutzt, Wörter, die ich nicht benutzen würde. Auch Sätze, die mir widerstreben und so weiter. Aber ich muss zugeben, der Text liest sich besser. Er ist eigentlich eingestellt worden auf den Mainstream, weil das wären alle Texte, die da drin sind, da wird so ein Mittel gebildet und dann wird dein eigener Text dem angeglichen, ne? Und dadurch ist er eigentlich besser zu lesen. Bei Dialogen funktioniert es meiner Meinung nach deswegen nicht so gut, weil das unterschiedliche Charaktere sind, ja, die andere Farbe irgendwie reinbringen. Und das schafft er noch nicht so, dass das... wenn du sagst, red mal kumpelhaft, ja, dann redet er also kumpelhaft, dass das einfach peinlich ist, ja. Also das oder eine Jugendsprache, ja, dann wendet er so eine Jugendsprache an, die auch, das wirkt peinlich im Moment, ne? Was glaubst du denn, wo so die Reise hingeht? Also gerade weil wir am Anfang ja auch gesehen haben, es gibt schon auch durchaus hier im Publikum also gewisse Ängste, dass also Kreative überflüssig gemacht werden. Teilst du diese Sorge? Jetzt speziell für die Technik? Also ich blicke jetzt eher zurück auf meine Karriere als nach vorne, ja, und dann kann ich jetzt unbefangener reden. Und ich glaube, die ganze Filmindustrie, die wir haben, wird sich so verändern, dass zum Schluss jeder seinen Film am Rechner machen kann, ja. Und für die Autoren ist es überhaupt nicht schlecht, weil die sind die Einzigen, die den Überblick da behalten. Du kannst es nicht einfach wild drauf losmachen, also bis jetzt noch nicht. Habe ich nichts Überzeugendes gesehen. Und ich glaube, die Schwierigkeit, das wird das System nicht schaffen, außer es würde gelingen, ein Unterbewusstsein. Aber ein Unterbewusstsein besteht im Grunde, das ist eine philosophische Frage, nicht? Besteht im Grunde im ständigen Zerstören von einer logischen Ordnung, ja? Um dadurch etwas freizusetzen, was die Sache vielleicht erzeugt hat. Eine, sagen wir mal, so eine Art Urkraft, ja, die ihr dann seht, wenn ihr super Comedy, Mr. Bean oder Heinz Erhardt oder was, wo wir gestern drüber geredet hatten, ne, wo du einfach vor Lachen platzt, wenn du das irgendwie siehst, wo in Wirklichkeit jemand eigentlich alles zerreißt, was giedelt, also wenn Mr. Bean auftritt. Ne? Und eine KI kann das. Also die schafft das, dass ich ihm sage, produziere mal Sätze, die völlig unsinnig sind. Und das macht er dann, ja. Also da lachst du dich auch schief, wenn du das siehst. Aber es ist, sie empfindet selber keine Lust dabei, hatte ich. Also dahin komme ich ungefähr. Deswegen weiß ich nicht, ob die KI das alleine schafft, eine überzeugende Geschichte vielleicht zufällig. Aber ich sehe natürlich, dass du die Gesichter, die Figuren, also die Bilder, auf die es ein, dass du das vollständig, also das ist sein. Genau. Da wird er wahrscheinlich in 20 Jahren noch existieren, während andere nicht mehr. Das ist meine Vermutung, nachdem ich mich mit bekannt gemacht habe mit den Möglichkeiten. Und da wollen wir jetzt auch direkt einhaken. Filme kann jeder am Rechner machen und vielleicht haben wir keine SchauspielerInnen mehr. Das ist ja schon angeklungen. Und ich komme aus einer Schauspielerfamilie. Ja. Also ich habe jetzt gesagt, das nicht, weil ich keine Schauspieler mag. Ne? Mal sehen, wie es mit Sven Bliedung von der Heide ist. Ob der Schauspieler mag oder nicht, das werden wir gleich erfahren. Auf jeden Fall arbeitet er mit Ihnen. Aber
um sie dann zu digitalisieren, könnte man sagen. Genau, unter anderem ja. Sven hat ein volumetrisches Studio. Was das genau bedeutet und was das kann, das zeigt er uns jetzt. Lass mich eben noch meinen Stift abziehen hier, weil du dich, dass wir den vergessen. Okay. Manchmal mag ich den nicht, genau. Manchmal passiert das. Weißt du, das mag sie nicht, heute schon mal, zumindest ist das Audio nicht. Test, 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 also rein. Audio. Nein? Mich mit dem Raummikro. Ah, jetzt. Ah, die Technik mag mich doch heute. Wunderbar. Vielleicht brauchen wir uns keine Sorge um KI machen, wenn noch nicht mal das Mikrofon funktioniert. Ja, das hoffe ich auch manchmal. Das hoffe ich auch. Ich gebe relativ viele Präsentationen oder Vorträge, rede auch viel mit Schauspielern und Co. Also ich bin auch Freund von Schauspielerei und alles und mag auch große Filme und Produktionen, um das klarzustellen. Was ich aber immer wieder höre, ist, dass die Leute, die in den Bereichen gezielt arbeiten, in der Regel immer sagen, also die mit KI sich beschäftigen, die anderen Branchen werden ersetzt werden, meine aber nicht so sehr, weil die ist viel zu emotional, dafür braucht man ein Bewusstsein und man muss selber viel zu viel quasi verstehen. Also wenn ich mit Leuten aus der Musikindustrie rede, sagen die mir halt, nee, man muss das spüren und so weiter, das kann die KI nicht. Schauspieler sagen, nee, das sowas wie Liebe kann die KI nicht empfinden, also wird die nie eine Romanze spielen können oder sowas. Argumentiere dann in der Regel oft gegen diese Person so ein bisschen, weil ich sag mal, sowas wie Pixar und Disney gibt es auch, wo man zum Beispiel keine echten Schauspieler hat, sondern ganze Teams, die Figuren animieren. Und das funktioniert ja auch emotional, zumindest vom Optischen. Und das andere ist halt, es gibt, glaube ich, auch sehr viele Schauspieler zum Beispiel, die keine, also nicht in der Lage sind, Empathie zu empfinden und trotzdem gute Schauspieler sind, weil sie einfach gelernt haben, wie welche Emotionen was auslösen auf der anderen Seite. Und letztendlich geht es ja darum, was kommt beim Zuschauer an? Und der muss das halt nur glauben. Und wenn ich was erzeugen kann, was die andere Seite glaubt, habe ich, glaube ich, gewonnen. Und ich denke, gerade bei großen Hollywood-Produktionen ist das eine Sache, die gerade sehr heiß diskutiert wird, weil logischerweise, ich sag mal, die großen Studios jetzt daran arbeiten, eigentlich Filme automatisch auf diese Weise komplett zu erstellen. Also wirklich von A bis Z in Realtime, dass man sich sein Netflix dann so vorstellen kann, man klickt nur noch irgendwie seine Schauspieler zusammen und dann läuft der Film los und der ist jedes Mal anders und individuell. Das ist die Reise, wo wir in den nächsten Jahren, denke ich, mal hinkommen werden. Und Marvel hat schon angekündigt, dass sie das in den nächsten 3 Jahren erreichen wollen. Und da reden wir von einer komplett automatisierten Pipeline. Und das ist, glaube ich, so die große Challenge, die wir als Normalfilmschaffende in den nächsten Jahren haben werden, wie wir uns da einflanschen, wie unsere Geschäftsmodelle sich ändern werden und wie man da eine Pipeline bauen kann, die gegen Netflix und Co. dann auch irgendwie was bewirken kann, dass man eigene Filme kreieren kann. Aber das ist, sag ich mal, so die große Gefahr, die ich sehe. Und ich meine, ich kenne die Zukunft auch nicht, aber nur um das mal abzuholen, das ist so das, was ich so sehe, wo die Reise hingeht. Und das ist etwas, wo ich sehr viele Diskussionen auch drüber habe, wie ich super, super spannend finde, weil das eigentlich unsere ganzen Geschäftsprozesse und alles komplett verändert und wir vieles überdenken müssen. Genau, ich wurde ja schon gut introduziert. Nur mal kurz ein paar Updates oder ein paar Sachen, die so passiert sind, damit wir auf der gleichen Page sind. Das war so eine der ersten Influencerinnen, die wir hier sehen. Michaela, die quasi groß wurde, hat jetzt über 7 Millionen Follower. Die ist noch so ein älteres Modell von, ich sag mal, basierten 3D-Modellen. Da ist ein Team von über 10 Leuten dran, die sie machen. Die macht inzwischen regelmäßig Werbespots. Und das ist halt so eine Sache, das ist halt noch so ein 3D-Modell, was animiert werden muss. Das heißt, das ist alles ein bisschen aufwendiger. Heutzutage ist es einfacher. Das sind alles komplett KI-generierte Schauspieler, die wir hier sehen. Das heißt, keine von diesen Personen existiert. Und allein, wenn man sich so Ideen für Make-up, kreative Sachen, Outfits, Environments, kann man halt super schnell auch kreative Sachen finden. Aber man sieht halt auch, die Reise geht halt dahin, dass es ziemlich einfach, schnell ist, neuen Content zu generieren. Und das kann inzwischen jeder auch zu Hause auf dem Rechner machen. Oder man nimmt halt Webseiten, die sowas machen. Und das geht nicht nur mit einzelnen Figuren. Also wir haben vor kurzem gerade bei uns im Studio eine Schauspielerin gescannt gehabt. Und die hat mir halt erzählt, dass sie mit ihrem Mann alleine über 80 Social-Media-Profile pflegt, die alle komplett KI-generiert sind. Das heißt, wir haben jetzt schon nicht mehr den Fall, dass irgendwie 10 Leute eine Person machen, sondern eine Person kann über 80 Profile machen, weil das skaliert natürlich komplett. Und das heißt, jetzt nur in den nächsten, also wir sehen das jetzt langsam, im Social-Media wird es jetzt immer mehr Konkurrenz geben durch solche KI-Profile, die auch wirklich aktiv am Markt teilhaben, als Influencer auftreten, Werbedeals machen und so weiter. Und in Japan kam jetzt vor kurzem gerade der erste Werbespot raus, der komplett KI generiert wurde. Das ist der hier. Das heißt, die Frau ist nicht echt. Alles daran ist fake.
komplett KI generiert, also kein 3D-Modell oder irgendwas dahinter. Und da sieht man schon, das ist jetzt halt dieses Jahr schon möglich, das ist so der Schritt. Wenn man das halt so 2 Jahre, 3 Jahre in die Zukunft sich vorstellt und wie das Ganze funktionieren wird, dann wird es da jetzt natürlich einen riesen Schwung an Entwicklung noch geben, weil wenn man mal guckt, wo diese Bildgen-Modelle noch vor einem Jahr waren, wie das aussah von den Figuren und jetzt ist es halt ein riesen Schritt geworden in Bewegung. Also wenn man sich das in die Zukunft vorstellt, ist es irgendwie logisch, wo wir da irgendwie hinkommen werden. Genau, also mit Schauspielern rede ich oft dann über Vergütung, Technologie, was für Möglichkeiten es gibt. Also es gibt auch viele Chancen. Eine große Sache, die auch immer bei Kinoproduktion mit reinfließt, ist so Green Production. Das ist so mein Bild dafür. Also das ist nicht Green Production, das ist Green Screen. Aber genau, mein Nachredner geht da noch ein bisschen mehr auf Virtual Production ein mit LED-Screens. Das ist halt ein super geiles Verfahren eigentlich letztendlich, weil man damit nicht mehr rumreisen muss mit dem ganzen Team. Genau, werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr hören. Man spart damit massiv CO2, aber ein großer Punkt dabei ist halt auch, und Geld natürlich auch, dass halt auch die Kosten für digitale Schauspieler günstiger sind. Also die eine Problematik, die man hat, ich muss halt Schauspieler digital haben, damit die in so eine Wand überhaupt reinpassen. Und ich kann halt nicht mehr so normale Kameraaufnahmen machen. Das heißt, sie müssen 3D sein. Und wenn man das mal vergleicht, so 150 Statisten in so einer Szene, in so einer Virtual Production Wand mit Lizenzierung, da ist man so bei einem Dreh pro Woche mit 20.000, während man am echten Drehset bei mindestens 200.000 wäre, mit echten Schauspielern und Catering und allem drum und dran. Das heißt also, auch da sind die Kosten viel günstiger. Klingt jetzt vielleicht so ein bisschen abstrakt, aber es gibt tatsächlich schon einen Katalog mit digitalen Schauspielern. Den haben wir vor 2 Jahren gestartet. Das heißt, man kann da online auf eine Webseite gehen. Wenn man dann seine 3D-Szene hat, kann ich die Person quasi runterladen, in mein Shopping-Cart reinpacken. Da sind so verschiedene Bewegungsmuster. Ich kann das, glaube ich, auch hier auf dem iPad, sieht man das mal, da kann man so durchscrollen. Da hat man dann lauter so verschiedene Bewegungen, die man auswählen kann. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier auf dem iPad Internet habe, aber man sieht auch die Bewegung von der Person. Sieht man jetzt gerade, genau, Black Friday ist gerade wieder vorbei, vor kurzem war noch Rabatt drin. Und dann kann man sich halt im 3D-Programm halt die Figuren halt hinstellen oder halt auch in so einer Virtual-Production-Szene, drückt dann letztendlich auf Rendern und dann ist halt die Szene bevölkert und ich brauche halt diese Figuren nur einmal kaufen und habe das dann quasi im Kasten und kann das für meine Produktion immer wieder verwenden, genauso wie die Sets, die ich auch 3D gescannt habe. Das ist sogar so effizient, ich kann jetzt auf dem iPad zum Beispiel auch hier raufdrücken und kann sagen, hier, ich möchte jetzt eine digitale Person platzieren. Das heißt, jetzt haben wir eine Tänzerin und das ist halt nicht nur ein 2D-Video, ich kann halt die Person wirklich auch komplett drehen. Ne? Also ich kann jetzt auch sagen, hier, ich möchte noch irgendwie einen Co-Produzenten, Klärbär hier auf der Bühne haben, so, jetzt haben wir noch eine Person, die hier steht und ein bisschen was erzählen könnte. Oder wenn mir langweilig ist und das Publikum reagiert nicht, dann kann ich mir noch so ein paar Leute hinzupacken. So ein bisschen jemand, der irgendwie klatscht und das toll findet, was ich hier so mache. Aber ich kann im Grunde, und das ist halt das Coole, also ich kann wirklich alle möglichen Formen, das war so ein Influencer, den wir aufgenommen haben, aber das Besondere ist halt, die Person, die ich hier einscanne, ist halt komplett 3D. Ich kann komplett um die Person herumgehen. Und wir kennen ja alle diese Computerspielgrafik, die so nicht so geil aussieht, sag ich mal. Das läuft sogar auf dem iPad. Das heißt, das ist jetzt wirklich die digitale Form, Schauspieler zu scannen. Ich kann wirklich hier dicht rangehen, sehen die ganzen Tattoos und so und hab ihn jetzt vor der Bühne stehen, kann ihn halt überall im Raum platzieren. Genau, das ist etwas, das gibt's halt jetzt schon. Ne? Also das funktioniert schon, kann man online alles machen. Wie sieht das Ganze aus? Also hier haben wir mal ein Beispiel. So sieht unser Studio aus. Das ist wie so ein weißer Raum mit lauter Kameras von allen Seiten. Das ist jetzt hier Alan Holland, die wir gescannt hatten für Matrix Resurrections. Und wenn man rausgeht, draußen ist so eine Regie-Ecke, wo man dann mit dem Schauspieler ganz normal reden kann, was er machen soll. Also man kann sich das wie so einen normalen Filmdreh vorstellen. Nur, dass halt die Person von allen Seiten in Bewegung dreidimensional gescannt wird. Und das ist schon das 3D-Modell, was wir jetzt hier sehen von ihr. Das heißt, so sieht sie dann aus in 3D. Man kann dann rumfahren um sie, hat alle Bewegungen, kann sie in alle Welten reinsetzen. Hier ist noch ein weiteres Beispiel. Das ist der Weltmeister im BMX, den wir aufgenommen haben bei uns. Das heißt, der kann dann seine ganzen Tricks machen und haben dann ihn danach quasi auf iPad und überall quasi jederzeit verfügbar. Also das sind so die Einsatzgebiete. Haben auch so ein mobiles System gebaut. Wir sind dabei sogar, das jetzt mit der Charité einzusetzen. Das für eine OP komplett, also eine echte OP jetzt scannen, eine Nierentransplantation und dann kann man danach eine VR-Brille aufsetzen, ist dann in der OP drin und kann das Ganze lernen. Auf der anderen Seite können wir dann auch Roboter trainieren, OPs in Zukunft besser automatisch durchzuführen mit den Cuts und so, weil die dann die Tracking-Daten der Finger haben. Genau, ich jump hier mal so ein bisschen durch. Bei Matrix haben wir noch eine ganze Reihe andere Sachen gemacht. Zum Beispiel komplettes, so ein Scan-Studio unter Wasser gebaut, also über 40 Unterwassergehäuse innerhalb von 2,5 Monaten gefertigt. Da haben wir eine ganze Werkstatt für aufgebaut. Sah dann so aus. Und das Krasse ist eigentlich, der ganze Film sollte eigentlich, also diese ganzen Bullet-Time-Effekte sollten alle unter Wasser spielen. Das war eigentlich so die Idee dahinter. Und dann kam leider, das war 2019 noch gewesen, 2020 Corona halt durch die Tür. Und dann wurden alle Unterwassersets komplett gecancelt, weil quasi die Vorbereitung, man wusste eigentlich nicht, was am nächsten Tag passiert, am Drehtag. Weil jedes Mal war jemand krank, dann war wieder was anderes. Und dann wurde gesagt, alles, was ein paar Tage Vorbereitung braucht, fliegt weg. Wir müssen alles so runterkürzen, dass es schneller geht.
Und dann haben wir halt über 20 andere Kamerasysteme gebaut, die dafür geführt haben, dass wir eigentlich das Set mit Schauspielern komplett 3D scannen in Bewegung, sodass die Produktion danach dann die Winkel und so von der Kamera noch ändern können. Genau, also noch ein Beispiel so zum Thema Deepfakes. Also das ist von Sky eine Serie, die wir jetzt mitgemacht hatten. Das war Live-Deepfake im Fernsehen. Das heißt, da hat Didi Hallervorden sein jüngeres Ich getroffen. Da sieht man mich jetzt im Studio sitzen. Ich sitze links, rechts sieht man das Deepfake quasi live raufgesetzt. Also war auch ein Live-Publikum gewesen. Und genau, Audio geht jetzt nicht. Genau, also Mittermeier war Moderator, aber hier kann man es mal kurz sehen. Der alte Didi Hallervorden, das ist halt der echte. Und der Jüngere war im Grunde ein Double, was dann im Publikum gesessen hat oder auf der Bühne und wurde dann, genau, das ist im Grunde live mit dem Deepfake dann raufgerechnet. Und die haben sich dann halt ausgetauscht, also kann man auf Sky aktuell gerade gucken. War, soweit ich weiß, die erste so TV-Live-Sendung mit Deepfake-Integration und das Publikum hat das dann live über diese LED-Wand hinter Herrn Hallervorden gesehen. Genau, also sowas geht inzwischen auch. Hier sehen wir volumetrische Deepfakes, das heißt, das ist jetzt ein komplettes 3D-Deepfake auf einem Mesh. Hat, soweit ich weiß, noch keiner so wirklich vorher gemacht. Das heißt also auch, wenn man VR-Brillen und sowas benötigt, dann kann man das jetzt auch schon deepfaken. Das ist eine Szene für Matrix, die haben auch gemacht, die ist komplett KI gerendert. Das heißt, hier ist quasi, was ich vorhin erwähnt habe, Raum und Figuren, alles komplett 3D gescannt, haben dann aber der KI das nur zum Futtern gegeben und die Kamerabewegung und alles dann durch die KI zeichnen lassen. Das heißt also, das ist keine echte Szene in der Form. Und das war 2020. Damals haben da 150 Computer dran gearbeitet, nur an dieser Szene, um die zu lernen. Und für 3 Monate haben die gebraucht, um das einzutrainieren. Also es ist schon massiv, das ist inzwischen viel schneller geworden. Genau, aber ein paar Sachen noch, die man sich überlegen sollte bei all diesen Gefahren und so weiter, die man sich vielleicht vorstellt. Ist halt, es gibt total viele neue Einnahmemöglichkeiten. Also als Schauspieler alleine, wenn man sich das mal vorstellt, man kann eigentlich auf viel mehr fremden Bühnen spielen. Also ich meine, viele Schauspieler mögen das vielleicht noch nicht von der Idee her, aber in den asiatischen Markt reinzukommen ist super schwierig, oft mit einem Gesicht, was nicht asiatisch ist. Das heißt, man kann eine Performance machen, kann sein Gesicht auf den Markt adaptieren lassen durch KI, kann dort quasi spielen und ist dann sozusagen in den Markt besser integrierbar. Auch bei Matrix hatten wir sehr viele Reshootings dann, wo dann nochmal irgendwie Asiaten und so dazugeholt werden mussten, damit die Szenen dann quasi für andere Märkte adaptiert werden können. Also solche Sachen. Sprachen, das sehe ich jetzt teilweise schon bei YouTubern, die nicht so gut Englisch sprechen können, dass sie sozusagen das einmal mit einer KI nochmal rüberjagen und dann ist das Englisch halt sauber, dass sie quasi nicht mehr diese Akzente drin haben. Also auch solche Sachen bieten total für Möglichkeiten. Und ich glaube halt, das wird sich alles ein bisschen shiften. Also als Schauspieler oder als Content Creator wird man wahrscheinlich eher daran arbeiten, solche Modelle so zu trainieren, dass sie halt, ich sag mal, einen Mehrwert gegenüber anderen Modellen bieten. Und diese Form von trainierten Daten kann man auch dann lizenzieren. Das, was viele halt nicht sehen, ist halt die Arbeit, die hinter ChatGPT und so steckt, das ganze Training von diesen Daten. Und da braucht man auch sehr, sehr viel Human Power. Und das ist aber etwas, wo man auch viel Fachwissen braucht. Also wenn ich jetzt vorstelle, ich habe jetzt wirklich Leute, die fähig sind, richtig gute Drehbücher zu schreiben, die dann sowas nochmal an Input geben, wie man sowas richtig schreibt, in Form von eines eigenen Modells, was man dann lizenzieren kann, nur speziell für Drehbücher, dann glaube ich schon, dass man was Besseres noch erzeugen kann, als das, was bei ChatGPT rauskommt, weil dieses Wissen gibt es dort halt alles nicht. Und das sind so, kann man sich so vorstellen, das sind so, gibt es sehr viele verschiedene Modelle, die jetzt kommen. Genau, auch Videogames ist ein Riesenmarkt, der noch wächst, also für alle, die im Filmbereich sind, gibt es jetzt mit den Scan-Möglichkeiten halt auch die Möglichkeit, in andere Märkte reinzugehen, die ein bisschen größer sind. Früher war es bei Videogames, um das noch kurz zu zeigen, sahen die halt auch immer echt schlecht aus, die Figuren. Hier sind mal so ein paar bekannte Schauspieler, die gescannt wurden. Also sind im besten Fall eher so Karikaturen. Und das ist jetzt halt nicht mehr so. Also das ist jetzt aus einem Computerspiel, also eine Game Engine Unreal reingebaut. Also mit unseren gescannten Figuren sieht das alles komplett jetzt echt aus. Ich scroll mal kurz durch. Genau, so Augmented Reality mit Bands. Also ihr Bosshaus zum Beispiel, die haben wir eingescannt. Dann kann man die mit dem iPad halt überall hinstellen. Und dann konnten die Leute mit der Band halt tanzen und Videos machen und auf Social Media teilen, ohne dass die Band da ist. Sowas geht natürlich auch alles. Also gerade so Bereich, ich sag mal Marketing, da haben auch viele Schauspieler, glaube ich, nicht so Bock drauf, vor der Kamera stehen zu müssen. Die würden da lieber irgendwie ihr Double hinschicken. Genau, also Einsatzmöglichkeiten und zwei lustige Cases finde ich noch, die ich noch gerne teilen möchte. Also Meta zahlt gerade Schauspielern 5 Millionen für so eine 1,5-stündige Session, dass sie gescannt werden als digitaler Avatar. Das ist so, haben sie jetzt mit Mr. Beast und Snoop Dogg, die haben sich jetzt quasi scannen lassen, damit die so als Chat-Agenten dann individuell auftreten können. Und bei Snoop Dogg, der hat zum Beispiel ein Haus im Metaverse in einer der Plattformen und seine Nachbarn haben jetzt auch schon über 1 Million ausgegeben, damit die neben ihm wohnen. Im Grunde, also die haben so die Grundstücke gekauft. Also es gibt auch sehr, sehr viele, sehr, sehr teilweise weird klingende Geschäftsmodelle, die gerade sich anbahnen, die aber ja trotzdem spannend sind, weil es gibt halt immer wieder neue Geschäfts- und Einnahmemöglichkeiten, die auch mit diesen Technologien entstehen. Darauf wollte ich nur hinaus, genau. Ich bin da ein bisschen durchgerusht, aber ich hoffe, man konnte mich einigermaßen verstehen. Vielen Dank, soweit erstmal. Vielen Dank, Sven. Es ist natürlich super beeindruckend, diese Beispiele zu sehen. Wie viele
dieser Art Studios, wie du jetzt eins hast, so ein volumetrisches Studio, mit denen unter anderem solche Dinge möglich sind, gibt es denn überhaupt auf der Welt? Also wie viel kann man damit wirklich jetzt schon produzieren? Ja, also für Kinofilme sind wir die Einzigen, die sowas machen. Es gibt halt ein paar solche Studios, die für so Gaming oder für so VR-Brillen, die halt nicht so eine Auflösung haben, ausgelegt sind. Die arbeiten aber so ungefähr mit einem Zehntel unserer Auflösung. Also das heißt, das ist nochmal ein Unterschied. Und das kann man sich wie bei Fotos vorstellen. An diese Figuren kann man halt nicht wirklich nah rantreten. Das heißt, sie haben also die Augen und so weiter, das fehlt halt an Details. Also wir sind die Einzigen, die in diesem Filmbereich wirklich damit arbeiten. Also deswegen ist es noch eine sehr, sehr neue Technologie und viele kennen und wissen das auch noch nicht. Und wir haben auch sehr viel, ich sag mal, Gegenwind von vielen klassischen VFX-Häusern, die, ich sag mal, so klassische Animationen von Personen machen. Weil da sind ja in der Regel wirklich hunderte von Leuten normalerweise involviert, die so einen Harrison Ford versuchen, jung zu machen, in den da so ein 3D-Modell reingetrackt wird und dann darüber gepaintet und so. Und man kann sich ja so vorstellen, wenn man so einen Menschen mal versucht, in 3D zu machen per Hand, ein Stillleben so, es geht vielleicht noch zu zeichnen, aber wenn sich so eine Person bewegt, passiert so viel im Gesicht, also so Oberlippenspannung und Blutströme unter der Haut und so. Also wenn man als Artist sowas mal versucht hat oder auch mit Artists redet, die sitzen davor, sehen, dass irgendwas gefühlt nicht stimmt, aber man weiß gar nicht mehr, was man noch ändern muss. Und das ist halt die Schwierigkeit. Und da hat halt KI, sag ich mal, enorm geholfen, diesen Schritt zu überspringen, dass man, weil der, also die KI gibt es halt so wieder, wie es halt trainiert wurde und die nimmt halt diese Sachen alle mit und diese Funktion. Deswegen sind Deepfakes auch so gut oder halt auch oft so glaubhaft, weil es einfach wirklich, ich sag mal, diese Mikroexpression alle mit übernimmt beim Training. Also wenn das Training korrekt gemacht wurde, genau, das kommt auch noch dazu. Also man kann sich auch vorstellen, wenn man Deepfakes falsch trainiert, sag ich mal, also irgendwelche Daten fehlen, zum Beispiel von der rechten Seite des Gesichtes oder sowas, und dann dreht sich der Kopf rüber, dann wandert auf einmal die Nase weg oder das Gesicht verformt sich, also da passieren wirklich komische Sachen. Wir haben halt aus dieser Erfahrung heraus mit Warner auch so ein spezielles Kamerasystem gebaut, wo wir halt speziell für Deepfakes Schauspieler scannen und das ist dann so hochauflösend mit verschiedenen Lichteinflüssen, wo wir sagen können, danach hat man dann die Garantie, dass dieser Schauspieler als Deepfake wirklich für alle Szenarien einsetzbar ist. Wenn man das nur mit Internetdaten macht, dann klappt es von vorne und so ganz gut oft, aber halt wirklich so extreme Lichtsituationen oder so zerbricht das dann, weil diese Trainingsdaten oft fehlen. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, also wenn ihr da die SchauspielerInnen bei euch im Studio habt, dann müssen die schon die Bewegung alle machen, die dann auch später in dem Film beispielsweise zu sehen sein sollen. Also die Matrix-Schauspielerin, die dann hochspringt und so weiter. Genau, ja. Also die KI kann noch nicht aus dem gestandenen Menschen, also den selber sozusagen in Bewegung versetzen. Genau, also man muss halt sagen, der Range, was eine KI kann, ist halt immer, also ist am Anfang extrem minimal fokussiert gewesen und es wird halt immer weiter. Das sieht man eigentlich bei allen KI-Systemen, auch bei ChatGPT. Also am Anfang konnte man nur kleine Texte reingeben und wenn die länger waren, dann quasi hat es nicht mehr verstanden, was am Anfang und Ende stand. Und es wird eigentlich alle paar Monate vergrößert sich auch der Block, den man reingeben kann. Also auch bei Drehbüchern ist halt die Schwierigkeit, gibt es auch so Tests, wenn da was reingepostet wird zum Ändern. Der Anfang wird meistens genommen, das Ende und in der Mitte wird überflogen und dann fehlen auf einmal lauter Sachen, die man geschrieben hat. Kennen wir. Und das ist ein bisschen wie teilweise Menschen, die ironischerweise auch arbeiten. So den Anfang lesen, das Ende und die Mitte fliegt raus. Aber das ist aber hat nur mit der Rechenpower zu tun. Ja, also nicht, weil die das nicht könnte, sondern weil die einfach nicht genug zur Verfügung stellen an Rechenpower. Ja. Und das ist bei Deepfakes halt ähnlich. Deswegen, also Deepfakes sind halt jetzt noch sehr fokussiert nur aufs Gesicht. Dann gibt es immer mehr, was schon Köpfe und Haare macht. Das ist dann aber auch in der Auflösung wieder in der Regel geringer. Und halt Oberkörper ist jetzt so die nächste Stufe und das geht halt immer weiter rüber im Grunde. Aber wir drehen in unserem normalen Studio so klassisch wie mit Motion Capture bei Games auch. Das heißt, wir nehmen alle Sequenzen auf, die wir brauchen könnten. Dann haben wir die alle im Kasten. Und dann je nachdem, was der Nutzer macht, gibt es dann den Strang oder den Strang an Bewegung, der dann abläuft. Aber das ist eine voraufgenommene Sequenz noch. Genau. Also was siehst du denn so für Einsatzgebiete in der Zukunft von so einer Technologie? Also was wäre jetzt so dein Zukunftsszenario? Weil natürlich denken alle, glaube ich, jetzt darüber nach, ja, irgendwann werden ganze Filme nur noch irgendwie mit digitalen Schauspielern gemacht und so weiter. Aber was ist für dich so das Zukunftsszenario, sagen wir mal in 10 Jahren, wie das dann so aussieht? Was wäre mit so einer Technologie möglich? Also ich glaube halt, vieles wird sich auch nach so VR-Brillen und sowas verlagern. Also man sieht das bei Gaming. Also Gaming wächst halt immer weiter und wird immer größer und es wird immer mehr interaktiver Content konsumiert auch, während Film ja eigentlich stagniert. Und ich glaube, das ist so ein Trend, den sehe ich halt immer mehr und da kann man halt mit normalen klassischen 2D-Kameras nichts anfangen. Also da kann man nicht mit drehen. Wir haben zum Beispiel jetzt ein Projekt, wo wir über 20 Holocaust-Überlebende aufgenommen haben, einfach um diese Geschichten zu haben für später, weil die wird man nachher in so einem Medium nicht mehr haben. Und auch wenn man sich jetzt anguckt, das 2D-Medium verliert an Glaubhaftigkeit halt rasant.
Während ich, wenn ich mit so einer VR-Brille mich bewege und eine Person steht vor mir, guckt mir in die Augen, habe ich noch viel mehr das Gefühl, das wäre authentisch und ich sehe halt die Person in die Augen. Das merke ich halt selber. Also wenn ich zum Beispiel mit einer Holocaust-Überlebenden oder Überlebenden spreche, dann kriegt man echt Gänsehaut und ich merke bei mir selber intern, wie mein Gehirn sagt, das kann nicht stimmen, was die Person sagt, weil die Geschichten so krass sind. Und man will das nicht glauben. Wenn man das auf 2D sieht, auf einem Fernseher, nur diese gesprochene Sache, ist die Distanz so groß, dass man es viel eher anzweifelt und nicht glaubt, was gesagt wird, wenn man alleine selber, sag ich mal, schon so eine Abneigung hat, sowas glauben zu wollen. Wenn ich aber, ich sag mal, eine VR-Brille aufhat, ist es wiederum viel mehr verbunden, weil ich halt drinne bin in der Szene. Und ich glaube, dieses Medium, das ist noch komplett am Anfang, das entwickelt sich jetzt auch langsam, aber da gibt es auch noch so viele Arten der Geschichtenerzählung, die noch gefunden werden müssen. Also es ist ein super spannendes Gebiet gerade, was kommt. Und ich merke für mich selber, je mehr ich VR nutze, ich nutze wirklich viel VR, muss ich auch gestehen, umso langweiliger werden leider 2D-Inhalte für mich. Und ich bin... Also ich mag eigentlich zum Beispiel diese Horror-Genres zum Beispiel persönlich sehr gerne. Und ich habe den Fehler gemacht und gleich am Anfang mir alle VR-Horror-Sachen angeguckt. Und ich kann seitdem eigentlich keine Horrorfilme mehr gucken, weil ich schlafe ein. Also das ist wirklich so langweilig. Und das ist halt, man merkt halt, wie dieses Medium das komplett verdrängen kann. Und das ist so das, wo man vorsichtig sein muss, dass man sich seine Technologiesprünge nicht zu schnell macht, weil es noch kaum, also für VR gibt es noch nicht so viel Content, dass man so viel gucken könnte, wie es im Fernsehen gibt. Genau. Und was meinst du? Wie wäre das so? In Zukunft könnte man sich vielleicht auch, wenn man beispielsweise dann bei Netflix im Katalog drin ist, sich den Schauspieler selbst auswählen für den Film, den man dann gucken möchte und man sucht vielleicht sogar noch den Plot selber auf und kann den ein bisschen twisten und so. Ja. Siehst du das? Also ich glaube, da wird es so mehr Universen geben. Also man wählt dann das Marvel-Universum oder Star Wars. Also es gibt so verschiedene große IPs, die dann auch lizenzierbar sind und dann habe ich meine Schauspieler und dann vielleicht auch noch so tagesaktuelle Sachen, die da mit reingeflochten werden direkt. Also vielleicht auch Freunde, die da drin auftauchen. Also man ist ja da komplett frei, was die Erzählung betrifft und dann wird das halt on the fly entstehen. Also es wird glaube ich total spannend werden, wenn wir dieses Level erreicht haben. Und wie gesagt, Marvel versucht jetzt so in den nächsten 3 Jahren den ersten Film auf diese Weise zu produzieren. Und das Krasse ist halt, es skaliert halt mega. Und man muss sich halt auch überlegen, gerade große Hollywood-Produktionen sind ja am einfachsten durch KI ersetzbar, weil die ja noch am generischen sind. Also ich glaube, Arthouse und diese ganzen Formate, die wird es immer geben. Also das wird auch immer, so menschengemachte Filme wird es auch immer geben. Aber es wird halt, ich sag mal, die große breite Masse wird die, glaube ich, nicht gucken. Also das wird, glaube ich, wenn man sich anguckt, wie viele Filme Menschen jedes Jahr produzieren, wie viele davon die große Masse nachher nur guckt. Es ist ja auch nur ganz, das heißt, der Ausschuss ist ja auch schon enorm eigentlich, was da passiert. Ich würde da sogar noch, also was Arthouse angeht, sehe ich eher eine Chance für KI, weil ich, also im Moment zum Beispiel bin ich total vertieft in Ulysses von James Joyce, ja. Das ist ein wahnsinnig komplexer und reichhaltiger Roman, ja, der ein ganzes Universum eigentlich in einem Tag abbildet und auch in YouTube eine unglaubliche Community, also da schafft zu jedem Kapitel und so weiter, wird Stellung genommen und man wird eingewiesen, ja. Und es ist mehrfach versucht worden, das zu verfilmen. Das sieht aber nicht gut aus, ja. Es ist aber total vorstellbar, dass man sich über KI der Sache nähert und zwar erst im Graphic Novel Format. Ja, also dass man quasi storyboardmäßig daran kommt, ja, und dann vielleicht doch auch die Figuren findet so, dass das stimmt. Also es ist nicht einfach, den Steven wirklich genau zu treffen, ja. Wahrscheinlich würde das Casting auch nicht funktionieren mit wirklich, aber man könnte da hinkommen, dass das klappt. Und das wäre ein mega Arthouse-Produkt, ja, was normalerweise gar nicht zu finanzieren wäre, wenn man das mit realen Sachen machen würde. Aber in dieser Nische, die groß genug ist, ich sage voraus, sobald die Möglichkeiten vorhanden sind, das zu machen, werden auch alle möglichen Fans anfangen, das umzusetzen, ja. Und da wiederhole ich, wahrscheinlich zuerst einfach als Graphic Novel. Also man kann es ja sehr abstrakt auch vorgehen, ne? Da hat es wunderbare Zeichentrickfilme von hoch arthausige Themen gegeben, ja. Und das ist der Weg da. Schließt sich ganz gut bitte. Auch gleich an Kai Steinmetz an, den wir ja auch noch in unsere Runde reinholen wollen. Ich würde aber gerne, bevor wir dazu kommen, noch einmal unser liebes Publikum zu Rate ziehen. Und zwar nach all dem, was wir jetzt gehört haben und in die Zukunft geblickt haben, was also alles möglich sein könnte, würde ich gerne wissen, ist es Ihnen denn wichtig, einen Film mit echten Menschen zu sehen oder darf es auch wirklich nur ein digitaler Avatar sein? Ich bin gespannt. Mir egal, Hauptsache der Film ist gut.
Es ist in Ordnung, wenn ein verstorbener Schauspieler zum Leben erweckt wird. Ne? Will die SchauspielerInnen meines Films also über einen digitalen Avatar so selbst auswählen? Kann. Oder, nee, am liebsten doch nur echte SchauspielerInnen. Bin gespannt. Ja. Es wird noch getippelt. Kai, wir fangen einfach schon mal an mit dir. Ja. Es wurde schon ein paar Mal angesprochen. Ich habe es ganz am Anfang gesagt, Sven hat es nochmal gesagt, ihr habt in einem Virtual Production Studio gedreht und wir haben auch schon so ein bisschen was davon gesehen. Vielleicht magst du mal kurz erklären, was genau das eigentlich ist. Denn das ist, muss man auch vielleicht dazu sagen, ist jetzt nicht der Standard in der Filmproduktion, zumindest im Moment. Das ist richtig. Das ist nicht der Standard in der Filmproduktion, ist jetzt aber auch nicht das typische KI-Thema. Ja? Für uns war das aber damals spannend zu sagen, ey, wir wollen was Neues machen. Ihr müsst euch vorstellen, es war Corona, ja, alles war irgendwie flachgelegen. Und wir haben dann die Idee zu diesem Virtual Production Dreh gehabt, aufgrund eigentlich der Konstellation in Hamburg, dass alle Eventdienstleister ihre ganzen LED-Leinwände ja nimmer benutzen konnten. Und dann hat Cinegate die in ein Studio gebaut und wir haben gesagt, ey, wir machen euch da jetzt einen Spielfilm. Und haben dazu sozusagen einen Case draus gemacht. Sonst hätten wir uns das auch damals gar nicht leisten können, ja. Und die Idee dahinter war quasi, oder die Idee hinter Virtual Production ist, um es ganz einfach runterzubrechen, du hast kein Greenscreen mehr, sondern eine große LED-Leinwand. Bei uns waren es damals 90 Quadratmeter. Jetzt waren wir in der Hyperbowl in München. Die haben, glaube ich, 540 Quadratmeter. Also es war so ein bisschen größer. Und den großen Vorteil hatten wir, dass wir halt in der Kamera quasi schon das finale Bild hatten. Und auch der Schauspieler, die Schauspielerin, steht in einem quasi echten Set. Ja? Also du hast den Hintergrund auf der Leinwand und das Bild vorne hat bei uns zumindest, es gibt auch andere Techniken, gerade ganz normal das Szenenbild gebaut. Ja, da war dann eigentlich nur die Herausforderung, Vordergrund und Hintergrund zu matchen. Und ansonsten hat es nur Vorteile gehabt. Wir haben beispielsweise Szenen in der Wüste und auf dem Mond drin. Ja, es wäre sonst in Hamburg natürlich schwierig gewesen, das braucht man nicht erklären. Aber ein einfacheres Beispiel, was vielleicht nachvollziehbarer ist, wo man dann ein bisschen mehr versteht, warum das ganz besonders praktisch war für uns, wenn wir jetzt eine Szene an einer Schlucht gehabt im Sonnenuntergang. Ja, wenn du jetzt normalerweise im Sonnenuntergang drehen willst, dann musst du dich ja auf die Lichtverhältnisse des gerade bestehenden Wetters halt verlassen können. Und Zeitdruck hat man auch. Und hast den Zeitdruck, genau. Wie lange hast du genau dieses Licht, was du jetzt haben willst, was der Kameramann und der Regisseur bevorzugen, wie lange hast du das, ja? Vielleicht nur 5 Minuten, vielleicht nur 1 Minute, weil sich irgendeine Wolke davor schiebt, ja? Wir konnten den ganzen Tag im Sonnenuntergang drehen. Ja, und das war natürlich, das ist eine der praktischen Seiten. Gleichzeitig, Sven und ich hatten es vorhin auch schon drüber, ist es natürlich, wir sprechen alle über Green Production. Natürlich kostet so eine Leinwand Strom, ja, aber die LED-Technik ist ja auch wahnsinnig weit, ja. Das heißt, es wäre vor 20 Jahren auch noch ein ganz anderer Faktor gewesen. Jetzt ist es natürlich ein Riesending zu sagen, okay, wir fliegen nicht mit einem 50, 80, 100-köpfigen Team irgendwo in die Wüste oder auf den Mond, genau. Auf den Mond wäre es sauteuer, ja, genau. Sondern wir drehen einfach in Hamburg im Studio, ja, und das hat uns wahnsinnig viele Vorteile verschafft. Ich glaube auch, dass es kommen wird, dass es deutlich mehr noch kommen wird, auch im Spielfilmbereich. Im Moment wird es viel in der Werbung genutzt, so wie ich das mitbekomme. Aber ich glaube, dass es sehr, sehr, sehr stark kommen wird, weil es einfach nur Vorteile hat. Auch Szenenwechsel, ja. Szenenwechsel ist halt Bildwechsel auf der Leinwand im besten Falle. Ihr nutzt KI, um mal, also nochmal dezidierter auf KI zurückzukommen, in zwei Sparten. Das ist die Stoffentwicklung, die haben wir auch schon so ein bisschen angesprochen, und auch zur Produktion. Lass uns doch mal mit der Stoffentwicklung anfangen. Was genau benutzt ihr da und wofür? Klassisch auch ChatGPT. Natürlich, alle sprechen in der Filmbranche von IPs, ja. Sucht euch große IPs und macht daraus einen Film, weil es geht ja für einen Originalstoff keiner mehr ins Kino. So, also jetzt böse gesagt, ja. Das bedeutet, du kannst natürlich gucken, welche großen Geschichten gibt es, die man verfilmen könnte, und kannst dann ChatGPT erstmal sagen, mach mir aus der Geschichte XY zu dieser EP, formulier mir in 2000 Zeichen eine Thriller-Idee oder auf einer Seite ein Drama-Plot für diesen Stoff oder wandle meine Figur X in Y um und stell die in dieses Setting. Und das taugt, also hat für uns noch nie auch nur annähernd getaugt, dass das am Ende
wirklich brauchbar ist. Aber was wahnsinnig gut funktioniert für mich ist, du hast dann eine Diskussionsgrundlage. Das heißt, du hast schon eine geschriebene Seite, wo du dann beliebig rausstreichen kannst oder verwenden kannst, was du willst. Und du stehst nicht vor diesem Problem. Ja, okay, ich habe jetzt die leere weiße Seite. Wie fange ich eigentlich an? Und dafür funktioniert ChatGPT wahnsinnig gut. Dann ist es so, wir müssen ja auch alle Projekte, die wir irgendwie entwerfen, auch immer pitchen, ja, vorstellen oder Ideen, die man im Kopf hat, übersetzen an jemand anderes. Jetzt mein Geschäftspartner Pascal und ich, wir sind sehr unterschiedlich in unseren Geschmäckern. Ja? Bis ich ihm jetzt meine Ideen übersetze, dass er das gleiche Bild im Kopf hat wie ich, ist es oft schwierig gewesen. Auch mit dem Designer, der ein Storyboard anfertigen soll. Das bin ich ja in der Regel nicht selber, sondern das macht jemand für uns. So, dass der versteht, was ich im Kopf habe, ist oft ein sehr langer Weg. Ja, beispielsweise mit Midjourney generiere ich Bilder, die ich dem an die Hand gebe und sage, guck mal, hier habe ich schon eine gewisse Lichtstimmung, die gefällt mir. Ja, also Midjourney ist ein Tool, da gibt man mit per Text ein, sozusagen, was man haben möchte und das wirft ein Bild. Genau, Midjourney ist quasi einfach ein Text-to-Image-Programm, wo du halt auch über einen geschriebenen Prompt Bilder generieren kannst. Und das war tatsächlich, ja, irgendjemand hat es vorhin gesagt, ich glaube, war auch Sven, da war die Entwicklung jetzt im letzten Jahr Wahnsinn. Also vor einem Jahr haben wir einfach mal spaßhalber so versucht, Filmplakate zu entwerfen. Über Midjourney hat überhaupt nicht funktioniert, weil die Gesichter völlig zerrissen waren. Und jetzt kennt man das ja, also wir haben gerade AI-Models gesehen, das gibt's natürlich schon länger, aber du kannst mit drei Worten ein Foto von einem Mensch prompten. Das ist genauer, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, wie weit das ist, weil es ist total einfach. Die Leute denken, du schreibst einfach, mach mir ein Bild von einem Tal, in dem hinten eine kleine Kirche steht, davor brennt ein Feuer, eine Schafherde kommt an und im Vordergrund spielen zwei Kinder an einem Teich oder so, also wie du es eigentlich ein Bild beschreiben würdest. So gibst du es ein und Midjourney macht das. Das kann man sich kaum vorstellen, wenn man es nicht erlebt hat, wie einfach das dann ist. Ne? Und du hast auch so ein Look and Feel mal mitgebracht, so als Beispiel. Genau, das wäre jetzt das Beispiel 3, ist es, glaube ich, wenn wir das einmal abspielen könnten. Das ist jetzt einfach ein Bild mit Midjourney generiert und dann über Runway animiert. Das dauert also eine Minute. Das heißt, brennendes Boot, ich weiß gar nicht mehr, was der Prompt war, brennendes Boot auf dem Wasser. Und dann seht ihr jetzt beispielsweise, wie die Bewegung des Feuers und der Wellen, das hat eine Minute gedauert, ja, wohingegen in der VFX gerade Wasser und Feuer herzustellen in einem realistischen Look immer ein großer Aufwand noch ist oder in der Vergangenheit war. Jetzt ist es so, natürlich ist das, was wir hier sehen, jetzt noch nichts, was wir in einem Film einsetzen würden. Das ist eher so ein Beispiel dafür, wo man sagt, okay, das geht jetzt innerhalb von einer Minute, krass, was in vielleicht einem Jahr geht. Ja? Und solche Themen setzen wir jetzt eben ein, um sozusagen ein Storyboard zu machen, Look and Feel, Teaser, Ideen zu visualisieren. Und gleichzeitig, wenn man dann schon mal bei Midjourney oder Runway am Rumspielen ist, ist es oft, ganz oft auch eine wahnsinnige Inspirationsquelle. Wir entwickeln viele Stoffe, das kommt auch so ein bisschen aus der Historie mit der Virtual Production, die in Fantasiewelten spielen oder Traumwelten. Und dafür ist es Gold wert, weil du ja manchmal, also wenn du jetzt bei Midjourney oder Runway einfach eingibst, kreiere mir eine Fantasiewelt, einfach nur diese drei Worte, dann hast du schon, also Inspiration, weil da kommt halt irgendwas raus, was ein fantastisches Bild ist, worauf du wieder aufsetzen kannst. Oder du hast schon eine konkrete Idee und promptest dann eben auch konkreter. Da würde mich interessieren, also wie gut funktioniert das, ne? Du hast zwar gesagt, oh, es ist so schwierig, ich muss jemand anderem begreiflich machen, was ich im Kopf habe, damit der eine Idee entwickeln kann. Mhm. Wie gut funktioniert das wiederum, also mit einem KI-Tool? Auch das kann ja nicht sehen, was du im Kopf hast, aber es muss es übersetzen. Das stimmt ganz genau, aber die KI ist wahrscheinlich nicht so vorbelastet im Kopf mit eigenen Ideen und Geschmäckern, als das jetzt mein Designer, der mir gegenüber sitzt, ja. Also das funktioniert eigentlich für mich bisher ganz gut. Natürlich ist es so, dass man manchmal für ein gutes Ergebnis, also ich habe jetzt neulich einen Vortrag gehört, da hat einer gesagt, er hat 600 Mal geprompt, bis er das Bild hatte, was er wollte. Das habe ich jetzt in der Massivität noch nicht erlebt. Eigentlich in 5, 6 bis 10 Versuchen kriegt man komisch. Meistens. Also, oder? Das ist komisch. Wenn man 600 also, Versuche braucht, dann stimmt das. Stimmt auch nicht, aber es ist schon. Genau. Also das sind, das
funktioniert eigentlich einfacher. Also 600 Mal finde ich komisch. Möchte auch sagen, dass diese mit, dass das Bild im Kopf eigentlich eine Metapher ist. Weil wir fangen dann an, uns vorzustellen, dass wir Bilder haben, die eigentlich existieren und dass wir die dann reproduzieren. Das ist aber nicht so. Wir haben so eine Ahnung und wir sind völlig abhängig von dem, was wir produzieren. Und in dem Moment, wo wir das sehen, dann stimmt es irgendwie. Aber es ist falsch, sich vorzustellen, dass das existiert irgendwie, unabhängig von diesem Herstellungsprozess. Mhm. Wo wir aber auch bei diesen fantastischen Welten sind, ich würde auch gerne einmal noch auf das Ergebnis von unserer Umfrage gucken. Denn auch da geht es ja darum, interessant, wer alles noch echte SchauspielerInnen sehen möchte. Und das ist doch interessanterweise schon mehr als die Hälfte noch. Und da würde ich aber ganz klar sagen, das ist halt eine Gewohnheitssache, ne? Weil man natürlich, jetzt kann man sich's nicht vorstellen, aber vielleicht in 5 Jahren, wenn das alles wahnsinnig gut funktioniert, oder Sven sagt ja vielleicht sogar deutlich früher, dann kann ich mir schon vorstellen, dass wir alle ziemlich schnell dabei sind und uns das dann wiederum ganz egal ist. Ich gehe sogar einen Schritt weiter und ich sag dir, du kannst mit einem Animationsfilm mehr Tränen erzeugen als mit einem Realfilm. Ich nehme als Beispiel das The Grave of Fireflies, ja, vom, ich weiß gar nicht, der japanische Film, ja, der so die Geschichte von einem Jungen mit seiner kleinen Schwester am Ende des Zweiten Weltkriegs erzählt, ja. Die zentralen Momente da drin, wo du explodierst emotional, ja, sind fast abstrakt, sind die gezeigt. Und das hat mit der Musik zu tun und mit zwei Gesten, die Japaner mit ihrer ganzen No-Tradition und so, haben sowieso eine Ahnung davon, wie man sowas macht, ja. Und meine Reaktion, also wenn ihr den noch nicht gesehen haben, das, wie heißt das, das Grab der Glühwürmchen oder so, auf jeden Fall angucken, mit Glühwürmchen im Titel der Zeichentrickfilm. Das, je abstrakter du bist, desto stärker sind die Emotionen, die du erzeugen kannst. Das ist ja auch eine bekannte Suggestivtechnik oder Hypnosetechnik, dass du irgendwie Informationen vorenthältst und dadurch den Zuschauer engagierst, ja, dass er Sachen einbringt und dadurch mehr fühlt, das ist er selbst. Während je genauer, das müsstet ihr eigentlich dann wissen, weil das ist ja bei euch gar keine Grenze mehr drin. Ihr könnt so super genau werden, dass es irgendwann ekelhaft wird, das Bild. Ne? Wenn es so präzise ist, dass nichts mehr übrig bleibt. Zum Also ich glaube, es gibt viel mehr kreativen Freiraum. Also Fight Club zum Beispiel, wer den gesehen hat, und der ist ja schon sehr, sehr alt, der Film, da gibt es so viele Szenen, wo Schauspieler digital ersetzt wurden, wo es keinen Zuschauer mitgekriegt hat. Mhm. Also da gibt's, das ist halt so ein klassisches Beispiel. Die Male, wo man es mitkriegt, sind einfach sehr, sehr schlecht gemacht. Also der Indiana Jones zum Beispiel, finde ich, die ersten... Ist mein Mikro schon wieder? Ja. Okay. Der neue Indiana Jones, der vorhin zum Beispiel erwähnt wurde, den habe ich mir auch angeguckt. Also die ersten 20 Minuten kamen mir vor wie so ein schlechtes Computerspiel. Also das war also richtig schlecht gemacht. Und ich glaube, da fällt das dann immer auf. Aber wenn es gut gemacht ist, kriegt es keiner mit. Auch im Publikum jetzt schon nicht. Und weil das passiert ja schon relativ häufig, dass auch Leute, keine Ahnung, Verletzungen haben und dann muss das Bein zum Beispiel ersetzt werden, weil dann irgendwie mit dem Gips gearbeitet wurde oder ähnliche Sachen. Das haben wir, also wenn man sich VFX anguckt, über die Jahre, was da alles schon eigentlich passiert. Aber es ist halt massive Handarbeit, die da im Spiel ist. Aber wenn es gut gemacht ist, kriegt es eigentlich auch heute keiner mit. Also 30% sind es ja auch immerhin, die sagen, mir egal, Hauptsache der Film ist gut. Und da würde ich gerne vielleicht auch nochmal, weil Kai noch zwei Beispiele mitgebracht hat, auch mal zeigen, wie eben sozusagen digitales Filme machen funktionieren kann, halt auch mal zeigen, wie gut es eben funktioniert und dass es vielleicht nicht unbedingt ein Nachteil sein muss, gerade auch beim Matte Painting. Vielleicht können wir Beispiel Nummer eins nochmal sehen. Hier läuft jemand also über eine Wiese. Das war wahrscheinlich das Original, nehme ich an. Original ist tatsächlich nur so ein paar Meter Wiese, genau. Mhm. Und natürlich ist hier der Mensch noch echt, aber wir sehen natürlich auch da wieder, also auch der Hintergrund ändert sich permanent. Und zumindest für mein Gefühl sieht es wunderbar aus. So eine gute Stimmung. Ja, auch die Stimmung verändert sich mit dem Hintergrund, ne? Was genau passiert da, Kai? Naja, am Ende werden digital einfach Bildbestandteile ausgetauscht. Ja, man kennt es aus der klassischen VFX auch als Set-Extensions oder eben Matte-Paintings, dass man sagt, okay, man hat jetzt, man möchte irgendeinen Bestandteil im Bild haben, was man vielleicht am Set mit Grün ausgestopft hat oder so. Und erweitert dann sein Set eben digital. Das ist
in der Regel eine Arbeit für einen Concept Artist beispielsweise, der dann Vorschläge erstellt und dann muss es im Compositing eingefügt werden. Hier war es jetzt ein Klick, ne, pro Änderung im Bild. Ja, und auch das, glaube ich, haben wir auch noch nicht in der Form eingesetzt. Ja, könnte man aber, würde ich behaupten. Ja, dass das, wenn man so eine Set Extension macht, ein Grading draufsetzt, keiner merkt, ja, ob das jetzt, also schon mal gar nicht einen Unterschied merkt zwischen. Ist Game of Thrones nicht zu 50% auf die Art? Ja, richtig. Aber per Hand gemalt. Aber halt, per Hand gemalt alles halt. Ja, ja, jetzt genau, geht's automatisch. Genau. Ja. Genau, das ist jetzt der Automatismus. Also das hat unser, wir haben, also weil wir natürlich bei diesen KI-Themen wahnsinnig nah dran sein wollen und weil sich so wahnsinnig viel verändert, haben wir, glaube ich, vor einem halben Jahr ungefähr einen Mitarbeiter eingestellt, den Nikola, der quasi nichts anderes macht, als die ganze Woche an KI zu forschen und zu gucken, was ist das Neueste. Und einmal in der Woche machen wir ein Weekly mit dem ganzen Team und dann stellt er seine Ergebnisse vor, ja. Und daraus resultieren dann auch solche Beispiele, wo er halt einfach uns auch zeigt, ja, weil wir selber natürlich wenig Zeit haben für solche Spielereien, ja. Er uns dann auch jede Woche aufs Neue wieder beeindruckt, ja. Ich hab letztens gerade im Adobe-Forum von einem Illustrator gelesen, der hatte sich gemeldet und gemeint, seit über einem Jahr hat sich jetzt eine Agentur wieder gemeldet, für die er vorher total tätig war. Mhm. Und jetzt melden die sich auf einmal wieder und die haben halt gesagt, kannst du bitte uns helfen? Wir brauchen wieder ein paar Cover für ein paar Sachen, weil unser KI-Artist ist komplett ausgelastet. Der ist so flamprompten, dass quasi die ihn wieder brauchten, weil die keinen zweiten KI-Artist finden konnten und deswegen haben sie nach einem Jahr sind sie auf ihn zurückgegriffen. Und da merkt man schon so diese Auszüge, die das hat, quasi auch auf die Artist-Szene, wie viel da dann letztendlich weggespart werden kann. Ja. Wir laufen langsam schon dem Ende entgegen, leider, weil ich glaube, es gäbe noch wahnsinnig viel zu besprechen, weil es irre spannend ist, gerade auch so diesen Blick aus der Praxis zu bekommen, eben auch mit diesem Blick in die Zukunft, wo könnte die Reise noch hingehen. Und genau deswegen würde ich jetzt mit euch gerne nur eine kleine Schlussrunde machen. Wir beginnen auch mit dir, Kai, weil wir wollen ja gleich die zweite, vielleicht etwas kritischere Runde einleiten nach unserer Pause. Und da gibt es ja immer den Vorwurf, also Produzenten, die auf KI setzen, die arbeiten auch vielleicht auf Kosten vieler Kreativer. Was würdest du denn so einem Vorwurf entgegnen? Also ja, ich verstehe, dass es Befürchtungen gibt und ich glaube, dass sich in der Branche auch bestimmte Jobs verändern werden auf jeden Fall oder sich der Themenbereiche verschieben. Ja, aber ich glaube, dass, also wir haben es, glaube ich, immer von Anfang an gesehen, dass KI ein Instrument ist. Am Ende ist der Mensch dahinter, der Artist, der Produzent, der Ideengeber. Ja, und wenn wir alle lernen, das zu verstehen, dass das unsere, also ob wir jetzt Premiere, Avid oder Nuke oder was weiß ich für eine Software bedienen, das ist einfach nur das nächste Ding, ja, und wir müssen es verstehen, das zu nutzen. Und dann glaube ich, wenn wir das verstehen, dann brauchen wir uns nicht so viele Gedanken zu machen, weil dann nutzen wir das, um eher mehr Kreativität zu entwickeln, weil wir auch wahnsinnig viele lästige Jobs uns von der Maschine abnehmen lassen können. Sven? Also ich glaube, die meisten lernen jetzt langsam erst, was das bedeutet, damit zu arbeiten. Also gerade auf wie man KI trainiert. Und das ist so das, was noch viele gar nicht auf dem Schirm haben, dass im Grunde fast alle Trainingsdatensätze im Internet, also wir haben ja das Internet kostenlos die ganze Zeit gefüttert, diese Daten wurden halt für diese Trainings genutzt, aber man muss sich vorstellen, dass diese Trainingsdaten jetzt langsam auch erschöpft sind. Also alles, was es an Trainingsdaten gab, was man irgendwie benutzen konnte, ist langsam wegtrainiert und um diese Modelle zu verbessern, bedarf es wirklich massiv viel neuen Input an Trainingsdaten und da sich halt eine riesengroße Chance, gerade für die Kreativen auch, wie gesagt, kommerziell lizenzierbare Modelle zu schaffen, die halt einfach einen Mehrwert bringen zu dem, was man sonst generell aus dem Internet antrainiert hat und daraus Modelle zu schaffen, wie man auch in so einer Welt, wo dann so ein Film automatisch entsteht, da habe ich dann vielleicht keine Kamera mehr, die ich benötige, aber ich brauche dann wiederum Kameras, um Trainingsdatensätze zu erzeugen, womit ich dann höhere Auflösungen, andere Geräte anspreche. Also es gibt halt immer wieder eine andere Branche, die sich dann aber anders verlagern wird und diese Geräte wird es immer weiterhin geben. Nur dieses Mindset zu bekommen, okay, ich stehe jetzt nicht mehr mit meiner Kamera am Set und drehe den Schauspieler, sondern ich muss mir ein Modell überlegen, wie ich das so trainiere und wie ich das quasi so aufbaue, dass ich da Mehrwert schaffe. Das ist etwas, glaube ich, wo man jetzt noch am Anfang steht, in Deutschland vor allen Dingen, weil da muss man echt Gas geben. China ist da vor allen Dingen extrem weit vorne, das ist richtig erschreckend, also viel weiter auch als Amerika. Und das ist was ich gerne mir wünschen würde, dass da mehr Austausch auch zwischen den Gewerken stattfindet, weil man muss eigentlich
eine Art Workflow und eine Pipeline sich für die Zukunft jetzt überlegen, weil wenn die, also wenn Netflix oder so mit so einem System rauskommt und der Schauspieler ist da nicht zur Auswahl überhaupt gar nicht erst drin digital, dann kann er gar nicht mehr konkurrieren in so einer Welt. Und das ist etwas, das muss man jetzt eigentlich in den nächsten 2-3 Jahren lösen, bevor man sich Gedanken macht, was noch kommen könnte. Sprechen wir auch gleich noch drüber in der nächsten Runde. Martin, ich habe eine andere letzte Frage für dich, und zwar, was glaubst du denn? Wie wird es in Zukunft sein? Wie siehst du die Rolle des Menschen? Wird die Technik quasi den Film ausspucken und die Rolle des Menschen, ist es nur noch zu bewerten, ist das brillant oder ist das Mist? Ja, weißt du, könnte ich jetzt mit so einem Witz antworten, vielleicht tun sich die Roboter alle zusammen und steigen in ein Raumschiff und fliegen weg, weil ihnen die Erde nicht gefällt. Und dann müssen wir wieder von vorne anfangen. Aber das die Frage, was die für eine Beziehung, also wenn das eigenständige Wesen sind, ja, das wäre ja die Frage, dann könnten die ja sagen, wir wandern aus, ne? Aber ich denke, wenn das. Ich bin jetzt ein bisschen. Ich glaube bis jetzt, dass die. Das hatte ich aber vorhin versucht, das wäre ein anderes Thema. Das hat mit dem Unterbewusstsein, mit Sexualität oder sagen wir mal mit dem Subjekt überhaupt zu tun. Das sind philosophische Fragen, ja. Dass die. Dass die Technik. Womöglich die Schöpfung selbst also fehlerhaft ist, ja, und dass der Mensch eigentlich die einzige Instanz der Schöpfung ist, die in der Lage ist, die Fehlerhaftigkeit nachzuvollziehen an sich selbst, weil jeder von uns irgendwie unzufrieden ist. Und es gibt nichts auf der Welt, was du in dem Sinne vergleichen könntest mit dem Menschen, diese Unzufriedenheit, ja, die man hat, dieses Gefühl, nie da zu sein. Und das sehe ich jetzt nirgendwo, dass das reproduziert wird. Also ich muss ein bisschen kryptisch da jetzt bleiben, weil so ein Roboter oder eine Maschine hat ja keine Zweifel oder kann auch nicht depressiv oder kann auch keinen Selbstmord meditieren. Ja? Die würden das eher verhindern. Du kannst ja mal ChatGPT fragen, wie es zum Selbstmord steht. Und wird es irgendwie, kann es nichts daraus. Also natürlich, der Zensor greift sofort ein, aber das System selber könnte darauf nicht richtig reagieren, ja. Weil es gewissem Sinne kein Subjekt ist. Mhm. Das ist die Hegelsche Philosophie, die irgendwie sagt, dass die Wahrheit nicht nur Substanz, sondern auch Subjekt ist. Und das wäre jetzt interessant, dass man von der Philosophie her das Ganze noch ein bisschen aufrollt. Jetzt nicht, um das irgendwie zurückzufahren. Aber das schaffen wir heute nicht mehr. Nee. Okay, aber das ist, weil du mir diese Frage stellst. Weil das ist eher eine philosophische Frage fast gewesen, die du... Klar. Sorry, okay. Vielleicht ist aber auch die gute Nachricht, dass genau eben, weil es eine philosophische Frage ist, dass das die Maschinen nicht so gut können und wir deswegen auch weiterhin die Menschen brauchen werden. Ich danke euch sehr für diese super spannenden Einblicke, die sehr praktischen Einblicke in das, was also Film heute schon kann und wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch können wird. Vielen herzlichen Dank. Wir machen gleich weiter um 16 Uhr mit der nächsten Runde, wollen dann noch schauen, was also die ethischen Fragen sind, die urheberrechtlichen Fragen, die auch schon angesprochen worden sind. Was ist eigentlich damit? Bis dahin wünsche ich eine schöne Pause bei Kaffee und Kuchen da draußen und ich freue mich, wenn wir uns dann gleich hier wiedersehen. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück beim Medienimpuls von FSF und FSM, erzählende Maschinen, generative KI in der Filmproduktion. Wir wollen jetzt noch ein bisschen weiter in die Zukunft schauen und wir müssen vor allen Dingen auch darüber sprechen, unter welchen Bedingungen eigentlich KI eingesetzt wird. Also wie sieht die Zukunft der Filmbranche aus? Welche ethischen Fragestellungen sind noch zu diskutieren? Und wie steht es eigentlich um die Regulierung von KI seitens der Gesetzgebung? Und da freue ich mich sehr, dass Professor Dr. Philipp Hack hier neben mir ist, quasi direkt von den Verhandlungen zum AI Act hier zu uns auf die Bühne. Seit 2020 hat er den Lehrstuhl für Recht und Ethik der digitalen Gesellschaft an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder inne und ist dort an der Fakultät für Rechtswissenschaften und auch an der European New School for Digital Studies tätig. Und seine Forschung konzentriert sich auf die Regulierung digitaler Technologien, insbesondere im Hinblick auf künstliche Intelligenz. Und er berät dazu auch häufig nationale und EU-Institutionen. So jetzt eben auch gerade. Dann herzlich willkommen auch Dr. Julia Maria Mönig, Leiterin des philosophischen Teilprojekts im KI-NRW Flagship-Projekt Zertifizierte KI am Center for Science and Thought der Universität Bonn.
Und zuvor war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für digitale Ethik an der Hochschule der Medien Stuttgart und beim European Network of Research Ethics Committees und ist außerdem Mitglied des Center for Ethics and Humanities der Vrije Universität in Brüssel und Lehrbeauftragte auch am Hasso-Plattner-Institut. Und last but not least, Professor Dr. Silvia Rother, Mathematikerin, Softwareentwicklerin, Filmemacherin und KI-Professorin an der Hochschule für Film und Fernsehen in München. Und nach ihrem Studium der Mathematik hat sie fast 20 Jahre eben als Softwareentwicklerin erst einmal gearbeitet, hat nebenher Dokumentarfilme realisiert und dann aus ihrer Leidenschaft 2011 auch einen Beruf gemacht. Als freiberufliche Filmemacherin hat sie gearbeitet, hat auch verschiedenste VR-Projekte umgesetzt und begann dann 2017 mit ihrer Dissertation zu diesem Thema. Und im vergangenen Jahr wurde Silvia Rother dann zur KI-Professorin an der HFF München berufen. Also schön, dass ich euch heute alle in dieser Runde begrüßen darf. Und an Sie, liebes Publikum, wenn Sie Lust haben, sich zu beteiligen, sowohl hier im Saal als auch im Stream, dann können Sie das gerne tun über Slido. Den Code haben wir hier eben auch noch drauf. Können Sie einfach kopieren oder auf slido.com gehen und die 27392211 eingeben. Und dann können Sie also auch gerne die ein oder andere Frage loswerden, wenn es die geben sollte an unser Panel. Dann würde ich auch versuchen, so viele Fragen wie möglich im Laufe der Diskussion auch mit einfließen zu lassen. Silvia, wir haben heute ja schon einen Einblick in die Arbeit mit KI in der Filmbranche bekommen. Und was ist denn aus deiner Perspektive gerade die wichtigste Entwicklung, wenn es um generative KI geht? Okay, wenn es jetzt, eingeschränkt auf generative... In der Filmbranche. Genau. Also weil ich vielleicht auch nochmal betonen möchte, dass es noch ganz, ganz viele andere Formen von KIs gibt. Also diese generative KI, die hat halt jetzt natürlich die größte Aufmerksamkeit. Aber diese ganzen Erleichterungen, die uns KI bietet, also vom Transkribieren bis zum Übersetzen und in Color Grading. Also da ist einfach, KI ist ein ganz, ganz großer Bereich. Aber eben diese generative KI, die hat halt jetzt seit einem Jahr so eine große Aufmerksamkeit in den Medien. Und natürlich, man kann auch ganz viel damit machen. Vieles haben wir ja vorhin schon kennengelernt, also Drehbuchschreiben, in Drehbuchschreiben anwenden, irgendwas visualisieren, um das meinen Arbeitskollegen zu zeigen. Oder auch man kann in der Zwischenzeit schon kleinere Filmsequenzen generieren, das haben wir ja auch gesehen. Ein ganz großer Bereich, wo jetzt gerade viel entwickelt wird, das sind so alle Dinge in 3D, die man halt dann für diese virtuellen Produktionen benutzen kann. Also vorhin das Beispiel, das haben wir ja gesehen, da war ja dann der Hintergrund gewesen, das kann man ja auch mit KI generieren. Und da diese Kamerafahrt, das war ja eigentlich mehr so eine Art Zoom, das geht noch, geht schon sehr gut, würde ich sagen. Aber wenn ich die Kamera so nach links und rechts bewegen möchte, so mit tiefen Informationen, da ist momentan noch ganz viel Forschungsbedarf. Also es geht schon in einem gewissen Maße, aber da wird gerade sehr viel geforscht in diese Richtung. Und inwiefern verändern sich die Workflows? Also ja. Man kann ja auch schon sehen, eine ganze Menge an Arbeit wird ja vielleicht auch eben wegfallen, weil eben eine KI bestimmte Tätigkeiten auch übernehmen kann. Genau. Also wegfallen, würde ich jetzt nicht sagen. Die wird sich verlagern, anders werden. Und manche Dinge, die halt vorher beim Dreh waren, werden sich halt dadurch, dass sie digital geschehen werden, halt eher in die Postproduktion verlagern. Also es werden ganz andere Möglichkeiten und Ausdrucksmöglichkeiten auch und die halt auch Auswirkungen aufs Geschichtenerzählen haben. Das wurde vorhin auch schon mal kurz erwähnt, dass jetzt Dinge halt möglich sind, die vorher entweder schwer oder gar nicht möglich waren. Also zum Beispiel unsere Studierenden, die kommen jetzt einfach mit Drehbüchern, die hatten sie wahrscheinlich seit ihrem Abitur schon im Kopf, aber wussten nicht, wie kann ich das jetzt umsetzen. Das sind so manchmal so Fantasy-Geschichten oder es ist einfach viel zu komplex. Und jetzt durch KI sehen sie, man kann es halt machen, auch in kleineren Rahmen. Und diese Möglichkeiten alle so auszuloten und auszuprobieren, was da alles möglich ist, das ist halt momentan, glaube ich, eine Herausforderung, vor der wir stehen.
Julia, welche Vorteile siehst du denn, wenn wir also nicht sagen, Arbeiten fallen weg, aber zumindest KI-Technologien verlagern auch bestimmte Tätigkeiten in andere Bereiche? Welche Vorteile siehst du da? Die Hoffnung ist ja immer, dass die blöden Arbeiten wegfallen, also wie in allen Bereichen. Das Interessante mit der generativen KI und mit diesem Hype um ChatGPT ist ja, dass tatsächlich jetzt eher, hat sich auch schon vorher abgezeichnet, dass jetzt die Geistestätigkeiten auf einmal ersetzt werden und nicht eben das, was wir gerne ersetzt hätten. Es gibt irgendwie so ein berühmt gewordenes Foto von einer Frau, die einen mit der Hand einen Staubsaugerrobotergeschäft putzt. Ja, also das ist so ein bisschen absurd und schlechtes Marketing für die Firma, aber für die Filmbranche kann das ja zum Beispiel heißen, dass wir, ich glaube, die Statisten und Statistinnen wurden eben auch schon genannt, dass wir dann eben nicht mehr Leute haben müssen, die ganze Zeit am Set rumhängen müssen, um dann eventuell mal kurz durchs Bild zu laufen und dann doch rausgeschnitten zu werden. Also ich glaube, es gibt viele Anwendungen, wo Arbeit eben, ja, die sich verlagert, dann vielleicht auch leichter werden kann. Muss dann eben schauen, dass es auch hoffentlich die Richtigen entlastet sozusagen. Und glaubst du, es könnte auch so eine Art von Demokratisierung des Films passieren? Also wir haben auch auf dem Panel davor schon gehört, dass es also auch eben, man könnte Hoffnung oder vielleicht auch sagen, für manche Filmschaffende ist es vielleicht auch ein schreckliches Szenario, aber dass eben Filme eine Jedermann-Sache werden, dass jeder eben also in guter Spielfilmqualität eigene Filme produzieren kann. Ja, also ich denke schon, also Demokratisierung, ich bin mit dem Wort immer ein bisschen vorsichtig, aber es wird ja so benutzt in diesem Bedeutung, dass eben viele Menschen Zugang dazu haben, natürlich vorausgesetzt, dass sie eine gewisse Art von Technologie haben. Also da ist dann schon wieder eine finanzielle Hürde. Aber es gibt Beispiele, zum Beispiel gibt es The Critics Company aus Nigeria, eine Familienfirma, muss man sagen, die angefangen haben, mit ihren Smartphones zu experimentieren und Filme zu machen und wirklich, also auch durch KI und durch die Möglichkeit, die Techniken jetzt bietet, wirklich geniale Filme machen. Die kriegen auch richtig viel Praise irgendwie im Internet und so. Also da hat zum Beispiel der Shimon Dotan hat eine neue Dokumentation, Cyber Everything, da hat er die interviewt. Und durch Corona konnten die sich nicht so treffen, wie sie wollten. Und dann haben die einfach die Kameras nach Nigeria geschickt und waren selber als professionelle Filmemacher überrascht, was diese Jungs und Mädels da schaffen mit so wenig Möglichkeiten dank KI und dank digitaler Technologien. Philipp, wenn man sagt, es könnte passieren, dass und das ist nicht unwahrscheinlich, dass also jeder irgendwann in guter Qualität eigene Filme produzieren kann. Was sind da für dich so wichtige rechtliche Fragestellungen? Also erstmal muss man sagen, ich bin zwar Rechtswissenschaftler, aber der ganze rechtliche Diskurs krankt so ein bisschen daran, dass man zunächst immer mal die Risiken sieht. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man entdeckt, hey, auch wir hier in Deutschland, wir in Europa, wir brauchen KI und zwar dringend und wir müssen einfach mehr in die Anwendung kommen. Das geht los im medizinischen Bereich, das geht durch die Bank, durch alle Industrien, wo wir massiven Fachkräftemangel haben. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, wie es im Film aussieht, ob da auch so ein starker Fachkräftemangel ist. I don't know, finde ich eigentlich mal ganz spannend. Also in allen anderen Sektoren oder mit Leuten, mit denen ich mich unterhalte, ist es wirklich massiv. Und da sind die Hoffnungen schon groß, dass KI da zumindest einen Teil der Arbeit abnehmen kann. Wie es mit Augmentation versus Substitution aussieht, da ist tatsächlich schwierig. Dazu kann ich gerne auch noch was sagen. Aber die rechtlichen Fragestellungen fangen dann ja tatsächlich an, wenn man so konkrete Sachen irgendwie experimentell auch schon mal umsetzt. Ich war auch neulich bei der DZDF, habe da mit denen mal längere Gespräche geführt. Und das sind eigentlich immer so zwei, drei Sachen, die da hochkommen. Das erste ist natürlich ganz klar Urheberrecht. Ja, das ist einfach ein Dauerbrenner. Das zweite ist Datenschutz. Das dritte ist dann Haftung für bestimmte Inhalte. Das heißt, wenn ich versehentlich dann irgendwie irgendwelche Halluzinationen da drin habe, das kann ja auch ein Text sein, der irgendwas auswirft, was nicht ganz comme-il-faut ist, was zum Beispiel, oder ein Bild, das irgendwie aus Versehen irgendwie Persönlichkeitsrechte verletzt. Urheberrechtlich gesehen, das ist, glaube ich, die heißeste Kiste und für Filmschaffende ja auch spannend in zweierlei Hinsicht. Nämlich erstens, wenn ich so einen Film drehe, habe ich dann überhaupt ein Urheberrecht daran? Und das ist durchaus nicht ganz einfach zu beantworten. Das ist eigentlich relativ einfach zu beantworten, nämlich wenn man sozusagen relativ wenig macht, die KI relativ viel, dann habe ich gerade kein Urheberrecht dran. Das ist eigentlich ziemlich klar. Es gibt einzelne Jurisdiktionen weltweit, wo das anders sein mag, zum Beispiel China. Gibt natürlich andere Probleme damit, in China sozusagen dauerhaft tätig zu sein als Filmemacher.
die in den USA, in Europa ist es so, solange kein hinreichender menschlicher Einfluss auf das ganz konkrete Ergebnis sichtbar ist und sich nachweisen lässt, besteht kein Urheberrecht. Da kann man sagen, das ist irgendwie Blödsinn, warum gibt es diesen Anthropomorphismus oder Anthropozentrizismus, aber so ist das geltende Recht nun mal geschneidert. Und das hat vielleicht auch was irgendwo Gutes. Das bedeutet zugleich, wenn ich ein Urheberrecht haben will, dann muss ich sozusagen massiv reingehen in Prompt Engineering, dann muss ich sehr klar andere Parameter abstecken und auch das garantiert mir nicht, dass ich am Ende des Tages ein Urheberrecht habe. Das heißt, ich muss viel stärker als vorher gucken, dass ich versuche, das Ganze über Geschäftsgeheimnisschutz und über letztlich Vermarktungsstrategien so zu handhaben, dass ich da irgendwie auch profitabel mit werde. Die zweite Frage, die sich dann immer stellt, ist, ja, verletze ich vielleicht andere Urheberrechte? Und das kann ja in mehrfacher Hinsicht sein. Das kann sein, weil das Modell, das ich genommen habe, sagen wir mal, man nimmt also jetzt... KI-Modell. Das KI-Modell, genau. Also sagen wir mal, man nimmt jetzt irgendeins für Textproduktion, kann ich jetzt Falcon 7B, also Falcon ist ein Modell aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, das, oder ein Meta-Modell, also zum Beispiel Llama von der Firma Meta, ja. Das sind Open-Source-Modelle, da zahlt man nichts für, oder nur ein Bruchteil, und kann die ganz gut nutzen, die sind auch hochperformant, aber die wurden halt auf irgendwelchen massiven Trainingsdaten irgendwo im Internet trainiert. Und wir wissen ja aus verschiedenen Verfahren jetzt schon in den USA, dass diese Modelle möglicherweise massiv auch aus Schattendatenbanken und Ähnlichem geklaut haben. Das heißt, die erste Frage wäre dann, wenn diese Modelle illegalerweise bestimmten Content verwendet haben, mache ich mich dann sozusagen haftbar, nur weil ich die verwende, diese sozusagen illegal trainierten Modelle? Da kann man ein bisschen Beschwichtigung sagen, typischerweise ist das nicht der Fall. Nur weil ich das Modell verwende und das Modell in seinem Training irgendwann sozusagen die Modellentwickler Mist gebaut haben, das ist für mich jetzt per se noch nicht problematisch. Aber für denjenigen, dessen Urheberrecht verletzt worden ist, natürlich schon. Das schon, ja genau. Aber jetzt also sozusagen als Filmschaffender ist das jetzt erstmal sozusagen nicht mal, also wenn natürlich, klar, es gibt Einzelne, die klagen ja auch. Das kann sogar so weit gehen, dass das Modell insgesamt gelöscht werden muss. Das ist zwar nicht so wahrscheinlich, aber da kann jedenfalls massive Schadensersatzansprüche im Raum stehen. Also eins der Modelle, Stable Diffusion, weißt du mal zufällig jemand, wer das trainiert hat, wer es entwickelt hat? Stable Diffusion? Der Björn. Björn Ommer, ja, KI-Prof in München, hat es noch in Heidelberg entwickelt, einer der besten KI-Forscher Deutschlands, ich kenne ihn noch, ich Supermann. Der hat Stable Diffusion mit seinem Team sozusagen am Lehrstuhl entwickelt. Die haben dann ja eine Firma aufgesetzt, ist jetzt verfügbar und die wurden ja jetzt mit dem Class Action Lawsuit 12 Trillion Dollars. Also das ist ja, sind ja 12 Billionen Euro oder Dollar da verklagt, das hat man nicht eben in der Portokasse. Klar, also das sind ganz massive Sachen, die da auf die Entwickler zukommen. Aber das Zweite ist ja die größere Frage für Filmschaffende, was passiert denn jetzt, wenn ich das benutze und versehentlich der Output genau ganz ähnlich ist einem geschützten Material, das eben in den Trainingsdaten drin war und ich das weiterverwende. Und das ist das eigentliche Problem. Da kann man dann selber in die Haftung reinlaufen und deshalb ist mein Tipp da eigentlich immer zu sagen, möglichst gucken, dass man sozusagen so eine Art Plagiat-Scan-Software nutzt. Also entweder, jetzt bei Film ist nicht so einfach, ja, also bei Text kenne ich das, meine Studis, die geben mir ein Essay, ich jag das einmal durch einen Plagiat-Scan durch, so kann ich auch gucken sozusagen, ob das Ergebnis von so einem Text, den ich produziert habe, irgendwo anders im Internet ist. Bei Film weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob es das so existiert. Ich kann natürlich Hashes auslesen, aber Hashes sind extrem inputsensitiv. Das heißt, sobald ich eine kleine Änderung habe, ist es schon nicht mehr das Gleiche. Gibt es aber auch irgendwelche Filterungstechniken, vermute ich, die halt Plattformen wie YouTube oder so anwenden. Aber da muss man ein bisschen aufpassen. Silvia, weißt du das? Also inwiefern sozusagen man Plagiate gut... Eigentlich nur Bilder. Einzelne Frames könnte ich halt suchen. Gibt es eins, was irgendwie ähnlich ist? Aber so jetzt ganze Filmsequenzen wüsste ich jetzt auch nicht. Also von daher sozusagen eigentlich auch eine schwierige Kiste für die Urheber, wenn sozusagen etwas bei rauskommt, was vielleicht ganz nah am originalen Werk ist, ja. dann hat man Pech gehabt. Genau, Pech gehabt. Oder man entscheidet sich für ein Modell, bei dem die Entwickler, beziehungsweise die anbietende Firma, die Haftung übernimmt. Das macht jetzt zum Beispiel Microsoft. Das ist natürlich ein harter Publicity-Stunt und gleichzeitig
ein sehr smartes Manöver im Markt, weil die sagen, wenn ihr unsere Modelle benutzt, also ich mache keine Werbung von Microsoft, ganz im Gegenteil, ich habe denen schon gesagt, hu, ihr habt aber ein ganz schönes Risiko übernommen, aber die sagen sozusagen, wir covern das. Das machen Open-Source-Unternehmen typischerweise nicht, weil die natürlich ganz andere, naja, die haben halt häufig nicht die Einnahmen, um das zu covern. Microsoft querfinanziert ja seine KI sozusagen mit MS Office und die haben natürlich da andere Möglichkeiten. Ich noch was ja, zu gerne ergänzen? Ja, meine Meinung ist dazu, dass es halt in Zukunft wahrscheinlich so sei, ist ja jetzt bei dem AI Act, werden diese Dinge ja beschlossen, dass wahrscheinlich dann die trainierten Modelle offengelegt werden müssen und dann wirklich nur noch Daten in diesen als Trainingsdaten benutzt werden dürfen, die halt keine Urheberrechte verletzen. Und Adobe verfolgt halt diesen Weg jetzt gerade. Und die Ergebnisse sind auch nicht schlecht. Das heißt, es bedeutet also, Filmschaffende müssten erst zustimmen, mein Werk darf sozusagen verwendet werden, ja oder nein. Das wäre ja eigentlich auch der Wunsch von Autorinnen und Autoren. Ja, in Zukunft dann. Aber momentan ist es ja so viel, es gibt ja so viele Daten, damals gab es ja kein KI. Ich kann es jetzt verbieten und sagen, mein Bild oder mein Text darf nicht verwendet werden. Aber alles andere, was jetzt schon in den Trainingsmodellen drin ist, das ist halt einmal einfach drin. Aber es gibt halt Firmen, die von vornherein sagen, sie nehmen halt nur Material zum Trainieren, wo diese Dinge schon geklärt worden sind. Sie wollten was ergänzen? Ja, also der Urheberrechtsrahmen wird im Wesentlichen der gleiche bleiben. Also es ist bisher so in Europa, dass man ja aktiv widersprechen kann, wenn Daten, also urheberrechtlich geschützte Daten genutzt werden für kommerzielle Aktivitäten, für Forschungsaktivitäten kann man nicht widersprechen. Das wird auch genauso bleiben. Was jetzt neu kommen wird, aller Wahrscheinlichkeit nach, ist, dass erstens die Developer ein sufficiently detailed summary veröffentlichen müssen, wo drin steht, was auf welchen Daten sie ungefähr trainiert haben. Das heißt aber nicht, dass sie sozusagen eine Einzeldatenanalyse machen müssen. Das wäre ja auch völlig Banane, wenn ich jetzt irgendwie 20 Milliarden Trainingsdatenpunkte habe. Also wirklich sind ja 20 Milliarden, dann kann ich ja nicht durchgehend sagen, Trainingsdatenpunkt 1, eventuell urheberrechtsgeschützt, weil die Frage ist, was urheberrechtsgeschützt oder nicht, ist ja auch mega schwer zu beantworten. Also ich bin Urheberrechtler und da gibt es alle möglichen Perspektiven, da müsste man jedes Mal ein Gerichtsverfahren durchführen oder eine Großkanzlei für ein paar Millionen engagieren. Das macht keinen Sinn, deshalb wird da einfach nur drinstehen, ja, wir haben dies und das, wir haben ImageNet genutzt oder Public Crawl oder Common Crawl, you name it, irgendwelche Datensätze. Das wird den Urhebern und Urhebern nicht so sehr helfen. Das Zweite, was sinnvoller ist, was auch sehr wahrscheinlich kommen wird, nach allem, was ich jetzt weiß, ist, dass die Firmen, also die Entwickler wieder, ein OpenAI oder halt hier in Deutschland Alpha und so, ein Regime einsetzen müssen, ein Compliance-Regime, organisatorische und technische Maßnahmen, die garantieren oder die zumindest es wahrscheinlich machen, dass diese Vorbehalte berücksichtigt werden. Und wenn sie das nicht nachweisen können, dass sie so ein System haben, dann können sie allein schon deswegen mit Bußgeldern belangt werden, ohne dass man im Einzelfall nachweisen muss, dass mein Bild jetzt da verwendet wurde oder das von Person XY. Und das ist sozusagen jetzt schon Realität auf EU-Ebene oder soll Realität werden? Dieses Widerspruchsrecht ist jetzt schon Realität. Das steht in der CDSM-Richtlinie von 2019, ist in Deutschland auch umgesetzt, Paragraph 44 B, glaube ich, Urheberrechtsgesetz. Aber was Neues ist diese Verpflichtung auf ein Compliance-Regime und auf dieses Sufficiently Detailed Summary. Das wird im AI-Act kommen, sofern er morgen dann, sozusagen sofern es morgen dann eine große Einigung gibt. Okay, spannend. Also wir müssten eigentlich morgen nochmal sprechen, aber wir werden. Aber das ist eigentlich schon verhältnismäßig klar. Julia, du arbeitest in einem Projekt, wo es darum geht, KI zu zertifizieren. Das ist ja sozusagen auch ein Teil davon. Also man möchte sozusagen eigentlich, dass KI zum Wohle der Menschen entwickelt wird. Aber jetzt machen wir es mal ganz konkret. Also was genau wird da zertifiziert und für wen ist diese Zertifizierung? Also konkret in unserem Fall, wir bereiten das so ein bisschen vor, also im interdisziplinären, transdisziplinären Projekt. Da geht es darum, dass man Firmen, die KI einsetzen wollen, ist dann eben ja auch wieder so ein komplexes Konstrukt, weil dann eben teilweise, ja, also B2B, Business to Business, dann eben Firmen selber von anderen Firmen die KI einkaufen oder bestimmte Teile und so weiter. Aber dass die sozusagen sicher gehen können, dass sie, also sozusagen von unserer Perspektive aus wäre es schön, wenn es ethische KI wäre oder ethische Verwendung von KI. Aber grob geht es jetzt erstmal darum, dass bestimmte Werte eingehalten werden bei der
beim Einsatz von KI und bei der Entwicklung von KI. Das ist natürlich auch wichtig, dass wir es nicht nur ex post machen, sondern wirklich von vornherein, sofern das entwickelt wird, mitdenkt, wodurch sich Europa ja auch ein bisschen von den USA und China abgrenzen möchte durch diese wertebasierte KI-Entwicklung. Und wir haben jetzt in unserem Projekt konkret haben wir 6 Werte, also Datenschutz, Fairness und so weiter, Sicherheit, die dann von Firmen bis jetzt noch im Self-Assessment oder auch von anderen Organisationen, die eben KI einsetzen oder entwickeln wollen, durchgegangen werden können mit einem Frageset. Und dann kann eben da also wirklich erstmal noch in so einem, ja, wie gesagt, Self-Assessment geschaut werden, gibt es hier irgendwelche Haken bei uns. Und das ganze Projekt soll aber auch eben die Frage stellen, wie kann man ein Geschäftsmodell damit entwickeln, mit Zertifizierung von KI. Denn das im Rahmen des AI Acts wird es ja kommen, dass eben Standards und harmonisierte Standards und die Normierung von KI-Anwendungen eine große Rolle spielen sollen. Das hängt mit dem New Legislative Framework zusammen, der eben gerade dafür sorgen soll, dass das Recht ein Stück weit es schafft, Schritt zu halten mit der Technik und eben neue technologische Entwicklungen dann eben über die harmonisierten Standards oder über Standards eben dann abgebildet werden können. Und also persönlich in dem Arbeitspaket, an dem ich arbeite, stellen wir uns eben auch die Frage, kann man denn Ethik überhaupt zertifizieren? Bei den technischen, also ich bin da noch immer nicht überzeugt von. Aber natürlich können wir uns auf gemeinsame Standards einigen. Es hilft viel, wenn man eben Compliance hinterfragt, wenn man sowas wie Corporate Social Responsibility oder Corporate Digital Responsibility, das sind alles Möglichkeiten, dann eben Sensibilisierung der Mitarbeitenden und so weiter. Aber natürlich ist Ethik nichts, was man auf einer Skala von 1 bis 10 sozusagen einordnen kann und dann so Checkbox-Ethik-mäßig, Tickbox-Ethik sagen kann, das ist jetzt ethisch. Und das ist sozusagen auch dann die Gefahr, dass jetzt, wenn es am Ende eine Zertifizierung gibt oder so ein Stempel, der drauf ist, das ist ethische KI, das ist halt schwierig. Das ist dann, da können eben auch Unternehmen sich mit rausreden oder sagen, ja, wir haben doch mal so ein Ethik-Assessment gemacht, wir haben ein Siegel mal bekommen, also ist jetzt alles super. Das kennt man ja auch als Greenwashing aus der Industrie. Da gibt es einen schönen Begriff eben auch Ethics Washing. Mhm. Was genau verbirgt sich dahinter und wer befürchtet dass man sich reinwaschen möchte? Mhm. Also befürchten, würde ich sagen, die gesamte Bevölkerung sollte das befürchten, wobei natürlich zur Bevölkerung auch wieder die Firmen eigentlich gehören. Aber wenn man das eben als also Stakeholder-mäßig sieht, dass eben die Endnutzer und Nutzerinnen sozusagen Gefahr laufen und Bürgerinnen und Bürger eben gerade in der Demokratie, dass es eben vermeintlich dort ethisch gehandelt wird, aber im Endeffekt doch nur die Profitinteressen im Vordergrund stehen und eben solche Dinge nicht rausgerechnet werden, wie der berühmte Bias, also die berühmte Verzerrung, wenn zum Beispiel Menschen mit gewissen Hautfarben dann von verschiedenen Anwendungen diskriminiert werden. Dass es da so ein Reinwaschen der Hände gibt sozusagen, dass man so tut, wir haben jetzt ein Siegel, also machen wir schon alles richtig, wir müssen uns um nichts mehr kümmern. Ist eigentlich auch ein passendes Wort, aber auch sehr komplex eigentlich, was dahinter steckt. Aber wäre es nicht eine Möglichkeit zu sagen, wer eine Zertifizierung erwirbt, erwirbt sie auf ein Jahr beispielsweise und dann muss man eben auch regelmäßig nachweisen. Genau. Ja, Philipp, du machst schon so. Genau, das ist die Idee dahinter, genau, ja. Dass man dann ein Reassessment machen muss, genau. Wolltest du was ergänzen? Ja, typischerweise bei jedem Substantial Update. Und das wird jetzt auch ja schon so gemacht, wenn du sozusagen, also es gibt ja jetzt schon Zertifizierungen für, sagen wir mal, Autos. Das stellt ein Problem dar, aber wenn Tesla sozusagen sein neues Update rausgibt, dann ist das ja ein anderes Auto, was auf der Straße fährt, als dass das zertifiziert wurde. Und dann muss das neue Update eben entsprechend auch so wieder abgenommen werden und so muss es dann da halt faktisch auch laufen. Ich glaube auch, ich würde mich auch sehr hüten davor, so ein Ethics-Label zu etablieren, also zu sagen, die KI ist jetzt irgendwie responsible oder ethical oder whatever. Mich da auch länger unterhalten. Wir hatten im Sommer hier zu Gast an meinem Institut den Brent Mittelstadt. Das ist einer der
glaube ich, bedeutendsten KI-Ethiker weltweit von der Uni Oxford, Present Company excluded natürlich, der hat sich genau gegen das auch immer verwahrt, also Checksbox, Ethics, das ist halt das, worauf es hinausläuft, weil das am Ende operationalisierbar ist und du kannst ja auch nicht jedes Mal, wenn du ein KI-Produkt designst und launchst, jetzt sagen, wir setzen jetzt einen Beirat ein, der jetzt erstmal 12 Monate lang Habermas irgendwie durchliest und dann Heidegger dagegen hält, das ist zwar vielleicht ganz witzig, aber da kommt halt am Ende auch wenig bei raus. Ich habe selber auch ein bisschen Philosophie studiert, das alles gelesen, also natürlich nicht alles, aber es muss halt am Ende irgendwie praktikabel sein. Ne? Und also insofern verstehe ich das schon auch, aber man muss dann ganz klar sagen, das hat mit Ethik im eigenen Sinne eigentlich sehr, sehr wenig zu tun. Was gemacht wird, ist so ein Compliance-Framework abzunehmen, zu sagen, nach bestem Wissen und Gewissen und den technischen Standards, die jetzt vorliegen, ist das einigermaßen, besteht eine Vermutung dafür, dass es rechtskonform ist. Die kann aber auch widerlegt werden im Einzelfall. Man muss auch die Möglichkeit haben, sozusagen die Siegel zu overrulen, wenn jetzt in einem Einzelfall klar ist, diese KI hat dann halt doch, der Tesla hat halt dann doch leider den Lastwagen für eine Brücke gehalten, trotz Siegel, ja, bumm, das hilft dann halt am Ende des Tages auch nicht, da so ein Siegel gehabt zu haben. Und andersrum kann es natürlich genauso sein, dass auch eine KI ohne Siegel am Ende des Tages viel besser abschneidet. Diese Benchmarks sind nämlich wahnsinnig flexibel und das Problem ist eigentlich, dass die KI-Entwicklung auch die Entwickler selbst überholt hat. Ja. Also wir hatten neulich den Governance Lead von OpenAI hier in Berlin, mit der habe ich auch länger gesprochen, Jade Liang. Und die ist witzigerweise jetzt beim UK Safety Team, also ist in die wieder sozusagen zurückgewechselt zu den Regulators. Ziemlicher Coup seitens der UK Government. Aber Jade ist wirklich herausragende KI-Forscherin und die haben natürlich die besten Leute da. Und selbst sie sagt, sie wissen schlicht nicht, was diese Modelle können. Das ist so ein bisschen wie tatsächlich, wenn man irgendwie Tiere beobachtet oder so. Man testet erst sich so entlang, was man da alles rausholen kann. Zum Beispiel Chain of Thought Prompting, was vielleicht der eine oder andere kennt, eine Möglichkeit, KI-Modellen beizubringen, bestimmte logische Schritte besser als vorher oder überhaupt durchzuführen. Das war etwas, was unbekannt war, als GPT-4 released wurde. Das konnte auch OpenAI nicht. Und das hat dann ein Forscher rausgefunden. Und jetzt ist es eine Standardtechnik. Das heißt, man hat das nennt man Capabilities Overhang. Sozusagen, wir wissen jetzt nicht, was da noch kommt, was da drin steckt. Das heißt aber zugleich, dass die Testing Science total rückschrittlich ist. Wir haben einfach keine gute Science, diese Benchmarks überhaupt nur zu entwickeln und die Modelle dann verlässlich zu testen, weil man gar nicht häufig weiß, worauf man überhaupt testen soll. Hat vielleicht jemand gehört, es gibt jetzt AI-Hypnosis, ja, die haben einen neuen Jailbreak gefunden, indem sie das Modell, und zwar ChatGPT, dazu gebracht haben, sie haben einfach unendlich oft das Wort Poem reproduzieren lassen. Und also im Sinne von Gedicht. Ja, genau. Genau. Und dann kam das hat irgendwie, niemand weiß warum, dazu geführt, dass das Modell in so eine Art Trance versetzt wurde. Natürlich war es nicht in der Trance, sondern halt, es hat sozusagen so einen Loop generiert innerlich. Und das hat dazu geführt, dass das wahnsinnig viele Trainingsdaten rausgegeben hat. Was natürlich krass ist, weil diese Trainingsdaten sind, wenn du so willst, ein Geschäftsgeheimnis. Und das ist natürlich besonders schlimm, wenn du jetzt ein Modell feintunst. Das ist ja genau das, was sozusagen Leute im Film machen würden. Man würde ja ein Open-Source-Modell nehmen, typischerweise, weil das eben kostenlos ist. Und das ist aber noch nicht auf Filmen angepasst. Das heißt, das feintune ich jetzt mit einer ganzen Menge Filmdaten. Aber da packe ich vielleicht proprietäre Daten rein, von denen ich sicher bin, hey, die gehören mir. Und da habe ich auch keine Urheberrechtsprobleme mit. Aber ich will ja nicht, dass andere Leute die dann auslesen können. Und genau das ist passiert. Genau das ist jetzt gerade bei dem GPTs passiert, also bei den personalisierten sozusagen oder feingetunten GPT-Modellen, die über den OpenAI App Store rausgegeben werden können. Also man sieht, da sind eine ganze Menge Probleme sozusagen in der Mache und das Problem, dass das sozusagen Mismatch zwischen dem, was die KI kann, die Entwickler können und dem, was man testen kann. Da müssen wir versuchen, ein bisschen ranzukommen. Wenn wir nochmal einmal zurückkommen zu der Ethik, weil wenn wir gerade feststellen, es ist sogar schwierig eigentlich mit einer Zertifizierung im Sinne einer ethischen Zertifizierung ranzugehen, wie kann man denn dann trotzdem sicherstellen, also Silvia, ja, vielleicht hast du eine Idee, wie man also KI zum Wohle von Filmschaffenden entwickeln kann, weil wir haben das ja jetzt gerade dieses Jahr gehabt, es gibt große Sorgen in der Industrie, also in Hollywood haben 4 Monate die Menschen gestreikt, wir haben das auch in Deutschland natürlich mitbekommen, da gab es auch einen großen Aufschrei und es ist ja auch eine berechtigte Sorge in der Branche, dass man eben bestimmte Arbeiten oder eben auch bestimmte Rechte sozusagen einfach überflüssig werden oder überflüssig gemacht werden. Hast du Ideen, wie man also Filmschaffende besser schützen kann? Also zum einen, ich glaube gar nicht, dass so viele, also ein paar Dinge sind natürlich, werden durch KI, sag ich mal, erleichtert. Die möchten wir ja auch gar nicht machen. Aber das ist jetzt ein Drehbuch, also es waren ja zum Beispiel auch die Drehbuchschaffenden, die gestreikt haben. Aber
man schreibt ja dann nicht das Drehbuch mit KI, schreibt mir ein Drehbuch über, sondern so wie das halt vorhin vorgestellt worden ist, sondern das ist ja ein Tool eigentlich. Also vielleicht, ich verstehe diese Sorgen, aber ich glaube, ein Teil dieser Sorgen ist auch ein bisschen unberechtigt, weil die KI die Arbeit nicht als Ganzes übernimmt, sondern so einzelne Teilschritte, wo sie halt uns unterstützt. Dann zum anderen dieses mit dem Schützen. Also das andere waren ja dann die Schauspieler, die gestreikt haben, die halt dann Angst hatten, dass ihr Gesicht, ihre schauspielerische Leistung einfach als Trainingsdaten genutzt werden. Und das ist ja jetzt eigentlich schon rechtlich gar nicht möglich, ohne dass der Schauspieler zugestimmt hat. Also ich weiß nicht, in den USA ist es ja eigentlich noch so, da gibt's halt dieses Fair Use, das für Forschung mehr oder weniger alles benutzt werden darf. Und daraus sind ja viele dieser Modelle, die gerade benutzt werden, die sind auf diese Weise entstanden. Aber und eigentlich dürften die gar nicht für kommerzielle Zwecke eingesetzt werden. Und da müssen eigentlich klar, neue rechtliche Grundlagen geschaffen werden, aber auch die es schon gibt, einfach mal eingehalten werden. Und da sehe ich halt also ein großes Problem. Und in Zukunft müssen, glaube ich, einfach solche Dinge in den Verträgen mit Schauspielern zum Beispiel mit enthalten sein. Also bisher hat noch keiner drüber gesprochen, weil das halt einfach noch keine Rolle gespielt wird. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es Situationen gibt, wo es wichtig ist, dass ich mit der Stimme später nochmal was anfangen kann. Und dann muss das aber vertraglich festgelegt werden. Und die Schauspieler, Synchronsprecher und wen das alles betrifft, die müssen natürlich auch ordentlich dafür bezahlt werden. Da würde ich gerne auch auf ein Beispiel aus der ersten Diskussionsrunde zurückkommen. Und zwar, wenn du sagst, ja, die müssen ja zustimmen können. Ist das vielleicht auch so eine Art Scheinzustimmung, wenn, ich denke an Sven Liedung von der Heide, der dann gesagt hat, es könnte ja auch passieren, oder er hält das für ein realistisches Szenario, dass wenn man als zum Beispiel digitaler Schauspieler, also als digitaler Avatar nicht mehr auftaucht, man in keiner Netflix-Produktion beispielsweise mehr eben einen Platz findet, weil dann eben das die Art und Weise ist zu produzieren. Also wird da nicht auch, die Frage vielleicht an dich, Julia, weil das ja auch eher so eine ethische Frage ist, so eine Art Zwang aufgebaut, dass man diesen Technologien und diesen Entwicklungen auch zustimmen muss, egal ob man das nun möchte oder nicht? Ja, bestimmt. Also das kennen wir ja auch schon aus anderen Bereichen, ne? Also auch ganz banal, Leute, die irgendwie ein bestimmtes Social-Media-Dienst nicht nutzen wollen, sind eigentlich gezwungen, um mit ihren Leuten in Kontakt zu bleiben. Auch beruflich. Oder beruflich, genau, einmal privat und beruflich. Und auf jeden Fall, deshalb sollte halt dann so eine Zustimmung, wenn die erfragt wird, dann eben auch erneuerbar sein sozusagen und jederzeit widerrufbar, was ja auch eben aus anderen rechtlichen Bereichen kennen, das wäre wichtig. Und dann ist natürlich die Aufklärung sozusagen ganz wichtig, der sogenannte Informed Consent, dass Leute wirklich wissen, was passiert. Und gerade wenn dann eben die Technologien sich so verhalten, dass wir es dann noch nicht absehen können, dass man dann eben da mit agieren kann. Und dass man vielleicht jetzt diesen Moment nimmt und solche Dinge hinterfragt, also es wäre eben auch eine Aufgabe der Ethik, aber oder nicht aber, und auch vielleicht rechtsvorbereitend zum Beispiel, dass wir eben schauen, es gibt jetzt einen Moment des Umbruchs, was ist denn da, was man jetzt festhalten sollte, was man jetzt regeln könnte, müsste, weil es ja eben auch jetzt schon so ist, dass man oft dann keine Wahl hat, also bei gerade dann Schauspielerinnen, die gewisse Dinge machen oder eben in gewisse Datenbanken dann rein müssen oder so, weil sie sonst ganz vom Fenster weg sind, ne? So, genau, deshalb würde ich jetzt den Moment nutzen und das versuchen zu klären. Silvia, was glaubst du denn? Also werden solche Berufe wie die SchauspielerInnen, die Drehbuchautorin, die SprecherInnen, wo es ja also auch schon große Fortschritte gibt, also gerade im Bereich auch Sprache, also ich denke, das haben wahrscheinlich auch viele aus dem Publikum schon mitbekommen, also Stimmen zu generieren ist mittlerweile eigentlich relativ einfach. Also müssen die wirklich Angst um ihre Jobs haben oder wie wird sich das verändern? Wird sich das Jobprofil sozusagen? Also auf jeden Fall wird sich's verändern, das glaube ich. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, jetzt bei Synchronsprechern, dass man in Zukunft dann nicht eine Synchronstimme hat, sondern tatsächlich die Stimme des Originalschauspielers. Aber trotzdem hat dann ein Synchronsprecher das mit deutscher Betonung und so gesprochen. Aber die Stimme wird halt nochmal gediepfegt, sage ich jetzt mal, könnte ich mir vorstellen. Und ja, also wenn man jetzt halt einfach den Text so eingibt, den deutschen Text einfach als schreibt und sich das durch eine andere Stimme ausgeben lässt, dann ist es halt noch ziemlich monoton. Klar, das verbessert sich, aber die Kunst des Synchronsprechers ist ja wirklich, das auf eine bestimmte Art und Weise auszudrücken. Und es gibt ja nicht immer eine. Ich kann natürlich dann
die KI mehrere Dinge ausgeben lassen und dann sagen, okay, so ist es, was ich gemeint habe. Aber möglicherweise ist es doch viel einfacher, wenn ein Mensch das einfach spricht, so wie das rüberkommen soll. Und das, ja. Ja, ich merke schon, du würdest auch gerne einhaken. Ich bin gespannt. Ja. Ja, also dazu vielleicht ganz kurz drei Punkte. Also das erste ist, ich sehe es genauso, dass in vielen Bereichen, auch wirtschaftlichen Anwendungen jetzt jenseits des Films, momentan noch nicht so stark die Substitution im Vordergrund steht, sondern die Augmentation. Also dass sozusagen die Tätigkeiten neu definiert werden, dass man sich helfen lässt. Aber wir sind ja wirklich so an Tag 1, ja, Transformer-Modelle gibt es seit 2017, aber so richtig wirksam waren die erst, also so richtig gut nutzbar, würde ich sagen, seit vielleicht 2020, 2021 und jetzt haben wir halt seit einem Jahr GPT-4 oder GPT-3.5. Das ist eine Entwicklung, gestern Gemini von Google, der jetzt nicht viel besser als GPT-4, aber schon mal die Sachen anders zusammenzieht, logische Schlussfolgerungen besser kann. Das ist sozusagen, wo das hingeht. Das heißt, ich würde jetzt nicht darauf setzen, dass das, was jetzt nicht so gut möglich ist, nämlich Dinge automatisiert voll end-to-end zu machen, ja, also End-to-End-Rendering, End-to-End-Produktion von Drehbüchern, das meiner Ansicht nach, das wird ziemlich schnell auch möglich sein. Das ist dann vielleicht nicht ganz so gut wie die Top-Leute, so ja, irgendwie die Top 1%, die werden es immer schaffen. Mhm. Aber die 99% drunter, die werden halt vielleicht ein massives Problem haben oder zumindest die 90% drunter. Und das muss man, glaube ich, schon sich vergegenwärtigen. Und da, zweiter Punkt, gibt es auch keine Bestandsgarantie. Also natürlich ist es doof, wenn Leute sozusagen den praktischen Zwang haben, jetzt als digitaler Avatar sich zur Verfügung zu stellen. Aber es gibt halt leider, also es gibt jetzt auch keine Garantie dafür, dass der Job einfach, das Jobprofil so bleibt und so man gemütlich weiter analog arbeiten kann. Ich kann ja auch als Zahnarzt nicht sagen, ah, ich finde jetzt diese ganzen neuen Geräte total blöd, ich mache das weiter mit Hammer und Kneifzange. Das ist dann, ja, dann wäre ich halt rausgepreist aus dem Markt, also sorry. Ja. Da muss man dann halt wieder Vorkehrungen schaffen, zu schauen, okay, brauchen wir spezifische Förderungen, so wie es ja so ist für Kulturförderung und sonst wie gibt. Es gibt ja, also ich meine, das ist ja alles völlig unrentabel, das meiste. Das macht man ja nur bis auf ein paar große Filmproduktionen, aber alles, was wir hier so haben, Theater und so, ich liebe Theater, aber das ist ja alles völlig unrentabel. Das machen wir halt, wer wir es uns leisten wollen. Da kann man natürlich gucken, welche analogen Praktiken wollen wir uns weiter leisten. Und da wird es auch Möglichkeiten geben für Leute, die keine digitalen Avatare haben. Das wird sehr wenige sein. Und deshalb, dritter Punkt, müssen wir, glaube ich, ganz ernsthaft drüber nachdenken, über so eine Art Vergütungspflicht. Das wird jetzt nicht kommen im AI Act, aber Stichwort Fair Use. Fair Use, das ist der Tatbestand im US-Recht, der sozusagen das zum Beispiel KI-Training erlaubt. Und der ist ganz anders aufgezogen als der in Europa. In Europa sagen wir ja, es gibt diesen Vorbehalt. Wenn man den nicht erklärt, sozusagen selber schuld, dann kann das aber auch sehr weit genutzt werden. Im US-Recht ist es so, da gibt es mehrere Fälle, zum Beispiel der Warhol-Fall, er ist kürzlich vom Supreme Court entschieden, wo relativ klar ist, sobald es zu einer Substitution kommt, sobald also dieses Training dafür genutzt wird, jetzt nicht irgendwas ganz anderes damit zu machen, sondern tatsächlich den Kreativen, deren Daten als Trainingsdaten verwendet wurden, mit denen in Konkurrenz zu treten, dann ist aus die Maus, dann gilt das nämlich nicht mehr. Und da genau darauf beziehen sich auch diese großen Lawsuits in den USA, weil es natürlich nicht in Abrede zu stellen ist, natürlich spucken sozusagen ist der Output genau sowas wie der Input letztlich und macht dem auch Konkurrenz, jedenfalls in kleineren Dingen. Wenn ich mir Illustrationen angucke, wenn ich mir Kurzgeschichten angucke, ich mache mit meinen Kindern ständig irgendwelche, wenn denen langweilig ist, dürfen die irgendwie Reizwortgeschichten mit GPT-4 machen, das ist aber super, da brauche ich kein Kinderbuch mehr. Ja? So, also insofern, hat einen kleinen Substitutiveffekt in der Hinsicht und das bedeutet zugleich, dass man sehr klar über Vergütungspflichten nachdenken muss, weil das eben vom geltenden Urheberrecht nicht gedeckt ist. Und übrigens auch nicht vom europäischen, das ist nur ein bisschen schwieriger zu argumentieren, das ist nicht auf Einzelfallbasis, aber es gibt sozusagen internationales Recht, das sagt, dass die Schranken, also diese Einschränkungen des Urheberrechts, auch in Europa so gefasst sein müssen. Und es steht auch in der Richtlinie drin, dass die sozusagen ökonomische Verwertung durch den Urheber und die Urheberin nicht unbillig erschwert wird. Und das bedeutet eigentlich, wenn ich Substitution habe, dann kann die Schranke nicht einfach so aussehen, dann brauche ich auch eine Vergütungspflicht dazu. Und was schlägst du vor, wie würde man das umsetzen? Also das müsste man dann, das ist tatsächlich komplex, aber es gibt ja andere Gretchen, so wie Kopierer, ja, wo du auch einfach überhaupt nicht weißt, wer da was jetzt macht, wird ja nicht im Einzelnen nachgehalten, welches Buch da kopiert wird oder typischerweise nicht, sondern da gibt es einfach so eine Pauschalabgabe. Und so muss man es dann da meiner Ansicht nach auch machen, muss über Verwertungsgesellschaften gehen, man muss sich dann irgendein cleveres Modell überlegen, wie das an Urheber und so
weiter verteilt wird. Da gibt es ja bestehende sozusagen Muster, auf die man zurückgreifen kann. Können wir jetzt hier nicht alles ausdiskutieren. Ist auch schwierig teilweise zu sagen, weil ja diese General-Purpose-Models für ganz unterschiedliche Tätigkeiten benutzt werden. Muss man dann halt ein bisschen gucken, wofür werden die genutzt. Lässt sich aber, glaube ich, alles lösen. Am Ende des Tages wird es, glaube ich, da so eine gewisse Lösung geben müssen. Sonst wäre es einfach unfair und auch meines Erachtens illegal. Und bräuchte man vielleicht so eine Art, ich sag mal, Leistungsschutzrecht? Für KI-Erzeugnisse? Ja. Also, weil die nicht urheberrechtlich geschützt sind? Genau. Also, könnte auch mehr jemand anders gerne was sagen dazu, aber weil ich der Jurist bin, muss nicht. Julia? Das war jetzt eine juristische Frage. Das war, ja, ich glaube, ich hätte jetzt gerade deine Frage interessiert. Aber ansonsten muss man, also wenn ich es jetzt weiterdenke als juristisch, dann muss man es eben quasi, wäre die Idee, ganz umzudenken und ganz neue Vergütungswege eben aufzumachen und eben nicht zu sagen, wir machen das Klassische, was ja beim Kopierer schon eine gute Idee ist, aber dann irgendwie sowas wie GEMA und VG Wort, da kommt man ja auch immer an diese Grenzen, dass eben dann das eben nicht Fair Use ist oder eben nicht diese Idee gibt, dass man, wenn es eben hilft, mehr zu schaffen, dass man damit mehr schafft. Dass man dann eben vielleicht überlegt, was gibt es für andere Wege, wo dann eben trotzdem nicht Urheberrecht verletzt wird, was ja eben eh schon wird sozusagen, wenn die KI damit alles trainiert wurde mit den ganzen Sachen. Aber dass man wirklich versucht, neue Vergütungswege zu finden. Und im Endeffekt geht es dann natürlich auch darum, dass Menschen anders ihr Leben gestalten, ne? weil eben andere Dinge vergütet werden. Ja. Also ich meine, dazu vielleicht ganz kurz zwei Sachen. Das eine ist, finde ich genauso. Also ich glaube, man muss sich da wirklich Gedanken machen, wie können wir pro futuro Vergütung anders regeln? Gibt es vielleicht eine Partizipation an dem Erlös und nicht nur sozusagen daran, dass jetzt irgendwie was einmal genutzt oder kopiert oder you name it wurde? Also sind mehr eine Output-basierte. Gibt ja auch jetzt schon im Urheberrecht so neue Vergütungsarten, also neue Nutzungsarten und so. Da muss man ja teilweise, gibt es ja so Korrekturmechanismen, auch vertraglicher Art, sozusagen der Vertrag dann, wo man es neu einklagen kann, so Blockbuster, Paragraphen, so alles super schwierig, klappt häufig nicht und so. Aber daraus kann man ja auch lernen. Das zweite ist mit dem Leistungsschutzrecht, das sehe ich ehrlich gesagt nicht als notwendig an. Denn warum brauchen wir das eigentlich? Eigentlich ist es ja dafür da, gerade diese Leistungsschutzrechte sicherzustellen, dass irgendwelche Investitionen wieder recouped werden können, weil wir sonst nicht genügend Incentives haben, für Leute sowas überhaupt zu machen. Und dass wir jetzt ein Incentive-Problem haben, dass wir zu wenig KI-basierte Kunst oder so haben, das sehe ich überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, wir werden ja völlig überflutet davon. Dann habe ich eher das Problem sozusagen der Reversed Commons, also Tragedy of the Commons in der Hinsicht, dass ich dann lauter geschütztes Material habe und ich eigentlich kaum mehr irgendwas machen kann, ohne in irgendein Leistungsschutzrecht oder Urheberrecht reinzurennen. Dafür würde ich eher warnen. Dann müssen wir lieber andere Vergütungswege anschauen. Also, dass wir sozusagen schon dabei bleiben, die Kreativität, auch schwieriges Wort vielleicht in dem Zusammenhang, aber die Kreativität zu erhalten, die sozusagen möglich ist mit diesen Tools. Den menschlichen sozusagen Schaffensimpuls und das, was darüber möglich ist, das muss irgendwie geschützt werden. Und das ist sozusagen auch der Versuch, das ist letztlich das, was hinter dieser Anthropozentrizität des Urheberrechts steht. Dass KI-Kunst an sich nicht schutzfähig ist, ist genau diesem Gedanken zu verdanken, dass man eben die Maschine nicht entlohnen will. Ja, und auch damit man nicht auf einmal, ich meine, ich kann ja jetzt einfach sagen, ich lasse mal mit irgendeinem GPT jetzt mal 2 Millionen Gedichte erstellen und dann hätte ich ja auf alles ein Urheberrecht und muss mir ständig jemand irgendwie, also ist ja, ne, der Urheber-Troll auf Steroids sozusagen. Und das wollen wir wirklich nicht. Ich würde nochmal auf eine Sache gerne zurückkommen und zwar, dass es also immer brillante Menschen geben wird, natürlich auch in der Filmindustrie, die dann besser sind vielleicht als eine KI, die ein Drehbuch schreibt, die ein was auch immer macht. Aber ganz viel darunter eben ist sozusagen schon mit Technologie möglich. Das könnte ja vielleicht auch Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen haben, denn die Filmindustrie ist zum Teil auch eine sehr prekäre Branche. Also viele Menschen arbeiten unter schlechten Bedingungen. Also siehst du darin vielleicht auch Vorteile, weil bestimmte Jobs dann auch einfach eben nicht mehr gibt oder vielleicht auch es nicht mehr so viele Menschen gibt, die sich um bestimmte Jobs sozusagen reißen, weil sie gar nicht mehr erledigt werden müssen? Was meinst du? Also das halte ich durchaus für möglich, aber ich denke mir, dass sehr, sehr viele neue Jobs entstehen. Also weil die KI, das funktioniert ja nicht von alleine und dass diese Leute halt umlernen und also meiner Meinung nach sehr kreative Jobs auch kommen können, die halt ja auch Spaß machen. Also jeder probiert ja gerne da auch neue Dinge aus. Und die Filmproduktionsfirmen, die suchen mehr oder weniger nach Leuten. Das haben wir ja vorhin auch gehört, dass jetzt irgendwo noch händeringend bei einer Produktionsfirma noch jemand wieder gesucht würde, weil die halt
eigentlich dann Mangel gerade haben. Also man muss einfach neue Dinge lernen und ja, umdenken. Und was glaubst du, wie wird sich so der Look verändern wiederum von Filmen? Ja, also momentan hat man so ein bisschen so einen Eindruck, das ist so alles so, sieht mit Journey alles so gleich aus oder so. Aber das glaube ich nicht, dass sich das in Zukunft, dass das so sich vereinheitlicht, weil die Leute fangen ja jetzt erst an, herum zu experimentieren. Und es gibt halt wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und da muss man halt vielleicht nicht, also noch sehr viel ausprobieren. Und ich glaube eher, dass die Vielfalt größer wird. Also, dass es nicht so ein einheitlicher Look wird, sondern eher eine größere Vielfalt. Und dass es Dinge, dass man Dinge umsetzen kann, ja, die bisher noch gar nicht so ohne weiteres umsetzbar waren oder eben nur ganz, ganz schwer und nur ganz teuren Produktionen vorbehalten waren. Also das heißt, diese Angst vor einer Mainstreamisierung, die teilst du eigentlich gar nicht? Nee. Warum nicht? Weil eigentlich ist es ja genau das, ne? Also die KI versucht ja immer sozusagen aus eben den Trainingsdaten sozusagen genau. Das Beste herauszuholen und das ist dann häufig sozusagen eben der, ich nenne es jetzt mal den Mittelwert. So. Also wenn ich jetzt wirklich nur sage, KI macht das mal ganz kurz, dann kommt natürlich nur das raus, was halt, also klar, die KI ist halt trainiert auf sehr viel Material, aber wenn ich halt das irgendwie kreativ nutze und nicht nur auf das Endergebnis aus bin, sondern viele kleine Schritte mache, wie halt vorhin das beim Drehbuch. Genauso kann ich es ja in vielen kleinen Schritten auch im Bild machen, dann halt nochmal den Stil ändern oder nochmal den Hintergrund ändern oder den Bildaufbau. Also man hat, am Anfang hatte ich wirklich nur die Kontrolle und konnte einfach einen Prompt eingeben und das Bild kam raus. Aber in der Zwischenzeit hat man ja schon viel, viel mehr Kontrolle über das Bild und diese Kontrolle wird halt immer größer und dadurch wird auch dann die Vielfalt wieder größer. Aber eben in kleinen Schritten und nicht als ein Ergebnis mit einem Prompt. Und sozusagen das Künstlerischere daran oder die besondere kreative Arbeit liegt dann eigentlich in so einer Art, also wer besonders gut prompten kann, oder? Oder wer einen besonders guten künstlerischen Geschmack hat. Also der dann halt weiß, okay, an der Stelle, das muss ich halt noch ändern, damit der und der Ausdruck, die Emotion hervorgerufen wird, die ich halt gerade mache, haben möchte. Und dann reden wir natürlich trotzdem wieder eben von Bildern, die in großen Teilen eben nicht von einem Menschen gemacht sind, also vielleicht eben nicht mit einer echten Schauspielerin in einem echten Setting irgendwo draußen in der Welt sozusagen, sondern von einem künstlichen Bild. Inwiefern muss denn das Publikum wissen, was es dort sieht? Also wir sprechen jetzt ja nicht über Nachrichten, sondern wir sprechen über Spielfilme. Wie wichtig ist es da für das Publikum zu wissen, was ist echt und was ist in Anführungszeichen fake? Genau. Jetzt habe ich zwar gerade über Bilder gesprochen, aber das meiste bezieht sich ja auf Filmsequenzen auch so. Also ich finde, im Dokumentarfilm muss es wirklich kenntlich gemacht werden. Also das muss jetzt nicht sein, dass da dran steht, KI erzeugt, aber dass ich das durch einen besonderen Look irgendwie kenntlich mache. So wie jetzt hat man ja im Dokumentarfilm Spielfilmszenen drin. Das erkennen wir ja auch, dass das nicht das Originalmaterial ist. Gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das ist irgendwie rüberzubringen. Aber im Spielfilm finde ich, da haben wir doch jetzt auch VFX-Szenen und sonst irgendwas drin. Aber wenn wir KI-Material, also KI-generierte Dinge haben, dann, wir müssen das jetzt nicht dem Zuschauer da an jeder Stelle sagen, aber ich glaube, dass so für unsere weitere Arbeit so eine Art Protokollierung für was KI-generierte Dinge sind notwendig ist, einfach auch um weiterhin damit zu arbeiten und dass wir als Filmemacher da noch unterscheiden können, was war damals KI generiert und was war real gedreht, einfach für unsere Arbeit. Wie siehst du das, Julia, so aus der Perspektive des Publikums? Also wie wichtig ist es, da zumindest im Bereich Film transparent zu sein? Ich denke, der wichtige Unterschied ist da tatsächlich eben Dokumentarfilm oder noch schlimmer Nachrichten versus Spielfilm. Weil beim Spielfilm wollen wir ja unterhalten werden eigentlich. Und das ist jetzt ja auch schon so, dass es von der Illusion lebt. Also ich meine, wir gucken uns diesen Film an und es sieht so aus, als wären da nur die Schauspieler und Schauspielerinnen. Aber da ist das ganze Set drumherum, da sind die Kameras. Und das wollen wir alles nicht sehen, weil wir ja dieser Illusion erliegen wollen. Und deshalb wäre vielleicht dann der ganz einfache Weg dann, dass am Ende im Abspann dann noch kommt, das und das wurde mit KI erzeugt. Aber ich glaube, das gibt es jetzt für Visual Effects oder gibt es das auch nicht, oder? Das ist dann auch einfach, das ist so, ne? Und dann wird dann eben, wie, weiß ich nicht, damals beim Herrn der Ringe war das ja dann so neu und was Besonderes, dass dann gesagt wird, oh, die sind alle, es gab gar nicht so viele von diesen Orks oder was es war und die sind alle computergeneriert worden und so, ne? Dass es dann sozusagen auch über die Medien vielleicht dann an die Öffentlichkeit kommt,
weil wenn es eben was Neues ist sozusagen. Philipp, du wolltest, glaube ich, was ergänzen? Ja, also auch darauf gibt es eine gewisse rechtliche Antwort. Und zwar ist es so, natürlich, es wird zwei Sachen geben. Sehr wahrscheinlich das eine ist, dass man KI kennzeichnen muss, und zwar so wirklich kennzeichnen, dass die Betrachterin oder whatever das merkt. Das ist bei KI-Systemen, die interagieren mit dem Menschen. Also Chatbots oder sowas in der Richtung. Ja. Das gibt's, ist ja jetzt typischerweise auch, also steht ja irgendwie, was weiß ich, wenn ich, also natürlich nicht jedes Mal, sondern halt beispielsweise bei der Registrierung oder dann, wenn ich mich wieder einlogge oder so. Das muss natürlich nicht sein bei irgendwie einem Filmframe, das da jetzt unten immer steht, KI in so einem Kreisel oder so. Aber was man wahrscheinlich machen müssen, das halte ich eigentlich auch für sinnvoll, ist Watermarking. Und jetzt hat man sich Watermarking nicht so vorzustellen, dass da irgendwie so wie so Muster hinten drauf steht oder so, Geldschein nicht echt oder so, sondern das sind hochkomplexe Verfahren. Also Google hat zum Beispiel gerade SynthID rausgebracht. Ich zeige meinen Studis jetzt immer so ein Bild, da ist eine Kuh drauf vor dem Matterhorn und die eine Hälfte des Bildes ist gewatermarkt und die andere nicht. Und es ist nicht unterscheidbar. Und diese Dinger sind auch extrem hart nur zu entfernen. Das sind kryptografische Verfahren, die letztlich ähnlich wie digitale Signaturen funktionieren. Das sind sozusagen Mechanismen, die man einfach in die Pixel mathematisch rein operiert sozusagen. Deshalb sind die auch schwer rauszunehmen. Die sind sehr, also wie so eine One-Way-Function, kann ja so sehr schnell auslesen und checken, ob das drin ist. Kannst du nur sehr schwer verändern oder nachproduzieren. Und das macht schon Sinn, weil man dann eben genau das nachhalten kann, welche Szenen waren also so aus Forschungsinteresse. Aber es gilt natürlich auch, das kenntlich zu machen, gerade um zu verhindern, dass es in anderen Kontexten dann wieder für Fake News verwendet wird. Und da kann man es dann eben auch entsprechend sichtbar machen. Das heißt, das ist, glaube ich, was wirklich für unseren demokratischen Diskurs sinnvoll ist. Also ja, und das ist auch ein wichtiger Punkt, weil auch wenn wir das eben nicht kennzeichnen, ne, auch das, also eine Filmsequenz kann ja auch in anderen Kontexten eben wieder verwendet werden. Und ich weiß dann wiederum nicht, ne, wo ist das gelandet. Also auch das ist natürlich eine Frage, ob wir es im Film vielleicht als solches nicht kennzeichnen, aber auch ein Film kann zitiert werden. Und in welchem Kontext wird der dann zitiert? Also ich finde, man sollte es auch nicht verheimlichen. Also man sollte dem Zuschauer auch die Möglichkeit geben, sich darüber zu informieren, was da mit KI erzeugt worden ist. Das kann ja dann irgendwo auf einer Webseite sein, oder? Ja, das kann man dann sogar live machen eben. Also dann hat man so einen AI-Checker, das ist einfach der Algorithmus, sozusagen der Auslese-Algorithmus, der die Bilder live untersucht. Der ist halt dann grün, wenn KI, und rot, wenn nicht. Also das ist eigentlich, so, glaube ich, technisch nicht so. Also es ist natürlich anspruchsvoll, aber ist durchaus möglich, auch jetzt schon. Ich würde auch gerne nochmal unser Publikum animieren wollen. Also wenn ihr Fragen habt, sehr gerne. Ich nehme die herzlich gerne entgegen. Also auch gerne einfach schreiben und ich... Ah, oder auch mit der Hand. Haben wir ein Saalmikrofon? Ja. Die liebe Camilla von der FSF läuft. Hallo, wer sind Sie? Hallo, Marion Esch von der Stiftung Menti. Ich habe eine Frage. Wie sieht es eigentlich mit der Entwicklung jetzt im Bereich der Forschung aus? Also wir haben ja, ne, Sie haben ja auch einen Kontrollauftrag. Und ne, einen Auftrag, den Film nach Qualitätskriterien zu untersuchen. Wie weit ist denn da die Entwicklung, dass das möglich ist? Also welche Forschung jetzt direkt, meinten Sie? Tatsächlich Programmforschung zum Beispiel, dass wir rauskriegen, wie viel. Also es war jetzt eben ja einleitend in dem Referat zu hören, welche Themen werden denn jetzt viel erzählt, bei wem und bei wem nicht. So, da hat ChatGPT offenbar eine Antwort drauf und ich frage mich, woher weiß er das? Okay. Wir haben ja die Situation, dass wir dass wir mit Hilfe von KI so Zuschaueranalysen machen. Und Filmanalysen auch. Ja, ja. Was erzählen wir eigentlich und wie unterscheiden sich die Erzählungen? Also einzelne Sender machen das auf jeden Fall. Also wir hatten mal so einen Vortrag von jemand von der ARD, die das halt tatsächlich machen. Die können das nicht. Die können das gesichert ganz und gar nicht. Dann habe ich vielleicht ein falsches Verständnis. Wir hören auf, weil das nicht aussagekräftig ist, was wir da haben. Sorry, aber... Dann habe ich vielleicht die Frage nicht richtig verstanden, was Sie meinen. Ja, wie weit sind wir mit den filmanalytischen Tools? Ach so, dass ich halt, also jetzt nicht das Programm, sondern halt, ich nehme mir einen Film und lasse den von der KI analysieren. Genau, nehme mir das gesamte Programm, weil wir haben ja eine Aufsichtspflicht. Genau, also das ist tatsächlich eins der schwierigsten Dinge, weil da mehrere, also dieses Multimodale, ich muss ja
nicht nur, ich muss das Bild erkennen, ich muss den Ton erkennen, ich muss die Geräusche erkennen, muss halt gucken, was haben die Leute gesagt, das irgendwie im Zusammenhang zu bringen. Also das ist, da gibt es Forschungen in die Richtung, aber tatsächlich ist da noch sehr, sehr viel Forschungsbedarf, weil es wirklich das Komplexeste ist, weil alle Forschungen eigentlich eine Rolle spielen, die zusammengehören. Ich kann ja nicht, also nur ein Text geht gut, nur Bild geht gut, aber da brauche ich ja alles zusammen und nicht nur jede Komponente einzeln, sondern auch noch, wie die zusammen spielen. Und das ist halt so komplex und deshalb in die Richtung... Forschungsbedarf, wenn ich die Frage jetzt richtig verstanden habe. Ich bin auch nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe, deswegen frage ich nochmal nach. Geht es auch darum, also um Verstöße zum Beispiel gegen Jugendmedienschutz oder solche Sachen zu finden? Wenn es jetzt, wenn ich, das könnte man, diese Fragen, da könnte ich ja rein bildlich, rein textlich schon Dinge finden. Also sowas würde meiner Meinung nach schon gehen, nur so ganz komplex, wo die Dinge halt auch noch zusammenspielen. Aber da, so, genau, das, ja, sowas könnte ich mir schon vorstellen. Situation, dass wir eine Qualitätsüberwachung für die gebührenfinanzierte Unterhaltung brauchen. Ja, ja. Aber und dafür braucht es Kriterien und das ist ja immer das Problem. Wie kriegen wir denn raus, ob das Programm tatsächlich diesen Qualitätsvorgaben entspricht? Okay, also ich glaube, es geht jetzt noch nicht, aber es ist nicht so weit weg, wenn die Komponenten einzeln, aber ich würde mich darauf dann nie verlassen, sondern sozusagen, jetzt gucken sich das hier dann auch immer mehrere Leute, denke ich mir, an und dann ist es halt noch ein weiteres Auge, sage ich mal, was einen Blick drauf wirft, wo man dann vielleicht die KI dann doch noch was findet, was man selber gar nicht bemerkt hat. Okay. Aber nur auf die KI würde ich mich nicht verlassen. Aber wo wird da geforscht, wissen Sie das? An mehreren Universitäten, aber nicht jetzt in dem Bereich jetzt solche Dinge aufzudecken, sondern generell Filmanalyse, also dieses Multimodale. Okay, danke. Okay. Mich hat tatsächlich noch eine... Claudia Mikert? Wir haben noch eine weitere Wortmeldung. Ja, gerne. Und vielleicht ganz kurz, also Gemini, was ja gestern oder vorgestern released wurde von Google, das hat eben ziemlich gute multimediale modale Kompetenzen. Also das, die Hauptforschung findet ja in Unternehmen, nicht in Unis statt. Und also Aleph Alpha zum Beispiel, die deutsche Firma, die machen auch seit Anfang an alles stark multimodal. Das ist eigentlich so State of the Art. Aber da geht es aber um Generierung. Ja, richtig, aber auch um Schnee, auch um Verständnis. Also es ist sozusagen In- und Output. Also Multimodalität tatsächlich kann sich über Input oder Output beziehen. Aber die machen eigentlich beides. Also Gemini ist gerade auch bei multimodalem Input ziemlich stark. Hallo, ich weiß nicht, okay. Ich habe einen Bekannten, der jetzt von einem Musikproduzenten quasi engagiert wurde, bereits bestehende Lieder selber nachzusingen, die dann wieder mit KI quasi auf die originale Stimme zurückbearbeitet werden, dass diese Aufnahmen von Ihnen dann in weiteren zum Beispiel so EDM-Songs genutzt werden können, um das Urheberrecht quasi zu umgehen. Wenn ich jetzt richtig zugehört habe, klingt das aber so, als wäre das eigentlich gar nicht rechtens, wenn man das so macht. Ja, das klingt nach einer ziemlich schlechten Idee, ehrlich gesagt. Es war noch nie eine gute Idee. Also Juristen sind nicht so dumm, wie man allgemein annimmt und Richter auch nicht. Es ist einfach so, dass also man kann diese Winkeladvokatenzüge, mit denen man dann, jetzt hier die eine Kurve vorne und ich mache eigentlich das richtig gleiche Ergebnis, aber ich bin irgendwie einmal anders abgebogen und deshalb habe ich den Rechtsakt ausgehebelt, das funktioniert fast nie. Da haben Juristen sozusagen Werkzeuge entwickelt seit tausenden von Jahren, um die Gesetze dann entsprechend auszulegen. Und wenn man sozusagen den Geist des Gesetzes verletzt, aber die Formalia trotzdem wahrt, dann ist das trotzdem immer noch rechtswidrig. Und also sowas, das klingt nach einem harten Rechtsverletzungsmodell, würde ich dem Kollegen stark abraten. Eine andere Frage noch ist, also es gibt ja eine große Skepsis gegenüber KI-generierten Inhalten, aber es gibt natürlich auch eine Aufbruchsstimmung. Es hat sicherlich auch das erste Panel, was wir heute hatten, gezeigt. Also es gibt auch eben viel Freude darüber, was sozusagen alles möglich ist. Und das war sicherlich auch sehr beeindruckend, denke ich, für den einen oder anderen, also zu sehen, was mit KI eben alles schon geschaffen werden kann. Ist das auch eine Frage von Generationen? Also, dass eben Menschen, die vielleicht etwas älter sind, dann gerne doch eben weiterhin den traditionellen Schauspieler geben wollen, überspitzt formuliert, und eben jüngere Menschen diesen neuen Technologien aufgeschlossener sind. Was würdet ihr sagen? Ich gebe es mal in die Runde. Vermutlich ja, also kennen wir ja von anderen Technologien auch, gerade wenn die jüngeren Menschen damit aufwachsen und die Älteren eben
Distanz mehr dazu haben. Aber es muss auch nicht sein. Also es kann ja auch sein, dass die Älteren gerade das dann toll finden, wenn irgendwie zum Beispiel ältere Schauspieler wieder, also die schon verstorben sind, oder wenn das dann wieder aufgelebt wird oder so. Also dass man dann anknüpft an biografische Erfahrungen, dass das dann vielleicht auch von älteren Menschen als positiv empfunden wird. Und andersrum kann es auch sein, das hängt natürlich auch davon ab, was wir in den Schulen den Kindern beibringen und so weiter, dass dann die junge Generation gerade skeptisch und kritisch wird und sagt, das so aber nicht, wir möchten es lieber so haben. Wir haben ja jetzt hier relativ junges Publikum, ja. Und die Mehrheit der skeptisch wollte eigentlich generell auch Schauspieler, aber ich glaube trotzdem, dass die Mehrheit trotzdem diesen Dingen auch offen gegenübersteht. Mhm. Aber sie möchten halt das andere nicht verlieren. Und das glaube ich auch, dass es dieses Genre weiterhin geben wird. Also diese KI-Filme, die wird es halt geben, aber wir werden halt trotzdem auch noch Filme mit realen Schauspielern haben. Wir haben ja damals auch nicht das Theater verloren, bloß weil wir plötzlich Kinofilme hatten. Also deshalb glaube ich, es wird einfach weiter bestehen. Und der Wunsch ist ja auch da. Also, und das glaube ich, ist in allen Generationen einfach so. Ich würde auch gerne noch eine weitere Frage aus dem Publikum aufnehmen. Und zwar schreibt Uwe Breitenborn, steuern wir nicht auf eine Überregulierung zu, da wir anthropozentrisch alle kreativen Oldschool-Pfründe retten wollen? Und wer reguliert eigentlich die Regulierer? Philipp. Nee, das glaube ich nicht, weil erstens ist es so, dass Anthropozentrismus ja jetzt schon sozusagen im Gesetz verankert ist. Und das ermöglicht aber trotzdem erhebliche Freiheiten. Da sind halt immer ausgeklügelte Interessenabwägungen dahinter. Und wie gesagt, ich halte das auch für eigentlich komplett richtig, zu sagen, grundsätzlich kann man Material für KI-Training nutzen, sofern man es eben nicht dafür einsetzt, sozusagen die ursprünglichen Urheber aus dem Markt zu preisen. Und das finde ich eigentlich einen sehr vernünftigen Kompromiss. Und Überregulierung ist immer so ein Catchword, aber es ist selten begründet. Es gibt jetzt seit gestern eine Studie von The Future Society. Tolle Leute aus Brüssel, Nicolas Moes kenne ich auch, und sein Team haben das gemacht. Die haben mal ausgerechnet, wenn man wirklich ein potentes KI-Modell trainiert, sprechen wir also von 10 hoch 24 Flops, also Floating Point Operations, also wirklich sehr, sehr potente Modelle, so GPT-4 ähnlich, dann kostet das etwa 60 Millionen Euro. Das ist auch das, was mir Leute aus der Industrie immer sagen. Und dazu im Verhältnis sind die Compliance-Costs, also die, um wirklich das Ganze so dann aufzusetzen, wie der AI-Act das zum Beispiel vorsieht, sind gerade mal 1%. Also das ist keinesfalls Überregulierung, ganz im Gegenteil. Das, was wir momentan machen, ist, dass wir sagen, es wird das, was Best Industry Practice ist, wird verbindlich gemacht für alle, damit gewisse Rogue Actors keinen Wettbewerbsvorteil dadurch haben, dass sie Safety-Standards unterlaufen. Und das ist eigentlich gerade keine Überregulierung, das ist Mindestregulierung. Und die Firmen gehen häufig noch darüber hinaus. Es gibt das Frontier AI Model Forum, das gerade von OpenAI, Google und anderen bestückt wird. Und die haben deutlich strengere Vorgaben zum Teil sozusagen für ihre eigenen internen Prozesse, als es im AI-Act vorgesehen ist. Also das würde ich ehrlich gesagt scharf zurückweisen. Das zweite ist die Frage, wer kontrolliert die Regulierer? Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt tatsächlich da so ein abgestuftes System. Es gibt das nationale Durchsetzungsbehörden. Dann wird es ein übergeordnetes AI-Office wahrscheinlich geben, das jetzt neu geschaffen wird, vermutlich innerhalb der Kommission, ein bisschen selbstständig. Und da sollen dann auch tatsächlich nicht nur Juristen rein, sondern auch Machine Learner. Auch Menschen aus der Industrie? Naja, klar. Aber die werden dann angestellt dort. Die müssen aus der Industrie raus. Also das ist halt eine Behörde. Das ist dann, ne? Die sozusagen haben dann wieder die Oberhand über diese nationalen einzelnen Institutionen. Naja, und am Ende des Tages entscheidet dann halt über das Gesetz und die Novelle des Gesetzes wieder der Gesetzgeber, wie das in der Demokratie so ist. Okay, vielen Dank fürs Aufklären. Ich würde noch eine Frage aus dem Publikum mit reinnehmen, bevor wir gleich auch schon in eine Schlussrunde gehen werden. Und zwar, welche Empfehlungen haben Sie denn für die Medienbildung junger Menschen zu KI? Was sind die wichtigsten Themen und in welchem Alter? Da wir das natürlich jetzt mal speziell auf Film münzen möchten, würde ich mal bei dir anfangen, Silvia. Mhm. Was sind für dich wichtige Themen? Also ich finde total wichtig, dass man das mindestens ab dem, ich sag mal so im Gymnasium irgendwo, dass die Schüler das ausprobieren.
Also zum einen, welche kreativen Möglichkeiten es gibt und auch zu sehen, wie einfach es geht. Weil wenn ich weiß, so ein Deepfake kann ich halt ganz einfach produzieren, dann habe ich halt auch ein ganz anderes Verhältnis zu dem, was ich halt überall sehe und dass ich halt eine gewisse Skepsis entwickle und auch schaue, wo auf welcher Plattform befinde ich mich halt. Das macht dann halt schon einen Unterschied, ob ich da bei irgendeinem öffentlichen Nachrichtensender oder bei einer Süddeutschen Zeitung oder so mich aufhalte oder auf TikTok. Also, und dass ich da so ein gewisses Medienbewusstsein entwickeln kann. Und dazu gehört für mich einfach das Ausprobieren. Aber eben nicht nur, um die Skepsis zu entwickeln, sondern auch die kreativen Möglichkeiten dafür zu sehen und damit, ja, also ich finde das eine totale Bereicherung für alle Arten von Unterricht eigentlich. Und ich finde schon, dass das in den Schulen schon gelehrt werden sollte. Wie siehst du das, Julia? Ja, auf jeden Fall. Aber ich würde sogar noch früher anfangen, wenn nicht sogar im Kindergarten. Also da haben wir genügend zu tun. Aber da brauchen wir erstmal ab der ersten Klasse. Genau, erstmal müssen ja die Erzieherinnen und die Lehrerinnen und Lehrer müssen natürlich und Erzieher müssen natürlich erstmal geschult werden und das können. Aber also da passt, leider gibt es Kinder, die so viel Unterstützung brauchen, dass man da erstmal basale Dinge lernen muss. Aber im Prinzip so früh wie möglich, weil viele Kinder sehr viel Zeit vor Bildschirmen verbringen. Und gerade dann muss ja eben da kritisch ein Bewusstsein für geschaffen werden. Einmal, dass es gefährliche Inhalte geben kann, dass es Dinge gibt, die uns suggeriert werden, die nicht so sind, beim normalen Medienkonsum ja auch schon. Dass dann in Bezug auf KI zum Beispiel, dass sie Halluzinationen haben kann und so weiter, das ist ja das andere. Aber eben auch, dass es kreative Möglichkeiten gibt, damit umzugehen. Also, dass sie eben sowas wie im Prompting auch schon üben, gerade wenn wir sehen, wenn sich abzeichnet, das ist die Zukunft vieler Berufe, Prompting, für viele, wo jetzt eben noch Menschen dran sitzen, dass das eben in Zukunft eine Kompetenz ist, die man haben muss oder die Teams haben müssen, dann sollten wir da wirklich ganz früh mit anfangen und dann aber auch das gesamte Package sozusagen, also dass eben auch die technischen Fähigkeiten, also Programmieren wäre das eine, aber eben dann muss natürlich die basale Mathefähigkeit muss dann natürlich erstmal stimmen, bevor ich so weit gehe. Aber ich will mal ganz konkret nachfragen, ja. Gerade wenn du auch sagst, ich würde schon im Kindergartenalter anfangen, womit fängt man da an? Mit ich wäre jetzt mal gesagt Datenschutz, mit wirklich sowas wie, es gibt aus dem Bereich Datenschutz gibt es zum Beispiel so Pixi-Bücher, wo aufgeklärt wird, meine Daten, das gehört mir, das ist mein Recht. Ganz wichtig halt auch für die körperliche Selbstbestimmung und so weiter, das hängt zusammen. Und so kann man anfangen und dann eben mit Tablets, was kann ich machen, wie kann ich selber nicht nur malen mit Stift und Farbe, das ist natürlich total wichtig, dass wir das beibehalten, gerade auch für die motorische Entwicklung und so. Aber das ist eben, dass ich nicht nur irgendwie Peppa Pig mehr angucken kann auf dem Tablet, sondern dass das Rechenmaschinen sind, die ungeahnte Möglichkeiten haben, wenn man eben die Kinder anleitet, die mit ganz wenig super viel schaffen können. Achso, ich kann auch noch was sagen, dass ich kürzlich einen KI-Ethik-Workshop auch gegeben habe für eine Schule. Es ist leider nur ein kleines Projekt, aber AI for Schools, wo eben jetzt in dem Rahmen war es das Gymnasium an der Wilmsstraße in Delmenhorst, wo eben dank eines sehr engagierten Lehrers und einem Zusammenschluss von MINT-fördernden Schulen, EC MINT, es eben eine KI-Woche gibt für motivierte Schülerinnen, in dem Fall tatsächlich ein Girls Camp war es, die eine ganze Woche sich mit KI beschäftigt haben. Und davon brauchen wir einfach noch mehr. Und dann wahrscheinlich nicht nur für die motivierten SchülerInnen. Genau, ja. Ja. Philipp, du hast es ja schon durchklingen lassen, deine Kinder nutzen ChatGPT. Wie alt sind die und was machen die damit? Also ganz so ins Detail gehen will ich jetzt nicht, aber ich halte demnächst auch einen Vortrag an der Grundschule. Da freue ich mich auch schon total drauf. Und wir haben auch eine Kinderuni bei uns an der Viadrina, da kommen dann immer Kinder ab 8 Jahren und das wird bestimmt so ein echtes Highlight. Habe mir schon so ein paar Sachen überlegt. Und ich glaube, was wichtig ist, ist halt zweierlei. Einerseits genau das spielerische Ausprobieren, dass sie sehen, okay, damit kann man wirklich viel lustige Sachen machen. Ich kann sozusagen erstmal Voice-to-Text den Prompt sprechen, dann bumm, kann ich den reinschieben. Dann kann ja Bild und Text und so weiter produziert werden. Aber dass man eben auch ganz klar auf die Grenzen hinweist. Ich sage immer, auch meinen Studenten, vertraue nie einer KI. Ja? Man kann, probiert mal aus, selbst bei GPT-4, was ist die größte Zahl, vierstellig, die auch die Ziffer 6 beinhaltet? Ich habe das schon ziemlich häufig, jemand eine Ahnung, was das ist?
größte Zahl vierstellig, die auch die Ziffer 6 beinhaltet? Richtig, genau, 996. Ziemlich einfach, würde man sagen, so sollte jeder Viertklässler oder so wahrscheinlich können, oder ich weiß nicht so genau, oder Drittklässler oder sowas. GPT-4 schafft das nicht. Oh. Das ist wirklich crazy, weil bisher diese, naja, das kommt durch die Autoregressive LLMs, also es ist ja probabilistische Spracherstellung, eben keine logisch-mathematischen Fähigkeiten. Man kann das eben durch Chain-of-Thought-Prompting zum Teil reinbringen, aber das geht momentan noch nicht. Das ist jetzt bei Gemini eventuell besser, da haben wir noch keinen Zugriff drauf. Aber da lässt sich relativ einfach zeigen, die produzieren auch ganz schön viel Mist. Und dafür sozusagen so ein Verständnis zu wecken und dann zu sagen, und guck mal, das ist doch eigentlich eine super Gelegenheit, um uns weniger um so formalen Krempel zu kümmern, so Rechtschreibung und so ein Zeugs, was irgendwie kein Mensch braucht, weil du hast ja eine Rechtschreibprüfung. Also irgendwie muss man es mal lernen, aber eigentlich machen wir alle, schreibt ja keiner mehr mit der Hand. Sondern stattdessen, das kann man sich auf die Inhalte konzentrieren und gucken, ob wir kritische Geister heranziehen, statt irgendwelche Leute, die besonders schön A malen können. Ich würde aber gerne noch zwei Sachen, oder was heißt aber, noch gerne zwei Sachen ergänzen. Einmal brauchen wir dafür dann datenschutzkonforme Modelle, also dass man, weil eben bei ChatGPT oder so ist dann das Problem, was ich da eingebe, oder wenn man dann Text Recognition haben, also ich möchte eigentlich nicht, dass die Kinder alle mit Alexa kommunizieren oder so, sondern dass wir wirklich dann eine Absicherung haben, dass die Daten nicht sonst wo landen, gerade die Daten von Kindern. Mhm. Und der andere Punkt ist, man braucht dann natürlich Geld, also weil sonst fängt eigentlich fast so ein Whataboutism an. Ich hatte letztens auf LinkedIn gelesen, ich glaube es war Bettina Stark-Watzinger, die geschrieben hat, KI für Schulen, ja, super, finde ich auch. Aber da müssen wir halt erstmal da die Klassenräume mal renovieren und die Klos irgendwie funktionieren machen. Mhm. Also wie gesagt, es soll kein Whataboutism sein. Und zu dem anderen Punkt noch, den ich zuerst gesagt hatte, ich hatte letztens auch in einem Blog, ich glaube, war es von Arvind Naranjan, auf jeden Fall von einem KI-Ethiker, aber auch Computer Scientist gelesen, dass der für seine Kinder nämlich genau sowas aufgesetzt hat, so einen datenschutzkonformen ChatGPT und dann aber auch mit eben Speech-to-Text. Und das Kind lässt sich regelmäßig Geschichten erzählen von dieser KI und das ist wohl gar nicht schlecht, die Ergebnisse, die da rauskommen. Also für die Dreijährige wohl durchaus unterhaltsam. Sehr gut. Also haben wir schon ein paar Tipps auch nochmal mit dabei für unser Publikum. Ich würde gerne auch nochmal eine kleine letzte Umfrage loswerden wollen. Und zwar, wann bekommt eine KI den Oscar für das beste Drehbuch? In 5 Jahren? Wenn eine KI die Oscars vergibt oder sowas wird es nicht geben. Wir schauen gleich nochmal auf die Ergebnisse. Zuerst möchte ich aber zu euch zurückkommen und zwar in unserer kleinen Schlussrunde. Und ich würde euch dieselbe Frage gerne stellen wollen. Erstmal, wann bekommt eigentlich was eurer Meinung nach eine KI den Oscar für das beste Drehbuch? Und was wird vielleicht bis dahin sonst noch alles so geschehen? Wir fangen mal mit Silvia an. Also ich glaube gar nicht, weil den Oscar bekommt man ja als Drehbuchautor und für mich ist es halt eine KI. Also wenn es jetzt wirklich so gemeint ist, die KI hat generell, also wenn ich die KI als Hilfsmittel nehme, dann habe ich ja noch den menschlichen Autor. Aber nur die KI glaube ich gar nicht. Also schon allein da, deshalb, weil eine KI nie ein Autor sein kann, weil wenn ich ein Autor bin, dann übernehme ich Verantwortung für das, was ich da halt publiziere und das kann halt die KI schon gar nicht. Was werden wir sonst noch erleben? Was sind so die wichtigsten Entwicklungen in der Filmbranche in Sachen KI? Also tatsächlich dieses Thema virtuelle Produktionen, was wir vorhin gesehen haben, und damit meine ich halt aber nicht nur, dass viel in die Studios verlagert wird, sondern auch tatsächlich draußen, also dass weniger, an einer bestimmten Stelle in der Welt gedreht werden muss, wo dann ein riesen Team hinfahren muss, sondern da reicht halt eben ein kleinerer See in Deutschland, der dann halt durch einen größeren See dann digital ersetzt wird. Aber, und das Licht kann ich halt auch, da brauche ich momentan noch das Studio, aber später kann ich halt auch diese Lichtsituationen durch die KI im Nachhinein noch verändern. Das kann man in gewissem Maße auch jetzt schon. Also in die Richtung wird sich viel ändern, glaube ich. Julia, was sagst du? Wann bekommt eine KI das Beste? Den Oscar? Erstmal ein bisschen sprachliche Präzision. Also die Frage ist gut, wie die ist, aber das eine KI ist halt schon schwierig, weil es gibt halt nicht die KI, sondern es gibt KI-Anwendungen, es gibt KI-basierte Systeme und so weiter. Aber ich würde sagen, sie bekommt den Oscar, sobald das Ergebnis gut genug ist. Und das, deshalb würde ich kein Jahr, kein Jahreszahl angeben wollen, weil wir eben so überrascht werden. Letztes Jahr sind wir von ChatGPT überrascht worden, weil es eben so unklar ist, wie schnell hier was passiert. Und deshalb ist die zweite Frage, wenn die KI den Oscar vergibt. Aber zurzeit ist es ja tatsächlich noch so, dass eben Menschen
Jury den Oscar vergibt. Und da wissen wir eben nicht, also was dann die Jury als sehr gut befinden würde. Also es hat ja auch keiner damit gerechnet, dass irgendwie Bob Dylan einen Literaturnobelpreis bekommt. Das hängt dann eben wieder an Menschen. Mhm. Philipp? Ich schaue die Oscars nur selten, muss ich sagen. Ich gucke immer nur die Football-Nächte. Für den Super Bowl bleibe ich auf, aber nicht für die Oscars, ehrlich gesagt. Dann fragen wir mal anders. Wann gibt es dann virtuelle Football-Player? Ja, die gibt's ja schon. Also, aber im Spiel können die natürlich nur schlecht eingesetzt werden. Also meinst du jetzt Roboter sozusagen? Das ist auch ein super spannendes Feld übrigens. Also ich weiß nicht, ob jemand gesehen hat, Nvidia hat jetzt gerade Eureka rausgebracht. Das ist eine KI, die Roboter trainieren kann. Und zwar besser als Menschen das tun. Also die schreibt sozusagen die Codes für die Roboter. Und das ist halt wirklich hart, weil das so den Weg ebnet für Industrie 5.0, wie ich es mal nennen würde, dass sozusagen auf ganz andere Arten jetzt KI da reinkommt, weil nämlich auf einmal dann Roboter Sachen machen können, weil sie durch KI angeleitet werden, die sie vorher nicht machen konnten. Und ich glaube, das ist auch was für die Filmbranche potenziell relevant ist. Also gerade diese Sachen wie Kamerafahrt und I don't know, also ich wirke jetzt selten in Filmen mit, aber da gibt es wahrscheinlich eine Menge Geräte, die da irgendwie irgendwas machen und das kann man halt relativ gut dann teilweise automatisieren, durch KI anlernen lassen und das wird wahrscheinlich noch mehr kommen. Ich würde auch sagen, lange Zeit wird so sein, Human-Machine-Teaming ist das Große. Aber deshalb braucht es halt gerade auch in der Ausbildung sowas. Ne? Also dass halt Studium oder sowas nicht nur beinhaltet, irgendwie kann ich jetzt irgendwie das tolle Drehbuch selber machen oder so, sondern eben auch Grundlagen in ML, also Machine Learning. Und vor allem, wie kann ich damit umgehen? Ich könnte mir auch vorstellen, dass es dann so irgendwann so einen Special Track gibt, sozusagen so wie bestes ausländischen Film gibt's doch, oder? Dann gibt's vielleicht den besten artifiziellen Film irgendwann auch. Es ist natürlich schwer zu sagen, das zu disentangeln, weil wahrscheinlich jeder Film irgendwie dann und so weiter KI-Elemente mit drin hat. Sehr schwer zu sagen, wenn es mehr als 45% hat, dann darf das da reinkommen. Aber sowas könnte ich mir schon auch vorstellen. Und dann wäre es am Ende des Tages halt jetzt, weiß ich nicht, also Sam Altman, der den Oscar gar kriegt, natürlich nicht die KI selber, also jetzt Sam auch nicht, weil der hat es dann am Ende wahrscheinlich auch nicht trainiert, aber das kann ich mir schon durchaus als Szenario vorstellen. In den nächsten 5 Jahren, ja, why not? Ich bin gespannt. Was sagt unser Publikum? Sowas wird es nicht geben, die meisten, aber in 5 Jahren ist auch knapp dahinter und ich finde, auch so weit weg ist das auch gar nicht, wenn eine KI die Oscars vergibt. Also mal sehen, was in Zukunft passieren wird. Ich bin sehr gespannt. Ich danke recht herzlich für diese Einblicke, für das Nachdenken über die Zukunft mit KI und was eigentlich noch alles getan werden muss. Vielen, vielen lieben Dank an das Panel und wir wollen auch gleich nochmal anknüpfen an die letzten Fragen, die sich nämlich um das Thema Medienbildung gedreht haben. Denn so werden wir heute den Medienimpuls beschließen. Stefan Dreyer ist hier bei uns, Senior Researcher für Medienrecht und Media Governance am Leibniz-Institut für Medienforschung. Das Forschungsinteresse des Juristen gilt den regulatorischen Aspekten medienvermittelter Kommunikation in einer datafizierten Gesellschaft. Und er kümmert sich eben auch viel um die rechtlichen Fragestellungen im Schnittbereich von Jugendschutz und Datenschutz und wird jetzt für uns nun nochmal zusammenfassen, was das eigentlich alles für den Jugendmedienschutz in Deutschland bedeutet. Hallo Stefan. Hallo, schönen guten Abend oder Nachmittag. Ja, schade, dass ich nicht dabei sein kann heute vor Ort. Ich bin jetzt auch ein bisschen künstlich sozusagen hinzugezogen, weil ich mich langgelegt habe beim Glatteis und jetzt ein dickes Bein habe. Ich habe versucht, ein bisschen auf Slides so mitzuschreiben. Einige Gedanken, die hier aufgetaucht sind. Es war ja eine ganze Bandbreite, die wir heute gehört haben, wenn es um generative KI-Anwendungen geht. Deswegen lege ich das hier mal auf den Schirm. Bleib aber ein bisschen im Bild, damit es nicht ganz so langweilig wird. Die Idee war, das ein bisschen zu wenden sozusagen. Das ist eine Veranstaltung von FSF und FSM heute Nachmittag. Und die kümmern sich ja vor allen Dingen um den Jugendmedienschutz und die Medienbildung. Und deswegen war die Überlegung, ob man jetzt vielleicht nochmal versucht, das in die Richtung zu drehen. Was bedeutet das jetzt eigentlich für Kindheit, wenn wir über generative KI sprechen? Und das kann man eigentlich ganz klassisch machen und sagen, wo haben wir heute über Chancen von generativen KI-Anwendungen gehört? Ich habe das versucht, ein bisschen auch aus eigener Expertise noch zu ergänzen. Denn von Chancen haben wir gar nicht so viel gesprochen. Der Kollege Hack hat das schon gesagt, dass wir irgendwie immer so risikobezogen sind. Aber es gibt Chancen von diesen generativen KI-Anwendungen.
Und zwar, wenn ich aus einer kinderrechtlichen Sicht schaue, in allen drei Säulen Schutz, Befähigung und Teilhabe. Und beim Schutz habe ich von Frau Rothe zum Beispiel gelernt, dass die Verschleierung von dargestellten Personen im Film durch generative KI zum Beispiel helfen kann, Persönlichkeitsrechte zu schützen, wenn ich anonym oder pseudonym dort Äußerungen tätigen möchte, zum Beispiel in Dokumentarfilmen. Insgesamt kann ich mit generativer KI auch verbesserte Sicherheit zum Ergebnis dort bekommen, wo ich die generative KI sozusagen analysieren lasse, was ich dort sehe, weil die da nämlich drauf trainiert ist, Sachen zu erkennen, Objekt zu erkennen, Verhalten zu erkennen zum Beispiel. Das kann helfen. Und es gibt mittlerweile Sicherheitsfirmen, die auch mit generativer KI arbeiten, wenn es um Mustererkennung geht, bei schädlichen Verhalten zum Beispiel oder bei Hackingversuchen. Es wird für Pentests benutzt oder für Sicherheitsaudits. Also das kann helfen, Kindern und Jugendlichen mehr Schutz online zu bieten. Gleichzeitig können generative KI-Anwendungen aber auch befähigen. Also zum Beispiel, wenn ich an einen Gen-AI-Assistenten denke, den ich in meinem Betriebssystem hinterlegt habe, dann kann der mir helfen, kritisch zu reflektieren über meine eigenen Handlungen ganz allgemein. Wie kann ich mich verhalten in bestimmten sozialen Kontexten, aber auch ganz konkret. Also soll ich wirklich dieses Bild von mir oder von jemandem anders posten? Ich kann insgesamt meine Ausdrucksfähigkeit, gerade da, wo ich vielleicht nicht die beste Ausdrucksfähigkeit habe, verbessern durch generative KI. Und ich kann auch da, wo ich vielleicht talentbefreit bin, ganz neue Potenziale heben, indem eben die KI für mich meine Kreativität darstellt, umsetzt in Darstellungen, in Texte. Und eben haben wir über Bildung gesprochen, in Schulen auch, aber das geht auch zu Hause zum Beispiel, dass man generative KI benutzt eben zum Selbstlernen, zum optimierten Selbstlernen, was unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedliche Lerngeschwindigkeiten angeht. Und last but not least, die Teilhabe kann tatsächlich auch durch generative KI verbessert werden. Denn wenn wir auf die Stimmen von Kindern hören wollen, dann scheitert das manchmal daran, dass wir ihnen nicht zutrauen, sozusagen auf dem gleichen Niveau zu kommunizieren wie Erwachsene. Und das kann auch generative KI befähigen. Also, dass die Kinder generative KI benutzen, um ihre Stimme besser hörbar zu machen, um ihre Interessen besser sichtbar zu machen, insgesamt um ihre kommunikativen Möglichkeiten zu verstärken. Ist aus meiner Sicht ein großes Potenzial. Wir haben aber auch gehört, dass man ein bisschen darauf achten muss, was genau die generative KI dann eigentlich macht und welche Nachteile sie haben kann, wenn ich sie so einsetze. Über Risiken haben wir viele Aspekte gehört heute. Ich habe jetzt nicht alle mitgebracht. Ich wollte aber noch ganz kurz begründen, warum Juristen immer so viel über Risiken sprechen. Wenn man reguliert, greift man in der Regel in Grundrechte ein. In diesem Fall zum Beispiel von den Anbietern von solchen Anwendungen. Und um in Grundrechte eingreifen zu dürfen, brauche ich einen legitimen Grund. Und das kann eben eine Gefahr oder ein Risiko sein, die von diesem Produkt oder von dieser Technologie ausgeht. Deswegen reden Juristen öfter über Risiken als über Chancen, weil Chancen alleine noch nicht dazu befähigen zu regulieren, sondern das geht erst mit Risiken. Und die Risiken sind nicht ohne, wenn man an Kinder und Jugendliche denkt, aber auch an uns Erwachsenen. Wir wissen schon von viel missbräuchlicher Nutzung von diesen Anwendungen, insbesondere dort, wo einmal von uns ins Netz gestellte Bilder zum Beispiel dann missbraucht werden von Dritten, um Persönlichkeitsrechte zu verletzen, um Urheberrechte zu verletzen, um Datenschutzverstöße zu begehen. Diese Skalierbarkeit, also die Niedrigschwelligkeit dieser Anwendung wird dazu führen, dass wir mehr davon sehen werden, dass wir richtige Trollkampagnen sozusagen auch im privaten Bereich, zum Beispiel zwischen Schülerinnen und Schülern sehen, die dann einmal ein gutes Foto von jemandem nehmen und das dann missbrauchen, um wirklich nachhaltig einzelne Personen, Individuen zu verletzen. Wir haben erste Hinweise darauf, dass die benutzt werden dort, wo sie nicht durch Constitutional AI oder dergleichen, also durch Grenzen sozusagen im KI-Modell gehindert werden, dass wir dort KI-Anwendungen sehen, die wir aktiv benutzen können, um zum Beispiel sexuelle Missbrauchsdarstellungen künstlich zu generieren
oder Deepfakes mit echten Gesichtern sozusagen dann in kinderpornografische Darstellungen auszubeuten. Also auch da gibt es Risiken. Was ein bisschen schwieriger ist, ist sozusagen die Erkenntnis von Kindern und Jugendlichen dort, wo sie selber mit diesen KI-Anwendungen arbeiten, dass sie dort ihre Daten eingeben, was wiederum für das Training des Modells genutzt wird. Es entstehen also Datenschatten über die Kinder, die dort mitarbeiten. Und haben wir auch schon gehört, möglicherweise Leaks, dass also diese Daten auch wieder aus diesem Modell heraus tropfen können. Wir haben ganz kurz gehört, Hyperpersonalisierung oder Personalisierung von kommerzieller Kommunikation kann bei Kindern auch noch so starke Anreize zur Folge haben, dass wir ein echtes Autonomieproblem haben, wo also zum Beispiel mein Idol, mein Lieblings-Celebrity dann auf einmal mit mir spricht und sagt, diese Jeansjacke, das ist der neue heiße Scheiß, dann ist der Kaufanreiz extrem stark. Nicht zuletzt haben wir auch darüber gesprochen, dass wenn ich selber generative KI anwende, als Minderjähriger und damit dann das publiziere oder damit arbeite sozusagen, dass möglicherweise urheberrechtlich geschützte Werkteile von Dritten enthalten sind. Deswegen stellt sich dann immer gleich die Frage, gibt es dafür Lösungsansätze? Können wir sozusagen die Chancen optimieren und die Risiken minimieren? Ich fand es wichtig, heute nochmal sich die Rückfrage zu stellen, was sind eigentlich spezifische Risiken für Kinder und Jugendliche und welche davon treffen nicht nur junge Menschen, sondern eigentlich uns alle. Zum Beispiel, wenn es um Persönlichkeitsverletzungen geht, werden wir alle davon gleich betroffen sein. Es gibt Lösungsansätze schon seit längerem, das ist jetzt nicht durch generative KI sozusagen neu. Wir haben Maschinenethik, wir haben KI-Ethik, die wir, wie wir gehört haben, auch gerne schon in die Ausbildung reinbringen wollen. Die Rechtswissenschaft oder die Governance-Forschung hat in den letzten 10 Jahren neue Regulierungsansätze oder jedenfalls etwas innovativere Regulierungsansätze mitgebracht, die vor allen Dingen schutzzweckorientiert sind, die prinzipienbasiert sind, dass ich also nicht mehr sage, wenn X, dann Y, sondern bitte baue deine KI-Anwendung so, dass ein bestimmter Grundrechtsschutz zum Beispiel daraus erfolgt. Wir haben über prozedurale Anforderungen gesprochen, also wie schaffe ich es, durch Vorgabe von bestimmten Verfahren Anbieter dazu zu bringen, dass sie grundrechtssensibler unterwegs sind. Und wir haben auch über externe Zertifizierungen hier gesprochen, was eben ein starkes Anreizsystem sein kann für Anbieter, sich zu zertifizieren, damit sie zum Beispiel Wettbewerbsvorteile haben. Auch auf der Technikebene gibt es immer mehr, würde ich sagen, Formen von KI-Moderation, nenne ich das einmal, dass wir mit herkömmlichen Verfahren von Supervised Learning oder Reinforced Learning versuchen, bestimmte Outputs zu vermeiden, dem Modell also beizubringen, sowas zu vermeiden. Neuere Ansätze sind dann Sachen aus der Constitutional AI, wo ich also sage, wenn du 2 Outputs sozusagen zur Auswahl dir selber stellst als Modell, dann prüfe die bitte an folgenden Prinzipien, zum Beispiel Kinderrechte in diesem Fall, und wähle das, was mit diesen Prinzipien kohärenter funktioniert. Auch dort gibt es also technologische Ansätze, um jedenfalls rechtssensibler zu arbeiten. Wenn es um Medienbildung geht, hat Medienbildung und Medienpädagogik gerade ein Problem wie viele andere, die mit Medien arbeiten, nämlich dass sich der Medienbegriff entgrenzt. Gerade wenn wir über solche KI-Modelle sprechen, dann sind das keine klassischen Medien. Nichtsdestotrotz wird hier Kommunikation, Medien vermittelt, gelebt. Und deswegen brauchen wir eigentlich ein erweitertes Verständnis, was medial ist, was das Medium ist, wenn wir über generative KI sprechen. Das heißt, wir brauchen dann auch erweiterte Verständnisse von Medienkompetenz und Medienbildung. Und ganz zum Schluss, weil es auch heißt, ich soll hier einen Ausblick machen, kommen wir ganz ohne die Philosophie hier nicht aus. Die ist jetzt überall aufgeschieden, gerade bei den großen Fragen. Und da steckt noch einiges drin, wo ich aber keine Antworten geben kann, sondern jetzt einfach Fragen mitgebe, sozusagen auf den Weg. Vielleicht inspiriert das den einen oder die anderen. Also wir wissen, dass wir einen unbewussten Modell-Bias in praktisch allen generativen KI-Modellen haben. Das liegt daran,
weil die Trainingsdaten den Bias haben. Also das bildet praktisch Bias in der Gesellschaft oder in den gescrapten Daten ab. Und das führt dazu, dass wir in der Repräsentation zum Beispiel in den Weltsichten diskriminierende Inhalte finden können. Und das mag sein, dass das mittelfristig zu der Verengung von Sichtweisen führt, wenn wir alle nur noch mit generativen KIs kommunizieren. Ist hypothetisch noch, aber ich spitze das jetzt mal so zu. Dann die Frage, was mit Abhängigkeit von dieser Technologie passiert, wenn wir uns daran gewöhnen, dass die KI für uns denkt, für uns brainstormt, für uns erste Storyboards zum Beispiel baut. Was passiert dann mit unserer eigenen Kreativität, mit unserer eigenen Expertise auch in diesen Bereichen? Und das gilt natürlich auch ganz besonders für Kinder und Jugendliche. Wir haben gehört, die müssen weiter mit Stiften malen. Was ist denn, wenn sie es nicht mehr tun? Ich will jetzt hier nicht den Manfred Spitzer machen, aber wir sollten das im Hinterkopf behalten, sozusagen, dass wir das beobachten und begleiten. Ganz spannend finde ich aktuelle Diskussionen, was passiert, wenn Modelle lernen von neuen Internetinhalten, die von Modellen erstellt worden sind. Also Forschende haben das Curse of Recursion genannt, also der Fluch der Rekursion. Modelle lernen von KI-Inhalten sozusagen. Das ist aus meiner Sicht ein wichtiger Aspekt. Andere Kollegen, die das etwas mehr auf die Spitze getrieben haben, sprechen von der Enshittification. Also wir kacken uns zu sozusagen mit mittelmäßigen, wahrscheinlichkeitsbasierten Texten und Darstellungen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen radikal, aber es geht an die Frage, welche Rolle eigentlich noch Medien spielen für Wirklichkeitskonstruktionen, wenn die gar nicht auf Wirklichkeit basieren. So würde ich es mal versuchen zu formulieren. Und das hat auch eine mögliche Auswirkung auf die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen. Wenn wir davon ausgehen, dass die Auseinandersetzung mit uns selbst und mit unserer Umwelt, mit der sozialen Umwelt, mit der Natur ein wichtiger oder wenn nicht sogar der wichtigste Entwicklungsschritt ist für unsere Persönlichkeitsentwicklung, dann müssen wir uns die Frage stellen, was Realitätsverarbeitung bedeutet, wenn wir es mit synthetischen Medien zu tun haben. Die Medienpädagogik spricht hier von Transferkompetenz, also dass ich unterscheiden kann, was ist Realität und was ist Fiktion oder Nicht-Realität in diesem Fall. Und wenn ich das nicht mehr erkennen kann, und wir haben heute gute Beispiele dafür gesehen, dass es immer schwieriger zu erkennen ist bei synthetischen Medien, dann kann das sein, dass das diesen Entwicklungsschritt jedenfalls berührt. Also da müssen wir uns auseinandersetzen als Forschende, aber auch als Gesellschaft, was das bedeutet sozusagen, wenn wir Realität und generative Realität nicht mehr unterscheiden können. Ist das etwas, was sich auf die Persönlichkeitsentwicklung negativ auswirkt oder positiv oder neutral? Das können wir noch nicht sagen. Aber ich fand die Frage spannend. Insofern sage ich damit Dankeschön. Vielen Dank, Stefan Dreier, und auch ein herzliches Dankeschön an Sie, dass Sie alle da waren, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, ich kann Sie trotzdem mit einer positiven Stimmung, mit einer Aufbruchstimmung, vielleicht auch mit etwas Neugierde entlassen, KI zu nutzen, zum Guten zu nutzen, und darf Sie auch recht herzlich einladen, vielleicht noch ein bisschen weiter zu diskutieren im Anschluss. Wir haben noch ein bisschen was zu essen, was zu trinken draußen. Da würde ich mich sehr freuen, wenn Sie also noch einen Moment bleiben. Und darf damit dieses KI-Jahr in Anführungszeichen beschließen. KI hat uns als FSF und FSM sehr viel beschäftigt im vergangenen Jahr, und das wird es wahrscheinlich auch in der kommenden Zeit noch. Und den Medienimpuls, mal sehen, ob der sich dann auch wieder ums Thema KI dreht. Den nächsten gibt es dann auch erst im nächsten Jahr, und zwar im März. Und bis dahin wünsche ich Ihnen erst einmal eine schöne Weihnachtszeit und hoffentlich bis bald.